Morgen. Wir sind's. Hallo. So, jetzt werden wir schon schauen. Wenn wir ganz kurz das Mikrofon etwas machen mit dem Mikrofon. Und da sind wir wieder. So, das Mikrofon. Wart. Jetzt einmal. Warte. Jetzt musst du schauen. Wo, wir sind ich da. Ich habe hier den Stream. Ja, warte. Drei, nein. Oh. Jetzt, da, look, da. Okay. Ja, super. Wunderbar. Also, hallo. Ja, wie du, wieso sind wir eigentlich da? Also eigentlich, ich bin da, weil du mir gezwungen hast. Ja, ich bin, ich bin da. Der Simon ist nicht da. Ich zeige euch jetzt, wer der Simon ist. Der Simon ist auch mein geiles Tier. Warte. Wir müssen paar, wenn ihr die, die ihn nicht kennt, gebt ihm mal ein. Aber ich liebe es. Wieso bin ich jetzt Sekretärin? Weil ich jetzt am Schwätzen bin. Weißt du, ich bin jetzt so gemütlich. Der Simon ist einfach ein cooles Tier, arbeitet bei uns und macht einfach die coolsten Videos. Und er hat zum Beispiel mit der Lelit Bianca ein Video gemacht. Da ist der Simon für die, die ihn nicht kennen. Genau, das ist der Simon. Er ist nicht da, darum zeigen wir ihn jetzt. Genau. Einfach damit man auch sieht. Ich bin der Simon-Ersatz. Also ich darf heute haltlos fluchen und ganz viel rülpsen. Gell, Simon? So gut. Nein, warum sind wir offiziell da? Offiziell ist so, weil ist Black Friday jetzt in ungefähr 7 Minuten, 8 Minuten, so etwas im Daumen. Und Countdown los. Genau, und die grosse Frage ist natürlich, heben die Server ja oder nein? Das ist so die grosse Frage, die wir uns auseinandersetzen. Unter anderem. Und weißt du noch? Ja, mit einem grossen Tipp, es ist so, es gibt ja, jetzt kommt technische Blabla, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind bei dieser ganzen Sache. Erstens, wenn ihr etwas kauft, sind ihr mit zwei Elementen beschäftigt. Das eine ist Digitec oder Galaxus und das andere ist dann der Zahlungsbereitsteller, der Schissenfall Zix. Beide Services können offline gehen. Mhm. Also es ist, und wir bereiten uns seelisch darauf vor, dass wenn Zix offline geht, aus irgendwelchen Gründen, dann gehen wir mit. Darum, wir empfehlen euch dringend, wenn ihr etwas kauft, kauft es und macht per Vorauskasse. Weil dann ist nämlich der Verkauf ist abgeschlossen. Ihr könnt auch immer noch Kreditkarte oder Onlinezahlung ändern, wenn dann der ganze Peak vom 12. vorbei ist. Aber einfach, ihr habt es euch dann gesichert. Weil es hat aber zum Teil Sachen, da gibt es nicht so viel davon. Oder? Hey. Mit dir ein Stück zahlen, haben wir jetzt? Ja, ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ist alles limitiert. Und wenn ihr es wollt, dann jetzt. So, ja. Gut, dann ist es so. Wir machen jetzt einfach mal eine Runde. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir schauen, das Engineering ist so ein bisschen dort hinten. Die sind jetzt dort dran und schauen, dass wir sie selber möglichst heben. Das sind unsere starken Jungs. Wir sind wirklich beide nur Jungs. Ich bin die einzige Frau, ich will es einfach schnell sagen. Ich bin die Frau, ich bin die Quotenfrau. Darum ist sie da. Das ist der einzige Grund, warum sie da ist. Damit wir ein bisschen mehr Östrogen im Raum haben. Weil süß ist. Also, ich bin die Unterhaltung von euch da. Genau. Das ist. Nein, stimmt. Und wir haben eine Frage. Wer fragt? Was ist das? Oh mein Gott. Heavenly Red Dawn Dono. Ich wollte wissen, ob er etwas bestellen kann und es morgen in Dietik oder in Zürich kann abholen kann. Ja. Das war doch schon immer so gesehen. Ja. Ja. Easy, Mann. Wieso sollte da irgendwie anders sein? Heavenly Red, easy kannst du da. Ja, er schaut eh. Er hat uns gehört, wenn wir es nicht mehr schreiben. Ja, ich weiß. Ich hoffe, dass er uns schaut. Ja, und wenn nicht Kapital. Oder sie. Grosser Fehler, er oder sie. Ja. Vielleicht bist du nicht die einzige Frau, die jetzt noch wach ist. Vielleicht ist das eine Frau gewesen. Könnte der bitte mal schreien? Nein. Es klingt zu leise. Ja, schreien können wir schon, aber wir wollen einfach nicht. Jetzt wahrscheinlich, es streamt zu leise.
Wir schauen mal schnell die Mikrofoneinstellungen. Jetzt geht es rauf, jetzt sind wir im gelben Bereich. Gel ist aber eigentlich scheiße. Gel ist eigentlich scheiße. Okay, Leute, könnt ihr kommentieren? Sind das so lieb? Ja, wäre nett. So, Moment mal, ich muss was verhindern. Also, es schlägt da zwar. Ja. Ich will noch ein bisschen rauf. Irgendwie. Also, da schlägt es mir. Jetzt sollte es okay sein. Also, ja. Ich kann nicht gerade eine leiselige Stimme. He? Nein, ich bin jetzt auch nicht der leiseligste Mensch auf der Welt. Und du bist näher am Mikrofon. Ja, ich habe das Mikrofon ungefähr so. Ja, voll. Sympathisch. Also, das bin sicher ich. Danke. Ich nicht. Ich bin eben da so Mut zur Hässlichkeitsteil. Es ist mega leise. Fabian Scheurer, merci. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Das Leisling, immer noch. Warte mal, sonst machen wir das Mikrofon so ein bisschen. Aber so, mehr vorher ja. Auch nicht mehr Jetzt, da sind wir wieder. Jetzt sind wir da. Hören wir uns wieder? Es ist so, wir pushen jetzt einfach nicht mehr rum. Wenn es jetzt leislich ist... War kein Bild. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eher bei dir das Problem. Nein. Du musst den Bildschirm einschalten. Ja. Ich sehe euch. Ich habe hier neben mir, darum schaue ich immer wieder hier runter. Und ich habe es hier. Und ich nehme den Stream von YouTube. Just making sure. So, juhu, ja, ja, es funkt super. Gut, also es ist so, wenn es jetzt immer noch zu leislich ist. Alles gut, das Appelt. Zu leislich halt immer so. Noch. Dann stellt die Boxenleiter. Wirklich. Also, ich schreibe nein, jetzt an. Nein, bitte nicht. Schau, ich weiss, du kannst schreien, wir müssen es alle. Schau, es ist so. Auf technologischer Ebene, wir schlagen da hinten auf Rot aus. Wir können nicht Leute sein, wie das wir sind. Egal wie lustig. Dann mach Boxenleiter. Mein Gott, mach deine Kopfhörer Leute. Hey Patrick, kannst du mal Stöpsel tun für uns hören? Ja, mein Bluetooth funktioniert nicht. Sehr gut, nicht funktioniert. Alles ist kaputt. Hey, ich höre es schnell rein. Ja, gut. Ich mache den von weiter, wir machen jetzt noch ein Soundcheck. Für Fragen, die jetzt nicht den Sound betreffen, bin ich zu haben. Also so populäre Haarstil von den 70er Jahren kann ich gut beantworten. Die Drohnenroboter-Apokalypse habe ich noch im Angebot. Was ist noch? Leute, das ist im Fall nicht schließlich. Es ist ich nicht gut, ja. Aber es ist auch nicht schließlich. Ich sage ja. Ich komme nicht drauf. Wir sind auch anders, wir sind viel zu laut. Schreien bitte, Steffi. Oh, sorry. Weißt du, wenn du schreist, dann wird es noch lauter. Du, lass ich, Steffi, bevor du, ich habe hier im Fall die Lautstärke so da runter. Ich kann dort die Stärke abschrauben. So. Ja, los mal rein. Ja, nein. Das ist okay. Ist wie okay, wenn ich nicht muss. Es ist wirklich genug laut. Jetzt lasse ich euch selber. Es ist bei uns ein Problem. Da auf YouTube ist es nämlich wirklich. Ja, gut. Also ich höre mich selber gut. Hä? Ich kann hier testen. Sehr gut. Wunderbar. Und ich bin ein Taubinus. Das stimmt. Also, ja. Es ist jetzt 11.59 Uhr, wir sind gerade noch genau eine Minute, bis die ganze Veranstaltung losgeht. Drumroll. Seriously? Ja. Oh Gott, ich gehe heim. Ja, okay. Also wenn du drum wirst, machst du nie heim. Ich mache es allein, ist gut. Okay, also. Ich führe immer selbst mit meinem Computer. Ja, ich weiss. Ja. Früher hat er Bobby geheißen, inzwischen hat er keinen Namen mehr. Und der Bobby ist tot. Der ist gestorben. Da gibt es nicht. Also, wir haben jetzt was. Haben wir Fragen? Ja, wir haben Fragen. Und zwar. Haben wir noch mehr Fragen?
Was ist das für eine Frage? Look, was ist das weißt für eine Corsair, das ist keine Frage. Der hat einfach einen Namen von zwei Produkten und auch ein Fragezeichen. Das ist keine Frage. Okay, lass jetzt, es ist so, wenn du willst wissen, welche Produkte kommen, dann jetzt, gehst du jetzt. Dann schalten wir da mal ein bisschen aus. Genau. Wir schauen auch noch. Ich weiss, was heißt. Ich kann nicht. Also, Digitec Black Friday nur heute. Also, schau jetzt, Filter. Kannst filtern. Voll geil. Hey, geil, das haben wir letztes Jahr noch nicht gehabt. Keine Ahnung, wir haben es vor am 11.11. haben wir es schon gehabt. 11.11. haben wir es schon gehabt, das habe ich schon gesehen. Aber jetzt haben wir einen Filter auf jeden Fall da oben, wir werden gezwungen, um das zu sagen. Da sind Filter, voll geil. Ja, wir haben es jetzt Fermo. Gesagt, aber es ist wirklich cool, das muss ich schon sagen. Ja, schon mal es ist easy cool. Also bei Bilaxis kann du kannst nicht. Für mich jetzt kannst einfach mal Foto, Dings, alles andere. Wir schauen jetzt erst einfach mal alles an, würde ich sagen. Ah, oh Mann, also gut. Also da haben wir ein paar Laptops. Hey, nicht so schnell. Das sind Laptops. Nein, ja. Da ist ein hässlicherer Laptop. Ein Apple. Und da ist ein hübscherer Laptop. Oh wow, der rote. Der da? Ja. Also da haben wir einen, der Acer Nitro 5 ist phänomenal hässlich. Wow, ist der grusig. Der ist ja zum Teil wirklich. Da haben wir einen Rucksack. Schau, da ist ein Rucksack. P30 Pro! Oh fuck yeah! P30 Pro! Da haben wir in allen Farben. Oh mein Gott! Ja, das ist gut. Das ist ein geiles Phone. Das ist gut. P20 Pro. P30 Lite. Also ich verstand nicht, wieso das existiert, aber okay. Das ist geil. Da bin ich jetzt schon mal ein bisschen aufgeregt. iPhones. Ich tue mal schnell mein Handy parat legen, was ich auf das Posten. Das S10 Plus, nein. Ja, wir können das S10 Plus auch kaufen. Nicht, dass du musst, aber du kannst. Ich verstehe zwar nicht, warum du würdest, aber okay. Es ist easy, okay. Ja, da, ja. Wenn du filmen willst, ein bisschen ambitionierter von mir aus. Nein. Dann da, wenn du. Da, wenn du ein Handy willst. Wenn der Kamera willst, schon. Wenn du einfach ein Handy willst. Da kannst du eine SIM-Karte kaufen, das ist auch gut. Ein Gimbal, der über 2 Stunden geht, zu mir richten, das ist auch cool. Dann haben wir einen Zierfuhl Fernseher. Warte. Ich muss schnell schauen. Okay, nein, ist okay. Du hast einen Fernseher. Ja, einen uralten. Da ist der Beamer. Der Luca hat einmal mega Fan von dem Beamer. Ja, voll. Weil er irgendwie klein ist. Und, ja. Warte mal, weißt du, und irgendwie ich hoch. Das fliegt doch gegen oben. Nein, du kannst irgendwie so näher an die Wand stellen. Oder danach, also so, wie man da kann. Ja. So. Irgendwie so etwas. Whatever, weiter. Der Luca wird das schon erzählen. Ah, schau da, DJ Mavic zu. Du kannst eine Drohne haben. Okay. Uff, immer noch recht teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Auf eine Drohne ist noch, glaube ich, okay. Warte! Sony Alpha 7. Da sind wir 3, holla, jetzt aber. A73. Mhm. Hey, Leute, ich filme mit der. Die ist geil. Wunderschön. Wow. Noch 50 von 50. Jetzt ist es so. Noch 50 von 50. Irgendjemand machen kann man totalen Fehler, die es dann nicht kaufen. Dann haben wir die AirPods. AirPods kann man kaufen. Da sind schon 10 gegangen. Du legst. Nein, doch nicht. Stimmt ich nicht. Ich habe etwas gesehen. Da deine Jabra Elite. Active 65T. Steffi, was machen wir denn, wenn man einen verliert? Ja, ich muss jetzt, sorry Leute, ich muss jetzt schnell einen kaufen. Ich habe den einen verloren. Und jetzt, ich habe nämlich, ich habe so viel mehr Geld gezahlt, es tut mir jetzt ein bisschen weh. So, ich mache weiter, ist gut. Dann haben wir hier eine Kühlung und eine Grafikkarte, Geschichten. 2080 Ti, das ist auch easy gut. Warenkorb down. Dann haben wir, Warenkorb down, glaube ich. Warenkorb down, oh schön. Nein, ich muss es so bestellen. Fuck. Ist es schnell gegangen? Nein. 4 Minuten? Ja, aber 4 Minuten ist nicht schlecht. Dann haben wir Synology DS 89 Plus, auch ein schönes Ding. Dann haben wir, noch ein schönes? Du mir zeigst, wo ist jetzt auf meinem Kopf? Oh, schau, der Microsoft, ihr Apple Keyboard. Das ist ja, mit der ganzen Surface-Linie ist ja Microsoft beschäftigt, so will ich ein Apple zu sein. Wahrscheinlich fehlen die wichtigsten Tasten, wie immer. Nein, schau, es hat einen Delete-Knopf. Das ist eben das einzige. Ja, musst du schauen, ich sehe ihn ja von da aus. Schau, da ist ein Delete-Knopf. Da, oh, fuck, Delete. Ich habe Login vergessen. Schau da, Delete. Warte, ich muss schon bestellen. Ich weiß gerade nicht. Gut, ich mache es weiter. Da ist ein Delete-Knopf. Also das ist immer sicher schon mal besser als jede MacBook-Tastatur. Dann haben wir hier einen USB-Stick. Oh, schau, ein Stream Deck. Oh. Da ist ein Stream Deck, weil wir haben da unten genau da Ding haben wir das da unten. Das haben wir, wenn ich jetzt nämlich da drauf drücke. Fantastisch. Ich kann einfach so drauf drücken. Dann haben wir Steffi und mich in grösser und dann haben wir da kannst du umschalten. Das ist nicht recht praktisch, das Teil. Ich in gross? Ja, schau, da kann ich dich grösser machen. Ich bin gross. Ja, aber jetzt mach ich wieder ein bisschen. Da.
Wenn du je wieder sagst, dass ich klein bin, dann... Dann haben wir hier ein Medion PC. Medion macht PCs. Oh mein Gott. Today I learned. Medion macht schon lange PCs. Ja, ja, das ist schön. Und das ist schön. Oh, warte, Frage. Wir haben Fragen. Fragen? Greetings from Ljubljana. First time Black Friday live. Wer haben wir da? Haben wir noch sonst noch Fragen? Galaxus Down. Wir schauen Galaxus Down. Mehr wenn ich aufs Produkt Galaxus läuft. Du, wir haben auch hier nochmal eine Frage Jo. Vom Heavenly Red. Wieso ist der Preis vom AOC-Monitor 50 Franken mehr, wenn er auf Produktseite geht? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer und das ist so dermaßen weit von unserem Kompetenzbereich entfernt. Die Frage bleibt einfach unbeantwortet. Ja, sorry. So leid es mir tut. Wissen wir auch nicht, finden wir genauso beschissen wie du, tut es leid. Nein, mir eigentlich nicht. Das ist einfach etwas, was passiert. Oh, sorry, 50 Stutz, das tut weh. Ja, kaufst du es mal, schaust, was passiert. Und, wenn's ja. Nicht, und ganz ehrlich, mach einen Screenshot. Machst Screenshots, kaufst das. Und wenn es dann nachher irgendwie zu viel abgebucht wird, beschwerst du beim Customer Care. Die sind auf so Zeug vorbereitet, die haben 1000 Mal am Tag. Im Fall, das ist voll kein Problem. So, dann haben wir Drucker, für den Fall, dass du dich selber ein bisschen zu fest hassest. Ja, ich meine, Entschuldigung, wann hast du das letzte Mal einen Drucker gehabt, der tatsächlich gedruckt hat, wenn du gesagt hast? Ich meine, ganz ehrlich, Drucker sind so the bane of our existence. Nichts an Drucker ist okay und Drucker hassen uns aktiv seit etwa 40 Jahren und sie sind einfach nicht besser geworden. Aber da kommt Papier raus. Hurra! Wo würdest du da nicht tun? Ich was? Das bestellen. Was würde ich auch nicht tun? Da. Wo? Egal. Ja, ich komme gerade nicht raus. Steffi zeigt mir etwas auf dem Handybildschirm. Der Dominik ist etwas langsam heute. Ja, es ist jetzt Nacht um 12 Uhr, Steffi. Ja, ich bin jetzt fit in die Turnschuhe. Schau, da kannst du Raspberry Pi kaufen. Da, geiler Scheiß. Cool. Yo. Raspberry Pi 4. Ich habe noch keinen Raspberry Pi 4. Aha, ich glaube, du hast gar keinen. Mal, ich habe ungefähr... Mein Dad hat mehrere. Ich habe ungefähr 5 Raspberry Pi 3. Aber ich habe noch keinen 4er. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Den müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Dann haben wir Philips. Dann haben wir Philips Hue Light. Ich finde, ist euch schon mal aufgefallen, bei Philips Hue hat sich Philips nicht so viel. Es ist Hue, oder? Das ist ein Wortspiel von Hue, so der Lichtton. Und Hue, also du, weil es tönt gleich. Und wenn du auf Schweizerdeutsch sprichst, kommst du raus. Da kommt, ist nochmal eine wichtige Frage ja, von Michael oder Michael. Kurze Frage: Kann ich Digitec Connect für 120 Franken auch in einem halben Jahr einlösen? Absolut keine Ahnung. Du, wir sind nicht so ein hilfreicher Kundendienst. Nein, wir sind ja kein Kundendienst. Ja. Wir sind nicht dort zum Kundendienst. Ich sage nur, wir sind definitiv gut. Nicht hilfreich. Also, dann haben wir Black Friday auf Galaxus. Da kannst du einen Roboterstaubsauger kaufen, einen Sieg voll davon, von allen Farben, Ausführungen, Formen, mit App, ohne App, mit Basisstation. Mach weiter. Hey, super, ich hasse Staubsaugen. Mach weiter. Fuck Staubsaugen. Ah. Da kannst du etwas kaufen, das aussieht, wie wenn es mal gelebt hätte. Was ist das? Das ist ein Sitzsack. Gottes Willen. Schau, da ist etwas, was du verstehst, Stiefel. Stiefel, die habe ich im Fall sogar. Feierwirklich. Diesen Rucksack kann ich. Aber ich kann ihn schon. Muss ihn das ist eine lustige Geschichte zu dem Rucksack übrigens. Sie haben mal ein Doku gemacht, über warum all die Hipster den so geil finden. Und dann haben sie die Firma gefragt. Und die Firma hat gesagt, sie verstehen auch nicht, wieso der so beliebt ist. Sie finden den auch nicht so gut. Das ist wahr. Ja. Du, und trotzdem, alle hippen Zürcher laufen an der Bahnhofstrasse rum und trinken ihren Starbucks. Nein, voll nicht. Starbucks ist total alt. Du bist ja voll alt, Dominik. Ich bin huren alt. Du bist so ich alt. Hab einmal, ich habe nicht einmal einen Snapchat. Fuck. Ich habe nicht einmal einen Snapchat. Oh mein Gott. Wenn ich aber sagen kann, die Stiefel hier, die sind recht geil. Die habe ich vor, wann habe ich gekauft? Vor 2 Jahren oder so irgendetwas. Also ich habe eher so die da, die dunkelbraunen. Die. Wow, schön. Alle wollen wissen, was du an den Füßen hast, Dominik. Jeder Einzelne. Ja, ich sage einfach, das sind bequeme Stiefel. Also ganz ehrlich. Dann haben wir... Wenn man Produkte in einem Bundle kauft, kann man das dann auch einzeln retourieren? Nein. Nein, wenn etwas in einem Bundle ist, dann musst, wenn du etwas zurückgibst, dann gibst du das Ganze zurück und nicht einfach nur das, was du willst. Sorry. Oder du kannst Kundendienst anrufen, schwierig tun, vielleicht kommst du damit durch, aber wahrscheinlich nicht. I'm sorry. Sorry, Kundendienst. Oakleys. Du kannst Oakley-Brille kaufen. Oakley macht einfach die besten Gläser, wenn es um Sonnenbrille geht. Da. Und dort hat noch irgendjemand auf dem Stream. Der Luca. Also, danke, damit ihr es wisst, wir sind nicht ganz allein, wir haben ein ganzes Team hinten dran. Wir haben unsere Engineers dort hinten, die sich nicht melden. Das heisst, es ist eigentlich alles okay. Wir haben
die Irene und Rinalda und der Luca, die uns da unterstützen und schriftliche Fragen beantworten. Wir beantworten nur mündlich und lesen ein bisschen mit, weil jetzt noch tippen und so, die können uns mit Tippen zulegen, ist ein bisschen ungeil. Ja. Ja, wir hatten nochmals wirklich eine schlaue Frage. Und erzähl. Schaut sie das rein. Wieso gibt es da Bundles, wenn man einzeln gleich teurer ist? Was gleich teuer ist? Wenn es einzeln gleich teuer ist? Die Antwort kann ich dir ganz einfach geben. Irgendjemand hat gefunden, dass das eine gescheite Idee ist und wir haben gefunden, wir machen das jetzt. Hoppla. Wenn es einzeln günstiger kommt, bitte kauf es günstiger. Ich meine, ganz ehrlich, was würde ich da sagen? Nein, kauf es teurer. Ja, bitte, unbedingt kauf es teurer. Super. Nein, wenn es günstiger kommt oder cleverer kommt oder besser für dich passt, kaufe ich etwas anderes. Niemand zwingt dich dazu, das Black Friday-Zeug zu kaufen. Sind iPhones bei euch billiger? Check mal, ob wir iPhones drin haben. Wir haben iPhones drin, ich habe es vorhin gesehen. Schaut. Wir schauen nachher. iPhone. Wenn ich es noch schreibe, zum Glück schreibe ich nicht professionell oder so irgendetwas. Ja. Ich bin da immer noch. iPhones gesehen. Ich bin irgendwie noch nicht durch mit der Bestellung. Mobiltelefone. Wir haben nur 20 Handys. Wir haben doch iPhones da. Das ist das iPhone. Sind sie billiger? Ja, sie sind billiger. Sind sie viel billiger? Nein, sind sie nicht. Nein. Aber sie sind billiger. Und sie sind iPhones. Also wenn ein billiges iPhone willst, ich hoffe, deine Frage hat das beantwortet. Jawohl. Und wir haben da sage und schreibe zero iPhones verkauft bis jetzt. Ich mache das noch sehr so. Mach das noch ein bisschen grösser da. Also irgendjemand war gescheit genug und hat den P30 Pro gekauft. Hey, mega geil! Und 11 Leute sind nicht... P30 Pro! Ja, das ist ein gutes Phone. Ja. Hey, nein, schau mal, da hat jemand tatsächlich nochmal eins gekauft. Die Counter gehen ja immer wieder auf. Ist das aufgefallen? Nein. Vorher war es 89, jetzt ist 100. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Und da sind 12 Leute doof genug, sie zum Light-Version kaufen. Aber, look, nein, wirklich. Ja. Ja, nein. Look, sorry, Leute, wirklich, es bringt... Wenn ihr das P30 Pro habt, dann kauft das P30 Pro. Das Phone ist gut wegen der Kamera. Nein. Das Phone ist gut wegen der Kamera. Und jetzt kauft das gute Kamerafone ohne die gute Kamera, in der Hoffnung, dass ihr eine gute Kamera habt. Wir müssen da wirklich kritisch mit euch... Also ganz ehrlich. Wirklich, wenn da noch 300 von dem, wenn noch 300 vom Light übrig sind, ist okay. Wenn da 0 übrig sind, ist auch gut. Sind wir zufrieden. Okay, wir sind bei Galaxus. Da kannst du Klask kaufen. Das ist, wer oder was ist ein Klask? Game Factory. Das ist Klask, das ist vier. Das ist die vierte Version. Klask ist so erfolgreich gewesen, dass es das vierte Sequel ist. Aber schau, egal was das ist, schau links. Es hat ein Dart Automat. Ein elektrisch, das ist geil. Das ist geil. Dann musst du deine Kleinkind kaufen. Bitte nicht! Oder noch besser, du kaufst es für Kleinkinder, für irgendwie von deinem Schwager oder so. Und nicht gern genau. Und du kaufst es für Kinder, die du die Eltern hasst. Ja. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Das haben wir nicht gesagt, das haben wir offiziell nie gesagt. Nein, wir sind ja brav. Wir Wein! Schau, du kannst da verschenken und den Eltern einen Wein schenken für maximales Desaster. Bäh. Schau, der Gorova! Wir haben den Gorova einmal getestet, der Simon und ich, respektive der Simon. Er war am Schluss sehr betrunken und ich in der Kamera sehr amüsiert. Der Gorova, ja. Schaut, da ist so ein Pizzaofen. Ah, das ist ein Tischgrill. Ja, ein Pizzaofen. Ja, da sieht aus wie ein Pizzaofen. Ja, sieht aus, wie wenn der Tesla Cybertruck ein Kind gemacht hätte mit einem Pizzaofen. Es war eine sehr romantische Nacht. Dann haben wir, da? Ein Zykluscomputer 2.0. Warte, geh mal schnell drauf. Du willst jetzt wissen, was ein Zykluscomputer ist. Ich will das wissen, ja. Der Daisy 2.0 zur Verhütung und auch beim Kinderwunsch. Daisy ermöglicht allen Frauen mit dem Wunsch nach einem gesundheitsbewussten Lebensstil die Beobachtung ihres individuellen Monatszyklus. Ihr gemeint, das ist genormt. Ich finde das geile Marketing. Kann man nicht einfach. Kannst du mal ein bisschen da. Ja, außer wie du es mit so willst, nein, eben nicht. Aber du, ich bin da zu fest umeinander. Wann kommen die nächsten Artikel? Welche meinst du, Artikel, unser Text, die kommen laufend? Oder meinst du die oder Produkte? Wahrscheinlich meinst du Produkte. Da, was ist Sprache? Entschuldigung, ich bin nur aufmerksam gewesen. Ja, ich habe es gemerkt. Wann kommen die nächsten Artikel? Sobald sie ausverkauft sind. Also ist, wenn irgendetwas weg ist... Nachgestockt. Genau, wird einfach nachgeguckt. Und es gibt irgendeine Reihenfolge, aber die kennen wir auch nicht. Oha, schau jetzt da. Es eskaliert. Dort haben wir eine kritische Frage von Xeno. Wer hat die Aktionen geleakt? Der Leaker. Der Leaker, ja. Der Sauchhagen. Ja. Problem gelöst? Er ist Genie im Marketing-Team. Ey! Ja. Vielleicht. Der Tölpel. Der Tölpel hat das gesagt. Der Tölpel. Vielleicht hat der Tölpel recht. Der Tölpel hat alles. Ja, who knows. Die Experten sind sich uneinig. Gut, dann haben wir.
Was haben wir denn noch? Haben wir noch mehr Fragen? Gibt es im Verlauf des Tages noch neue Angebote? Ja, eben, wenn etwas ausverkauft ist, schwupp, kommt irgendetwas. Genau. Nach. Du kannst zum Beispiel, wenn jetzt du mehr Zykluscomputer kaufst für dich, dann, wenn jetzt du kaufst jetzt 100 Zykluscomputer. 300 Stutz für das Ding? Ja, neu kostet 420. Ja, aber gib sorry, nein, warte, ich muss jetzt. Nein. Kannst du nicht einfach Sex haben und dann das passieren lassen? Musst du so ein Ding haben? Nein, wenn ich mich viel mehr frage, Steffi, fällt dir ja nicht auf, wenn du deine Tage hast oder brauchst du so ein Ding dafür? Das geht eben nicht um Periode, Dominik. Das geht so. Eben genau nicht um Periode. So, okay. Ach, dass du das mal gesagt hast. Sehr gut. Oh, aber es ist ein bezauberndes Objekt. Ich finde das gut und ich finde, es muss in jedem Wohnzimmer betreut davon. Und ich finde es im Fall schlimm. Daisy schreibt man im Fall nicht so. Oh, die schon. Die schon. Aber nein, weil es ist ein Wortspiel mit Tag, weißt du? Nein, ich finde es nicht lustig. Welchen Tag am furchtbarsten bist du? Ich kann im Fall nicht bestellen, weil ich mein Passwort umgehe. Dyson Supersonic. Da, irgendeine so eine Höllenmaschine. Haben ja gewisse James Dyson, der Erfinder vor all dem Zeug, ist so das Nächste, was wir haben an einem verrückten Wissenschaftler. Ist cool. Ich meine, er macht so etwas. Was ist das überhaupt? Steffi, weißt du das? Das ist ein Föhn. Das ist ein Föhn. Ja, was weiß ich, was ein Föhn ist? Ich brauche doch keinen Föhn. Ja, das sieht man. Ich weiß. Okay. Also, der ist der Föhn, he? Sagt der, man. Der Föhn. Der Föhn. Aber ich meine, 390 Stutz haben wir jetzt offenbar. Aber ich finde ihn ehrlich gesagt immer noch ein bisschen zu teuer. Es ist immer noch ein Föhn. Es ist zwar der Föhn und ich kenne Leute, die darauf schwören. Aber nein, ich kenne sogar jemanden, ich glaube, die schafft bei uns jetzt sogar extra noch mal in einer neuen Farbe gekauft, obwohl sie ihn schon gehabt hat. Ich glaube, die Person verdient ein bisschen viel Geld. es ist nur der in Grau ist Aktion. Ah, schau jetzt. Der Pinkig. Oha. Mein Gott. Aber der Pinkig ist das scheiße. Der Pinkig ist total scheiße. Der ist also, aber, der ist so ein Durchschnitt. Ja, also, der finde ich schon am schönsten. Weil ich meine, Pink, das streitet sich ja dann. Mit Pink ist so eine schwierige Farbe. Schau jetzt mal, Werkzeugkasten. Schau, Steffi, Werkzeugkasten. Oh, Bio-Baking-Kit. Warte schon, wir haben hier noch mehr Fragen. Ja. Digitec ist am Abschmieren. Nein, bitte nicht. Digitec ist am Abschmieren, sag doch da nicht. Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Unsere Jungs sind super. Da gut am Arbeiten. Also, hoffentlich ein paar Frauen. Der Filter ist es. Nein. Eben nicht. Du bist nicht. Die einzige Frau heute. Heute bin ich die einzige Frau. Drum aus dem Leben. Also es ist so, der Evacon, das einzige, das ich wollte, ist schon ausverkauft. Oh, das tut uns leid. Was hast du denn wollen? Was haben wir denn da? Ah, ein Monitor im Angebot sehen. Monitor? Haben wir nur einen Monitor im Angebot gehabt? Also nein. Wie kann man den Photoshop nur ein Layer ändern? Nur ein Layer ändern. Du musst zuerst Layer isolieren. Also du gehst auf die Ebene an und dann kannst du machen, damit du willst. Das ist wie wenn du so Bilder übereinander gelegt hättest. Der Jan Heiderreich sagt, du mal ein Produkt in den Warenkorb. Der Warenkorb geht, nimm du mal eins rein. Dann müssen wir anmelden. Mach du mal auf dem Handy. Ah Mann, ich habe eben nicht mein Passwort vergessen. Das muss ich schnell schauen. Warte, ich schaue schnell auf meinem Handy. Also übrigens, Entschuldigung. Peter ist Pro, gell? Fantastisches Phone. Just saying. Und das Otterbox. Nicht so cool, aber doch irgendwie schon noch geil. Das ist einfach, wenn du Sachen oder verursachst, wenn du keine Otterbox hast. So, warte, ich tue jetzt mal irgendetwas in den Dings rein. Ein Ladefehler gibt. Warte, ich suche mal schnell etwas. Ich suche, was suche ich? Hey, das ist Pro oder so. Voilà. Ja, die Suche ist definitiv ein bisschen langsam. Das sieht. Einzelprodukt, ja. Okay, suchen müsst ihr nicht mehr. Suche ist down für den Moment. In den Warenkorb. Wenn wir mal einen von uns nicht. Wenn wir mal hinten gehst du mal hinten fragen? Ich gehe mal hinten fragen. Dann mache ich doch mal ein bisschen weiter. So, Steffi geht mal schnell fragen. Ich mache jetzt noch weiter. Ich lese es so. Alex meint, Produkt waren alle im Warenkorb. Twins sagte, ist bezahlt. Digitec hat dann aber abgebrochen und Warenkorb ist wieder leer. Wenn das passiert, schau schnell die Mail-Eingang. Wenn nicht die Bestellbestätigung drin ist, dann ist die Bestellung durch. Glaube ich. Und sonst, wenn es nicht funktioniert, melde dich morgen beim Kundendienst. Die sind morgen in erhöhter Alarmbereitschaft. Die sind genau für das da. Nächste Frage. Jetzt gerade Digitec gar nicht mehr vorher ist, wenn du noch gegangen vom VAQ. Lass jetzt, Kollege. Komma sind ein Ding. Benutze es rechtschreibig, auch wenn Schweizerdeutsch keine offizielle hat. Das ist auch etwas, das kannst du benutzen. Ich verstand mich nicht, was du. Wird der Fujifilm Share SP2 auch abgeschrieben? Fragt Julia. Ich habe keine Ahnung. Gut. Bei mir gibt es jetzt Meldung, Black Friday hat zugeschlagen, sagt Chris Schaffel. Chris Schaffel, das ist schön, wenn es wieder das sagt. Wenn ich weiss nämlich nicht, was die Meldung bedeutet.
Gut, dann, was haben wir noch im Angebot? Mehr Fragen? Ich muss, ich muss nicht nur zum Black Friday fragen. Wir beantworten da Fragen zur aktuellen geopolitischen Situation auf dem Mars. Und Hamster, Otter, ihr ganz viele Details zu Otter? Also die Jungs sind dran. Das ist alles, was ich mir können sagen. Sie waren sehr angespannt gewesen. Also sie sind wirklich alle ganz fest am Arbeiten. Und wir gekommen sind vorher, sie sind eben alle schon da gewesen. Wir sind schon recht früh gekommen und sie sind aber wirklich bis auf einen alle schon auch sehr früh da gewesen. Arbeiten heftig für euch. Sind sie wirbel. Und sind auch noch recht cool gewesen und jetzt sind alle so Kopfhörer fest am Arbeiten. Also wir hoffen, dass das bald behoben wird. Dann schauen wir mal schnell, wie wir reingekommen sind. Check-up anscheinend am Arsch. Wie geht? Wahrscheinlich geht es euch dann. Ah, geht's, genau. Ja, 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 okay, soweit. Danke, danke der Nachfrage. Danke. Gut, und du? Und dir? Ja, und wie geht es dir? Ja. Und du, wie hast du? Ja. Kann man anfragen. Ich hole mit... Motorgetriebener Server läuft leider nicht mehr. Ja, also das ist, eben, das ist im Fall nur so, weil... und das ist ein bisschen peinlich uns zum Zugehen, aber die Hamster, die den Server antreiben, werden manchmal ein bisschen müde. Und jetzt müssen wir wieder Katze reinlassen, damit die Hamster wieder aufgescheucht werden. Oh. Also wir spinnen bald mehr Server auf wieder. Wie lange arbeiten wir schon bei Digitec? Ich etwas mehr als 4 Jahre. Und ich knapp 4 Jahre. 3? Ja, ich bin halb so weniger. Wenn du mehr als 4 Jahre hast, habe ich knapp weniger als 4 Jahre. Nein, 3 Jahre. Also ich weiß, wie lange ich hier arbeite im Fall. September 2016, oder? Länger. Es sind wirklich fast 4 Jahre okay. Bei mir. What? Glaube ich nicht. Wohl, ich glaube, glaub du mir, ich habe meinen eigenen Lebenslauf habe ich recht gut im Griff. Ich weiß zwar nicht mehr, wann ich zu Mittag esse, aber meinen Lebenslauf kann ich noch. Bitte stellt alle auf Versand, sonst wird der Hauptsitz gestürmt worden. Also es ist so, wenn ihr morgen in den Shop kommt, allenfalls haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Eventuell, je nachdem, gibt es wieder Raclette oder so etwas. Vielleicht, nicht. Ich auch nicht. Aber das Gerücht ist mal umgegangen. Wir können nichts versprechen. Also ich weiß, wenn ich euch wäre, würde ich es nicht abholen. Nein, weil das ist doch viel gemütlicher, wenn es daheim empfangen könnte. Würde ich mich sicher nicht da unten bewegen. Warte schon, läuft wirklich gerade einiges nicht. Also ich würde sagen... Aha. Jawohl. Zeithorizont, wir wissen es noch nicht, wenn die Features wieder kommen. Die kommen dann aber irgendwann wieder. Hey, ich feiere den Chris Shuffle. Hocke hier vor dem PC, auf meinem zweiten Monitor läuft der Stream und auf meinem Hauptbildschirm zocke ich gerade World of Warships. Ja, yeah, Mann. Nice. Chris, du weißt, wie man es macht. Du weißt, wie man Black Friday richtig macht, im Fall. Dene, was haben wir noch mal Angebot für Fragen? Ich habe noch keine Bestellbestellung bekommen. Hey. Den. Sie sind dran, sorry, mehr können wir ja nicht sagen. Danny Crane Reloaded fragt, was geht in der Schweiz? Im Moment nichts, das ist zumindest in der Nacht. Was haben wir denn da? Was ist das? Oh, heizen. Was ist der Zusammenhang zwischen Black Friday und Nachhaltigkeit? Rein gar nichts. Gar keiner, zero. Nichts. Morgen ist eine Demo. Jawohl, morgen gibt es eine Klimademo. Einmal Mensch. Jawohl. Es ist so, ich könnt jetzt euren Kabis bestellen und morgen erwarten wir euch... Könnt ihr demonstrieren? Warte, ich schaue jetzt ganz schnell nach. Klimademo.ch, kann man nachschauen. Oder so. Nein, warte, ist im, wo ist es? Climate Strike. Ja, warte, ich habe es dir geschickt. Genau, genau, 29. November. Also, es ist so, wenn du trotzdem deiner Konsumgeilheit frönen und dann nachher würdest du trotzdem so tun, als ob du etwas Zeichen setzen würdest. Etwas für dein Gewissen, oder? Genau, du verkaufst jetzt Zeug, wo du nicht Handy brauchst. Ist ja nicht ab, wo du brauchst es nicht, du hast es überlegt, du möchtest es einfach. Und dann nachher kaufst du das und dann findest du irgendwie plagt das ein schlechtes Gewissen. Mann. Du kannst in St. Gallen am 10:30 am Vadian-Denkmal sein, in Lugano am 10:40 im Liceo Lugano, in Rapiona am 11:30 am Fischmachplatz, Bern 12 am Helvetiaplatz, in Biel 12 am Zentralplatz, in Luzern auch 12 am Rosengartenplatz, in Basel am 1 am Theaterplatz, in Olten, mein Gott, Olten, am 20 am Weisen die Bifangmatte, in Lausanne. Am 13:30 im Place Chauderon Black Friday Festival. Oh, die haben noch Festivals los, einfach geil. Da gibt es sicher Bier. Cool. Bellinzona, 14:30 Piazzale Stazione, Fribourg, Rue de Romont, 15:30 Zug, 16:00 Postplatz, Zürich, 16:00 Bürkliplatz, Vinti, 17:30 Steinberggasse, Genf am 7. Jardin Anglais. Neuchâtel hat einen Uhr geschissen am Laufen. Und Aarau hat am 5:45 an der Igelweide.
Und da ist aber ist nur ein Klima zum Mittag und kein Streich, da gibt es nichts zu essen. Also, Nachhaltigkeit? Nein. Sind wir ehrlich. Es geht beim Black Friday nicht um Nachhaltigkeit, sondern geht es darum, dass du möglichst viel Geld sparst, wenn du irgendwelches Zeug kaufst. Ja, das ist, es kommt eigentlich, Black Friday kommt aus Amerika. Also in den 50er Jahren hat es angefangen, nach Thanksgiving. Und das hat so ein bisschen das Weihnachts-Shopping eingeläutet. Ja, aber das spielt bei uns am 2. August. Wenn der 1. August bei uns durch ist, ist Weihnachtsdeko in der Migros. Und jetzt müsst ihr zuhören, wer hat in der Schweiz Black Friday reingebracht? Hey, der Manor. Der Manor ist mit allem sonst... Der lahmarschigste Shop aller Zeiten. Sorry, Manor, aber dort haben sie wirklich... Sind, glaub 2005 ist das... Nein, doch. Nein, 2015. 15. Sicher? Ganz sicher. Okay, easy. Irgendwo hat es ein 5 Ding, ich habe es gewusst. Aber jeden Fall, Manor sind die Ersten in der Schweiz. Und dann haben alle ein nachgezogen. Warte mal, Loity meint, ich würde gerne für die Digitec Marketing Abteilung eine neue Rezension schreiben. Die Server laufen am Black Friday so gut wie die SBB anfangs Winter. Nice! Erstens, erstens, ja. Unsere Server laufen hervorragend wie die SBB in Efretiken, wenn es erst Schnee kommt. Zweitens, Marketing Abteilung schreibt Leute, macht Redaktion so Rezensionen. Also musst du auf die Redaktion kommen. Drittens, wenn du Bock hast, kommst du vorbei, es gibt Kaffee. Er ist nicht besonders gut, aber er ist gratis. Doch, wir haben jetzt wieder eine neue Kaffeemaschine, aber nur für einen Monat, also musst du in diesem Monat... Ja, muss passieren, die haben wir heute in Betrieb genommen. Dort ist Kaffee, glaube ich, okay draus. Was, Black Friday kommt ursprünglich aus Irland? Nein, er kommt von Black Thursday, das ist die Weltwirtschaftskrise. Außer natürlich, du weißt es besser. In which case verlangen wir Quellen und dann behaupten wir das Gegenteil. Also ich kann nur den Bloody Sunday. Okay, Irland, wir sind politisch, glaube ich. Irland ist das einzige Land auf der Welt, wo größere Unruhe haben und sie nennen es politisch The Troubles. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieso. Jetzt habe ich Bloody Sunday gesagt, jetzt habe ich es nochmal gesagt, jetzt bin ich irgendwo auf einer Liste. Jawohl. Es ist nicht okay. Könnt ihr mehr so einfache QA-Streams machen oder so? Ja, wenn ihr Lust habt, logisch. Ja. Aber, also ganz ehrlich, stell ich ein bisschen mehr Fragen. Ja, wenn ihr das wollt, auf jeden Fall. Jawohl. Halloween ist aus Irland. Meint Walter White. Ich habe mir gemeint, es ist nicht Schottland. Ich weiß nicht, ich kann sein. Ich weiß, es ist nicht ursprünglich. Es ist nicht ursprünglich amerikanisch. Das ist irgendwas Heidnisches. Ja. Komm, das checken wir. Ja, schaust du mal, ich kann mal mehr fragen. Der einfache Löscher, bitte motivieren die Leute, ein damit sie schneller kaufen. Die Ware, die ich brauche, ist noch nicht aufgeschaltet. Mach es selber oder kauf mehr Quatsch. Weißt du, wenn du jetzt etwas hast, wo du denkst, hallo, hey, wir haben beide recht, das ist Irland und Schottland. Der okay. Töpel, die Raspberry Pi 4 Aktion kauft die Digitec gleich selbst für die Serverfarm. Ich kann leider keinen gratis Kaffee genießen, bin noch minderjährig, aber vielleicht wird er zugeschickt. Kaffee verschicken? Hä? Aber du kannst Mail doch, oder Kaffee? Wieso kannst du, wenn du minderjährig bist, nicht vorbeikommen? Hast du Angst vor uns? Also die Steffi beißt. Ich nur selten. Okay, wir haben es schon. Pots scheinen sehr am Limit zu sein. Checkout quasi unmöglich. Schau jetzt, der ist geil. Weißt du? Der Tölpel wieder. Die Raspberry Pi Voraktion kauft die Digitec gleich selbst für die Serverfarm. Nein, das wäre ein signifikantes Upgrade. Das können wir uns nicht leisten. Unsere Server werden von Hamster betrieben. Wir haben jetzt Katze im Server rum entlassen. Damit die Hamster nicht aufgeschicht werden. Ich liebe euch, so das gut. So gut. Okay, was ist denn im Angebot? Ich würde gerne kaufen, aber wenn die Server down sind, wird es schwierig. Ja, verstanden? Da hast du völlig recht, absolut. Das stimmt. Hast du deine Handynummern als Benutzernamen dort? Nein, hoffentlich nicht. Was? Der Jano 97797 hat jetzt gemeint, dass er so, ich fange mit 079 an. Nein. 079 hat er gesagt. Das hat der Jano 97er Jahrgang. Schon? Ja. Wahrscheinlich. Yes, Tori und Steffi Streams. Was ist das Dümmste, was ihr je gekauft habt, nur weil es im Angebot ist? Also ich habe so Zeug gekauft, weil nicht im Angebot dumm war, ehrlich gesagt. Du solltest mich mal betrunken mit einer Kreditkarte und einer Online-Shopping-Seite erleben. Ich muss mir gerade überlegen, was ist das Blödste, was ich je gekauft habe, weil es Aktion war? Das Problem, was ihr eben wissen müsst, ist, ich kaufe noch viele lustige Sachen, aber das Dümmste in Aktion. Ich kann das zeigen, ich weiss jetzt wieder, wie es heisst. Mal, ich weiss es. Ich weiss es. Ich habe ein Schäufeli und Päseli für uns gekauft. Und es ist so richtig scheiße.
Es ist so richtig blöd. Und ich habe den Zeitpunkt verpasst, um es zurückzugeben. Und habe jetzt ein scheissiges, richtig schlechtes Schäufer im Päseli bei mir. Und das einzige Gute daran ist, dass es hübsch aussieht. Willst du wissen, wenn ich gekauft habe? Es ist nicht funktional, es sieht nur hübsch aus. So doof, wirklich. Nein, mache ich nie mehr. Und du? Ich muss ein Bild zeigen. Du musst ein Bild, muss Bild zeigen. Ist es jugendfrei? Ja, ja. Gut. Was haben wir da? Das hier habe ich gekauft. Aber nein, hast du es sicher nicht. Wohl. Du hast das. Ja, also ich habe es wirklich? Gehabt. Wieso hast du es nicht mehr? Das da habe ich gekauft. Es ist grossartig. Oh mein Gott. Ja, es ist so. Ist das ein Penis-Schwan? Nein, das heißt The Ridiculous. Der offizielle Name ist The Ridiculous Swan Thing. Aber doch, das habe ich schon mal gehört. Ist das nicht? Das ist doch umgegangen. Ja. Das habe ich schon mal gehört. Ja, ja, ja. Ich bin nach dem Ausgang heimgekommen und dann habe ich das irgendwie auf Twitter gesehen oder so. Und dann habe ich es lustig gefunden. Ich brauche das. Und dann habe ich es verschenkt. Du hast bessere useless Ding gekauft wie ich. Oh, ja, Beer Making Kit. Oh, das sollte ich nicht haben, Steffi. Das darf ich nicht haben, so etwas. Cool. Oh, TomTom hat auch Aktionen. TomTom Go 25. Für alle, die alte Kerne haben, easy peasy. Ja. Vorauszahlung. Hey, yes. L3N4, so ist es. Vorauszahlung ist... L3N4 ist Lied für Lena. Ja. Lena, du bist super. Twin facht ab und löscht eben ja voll. Da ist die richtige Antwort. Darf ich mir nicht mehr dazu geben? Grüß und Küss gehen raus. Oh. Anthony. Wir lieben dich auch. Wir würden auch den Kaffee direkt annehmen. Filterfunktion sowieso nicht. Du hättest einfach nicht zu uns kommen. Du einfach, zu? Ja, komm doch einfach. Ganz ehrlich, wenn ihr Lust habt, kommen wir vorbei, gib einen Kaffee. Eben, wie gesagt, nicht besonders gut, dafür gratis. Vielleicht. Oh, schau mal, der leuchtet. Schau, Frau. Das ist cool. Aber schau jetzt schnell, wir haben eine richtige, wichtige Frage. Wie soll ich viele Artikel bestellen, wenn die Artikelzahl pro User limitiert ist? Mach mehrere Bestellungen und probiere es mal so. Genau. Und denen ganz wichtig ist, wenn es nicht funktioniert, mach Tagsicht. Gut. Welche Zahlungsmethode haben wir auch schon beantwortet? Vorauszahlung. Oh, Bügelisen. Steffi, du hast Bügelisen auf. Zum Glück, niemand wird den Bügel lesen. Das verstehe ich völlig. Ja. Niemand hat den Bügel lesen. Hat jemand schon Dyson gehabt? Ja, jemand hat den Dyson gehabt. Ich finde eben Dyson-Staubsauger ziemlich cool. Ich habe einen Dyson-Staubsauger. Ich auch. Ich benutze ihn einfach nie. Ich schon. Ich habe nicht gerne staubig. Ja, irgendwie ein besiebtiger Staubsauger. Da kannst du die grösste Himbeere aller Zeiten im kleinsten Mixer aller Zeiten machen. Ja, gut. Wow! Das ist mal wieder... Super Photoshop. Top gemacht. Wow. Also oh ganz mein ehrlich. Gott. Das kommt im Fall nicht aus entweder, unserem entweder, Team. Entweder sind das so grosse Himbeere oder der Mixer ist etwa so gross. Ich könnte es euch aussuchen. Gut, dann haben wir sonst schon mal da, der Chris Schaffel sagt es richtig. Dyson-Fuchs sind allgemein der Hammer. Absolut richtig. Ist so. Leider manchmal ein bisschen teuer, aber sie sind geil. Da kannst du Bratpfanne kaufen. Und normale Eigentlich bräuchte ich Bratpfanne, aber man kann im Moment nicht bestellen. Ich kann nicht, weil ich kann vor allem nicht bestellen, weil ich mein Login vergessen habe. Du kannst ein Gagloch kaufen, All-in-One, Fondue, bla. Hast du mich Nein, jetzt geht gar nicht mehr. Schau, jetzt ist noch spannend. Es ist alles futsch. Jetzt ist alles futsch. Kannst du mal hinterher schauen, wie viel futsch ist? Nein, sie kommen mit den Show, glaube ich. Jetzt ist wieder etwas Besseres. Schau jetzt! Jetzt bin ich eingeloggt. Es ist nicht an mir gelegen, es ist an Seite. Du könntest auch Pfeffer. Alles nochmal. Nein, es ist mein Warenkorb ist leer. Leute, ich spüre euch so richtig. Ich habe genau das gleiche Problem. Jetzt sind meine Jabra-Kopfhörer wahrscheinlich einfach weg. Wieher haben wir die alle Was ist der interessanteste Kanton eurer Meinung nach? Was der interessanteste? Nidwalden. Das hast du jetzt einfach so gesagt. Nein, weil schau, du hörst nie etwas vom Nidwalden. Außer Verkehrsunfällen. Dort muss unheimlich spannendes Zeug passieren, wenn ein kompletter Informationsblackout herrscht. Nein, voll nicht. Der spannendste Kanton? Das Thurgau. Also das sicher nicht! Nein! Ganz sicher nicht ist das Thurgau, hört auf! Nein! Schau jetzt Thurgau! Hey Luca, hör auf! Das ist der Luca! Der Luca übrigens ist Thurgauer! Das ist der Luca! Pfui Luca! Thurgau, sicher nicht!
Leute meint, ich habe Angst, Büro sieht so eintönig aus. Ja, der Grund ist, da hinten ist noch niemand. Wir haben jetzt gerade neue Bürosachen da, also wir haben neue Büros bezogen und wir haben uns jetzt hier eingenistet, weil da immer ein bisschen Platz und ein bisschen Licht und ein bisschen Zeug. Weil normalerweise ist ja das ganze Streaming-Equipment ist bei uns im Studio. Aber heute haben wir gefunden, wir möchten so nahe wie möglich an unseren Engineers dran sein, die hart von euch arbeiten, dass das alles wieder funktioniert. Ja. Und sind jetzt im Moment auf dem gleichen Stock wie sie. Wir haben einfach nicht nahe an ihnen können dran sein, falls sie geheime Sachen kommuniziert. Genau. Ja. Minus so Cashback, ab wie viel Cashback? Ab wie viel Cashback? Genug. Mhm. Antwort. Sieht doch okay aus, um Kaffee zu trinken. Wie Starbucks einfach ohne. Peinlich, dass ein Digitec-Mitarbeiter nicht weiß, wie man das Passwort zurücksetzt. Junge Mann, ich weiß, wie das geht. Das Problem war einfach, dass das nicht funktioniert hat. Und sonst kann man Jan Meyer sagen, Bro, es ist morgen um 20 vor 1. Und du unterstellst uns, dass wir nicht Experten für jedes hinterletzte Feature auf unserer eigenen Webseite sind, wo wir nicht programmiert haben. Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ganz ehrlich, überleg dir mal, was du rauslässt. Ich meine, ja, du bist im Internet und du schadest wahrscheinlich dein Hirn, aber ganz ehrlich, Kollege. So, was haben wir sonst noch gemacht? Wann laufen die Server wieder? Philipp, wir wissen es auch nicht. So schnell wie möglich. Wenn Kaffeebohnen wieder gefiltert werden. Ja, du musst jetzt einfach selber, dann nimmst du Kaffeebohnen, machst du sowieso und dann hast du das. Wunderbar. Bitte kein Spam, meint Loity. Ja, dann gang raus. Ja, echt im Fall. Oh nein, er sagt zum Philipp, merci. Und der Evacon meint mehr PCs. Ja, easy, du ein bisschen kommentieren. Easy, gut. Die Lena meint. Sachen. Sachen. Was heisst hart schaffen? Es sind doch nur ein paar Tastatureingaben für ein paar Server mehr, meint der grosse Fan. Das ist immer noch. Das ist eine starke Vereinfachung für unsere Engineers machen. Aber wirklich starke Vereinfachung. Das ist genau das gleiche, wenn du einen Astronauten sagst, er fliegt ein bisschen. Ja. So aufwärts. Man kann also, ja nicht so schwer sein, wenn wir uns treffen, oder? Der ist immer im Himmel oben. Die Leute da vorne, das sind wirklich geile Sachen. Jawohl, und wir verteidigen es, wenn es sein muss, bis aufs Blut. Komm da an, trink einen Kaffee und dann gehen wir uns raus auf den Tisch. Nein, ich habe nicht gesagt. Das ist wirklich nicht gesagt. Der Marc Solo, komme nicht in die Kasse, immer weniger und weniger. Ausrufezeichen, 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 eins. Es ist ja so. Marc, laut Terry Pratchett ist alles, was mehr wie drei Ausrufezeichen benutzt, ein sicheres Anzeichen für Wahnsinn. Ja. Und nur ganz kurz, Twint braucht nicht Twint. Macht Vorauskasse. Twint funktioniert jetzt einfach nicht. Auch du, Tobias AT, ganz ehrlich, mach Vorauskasse. Der Deal ist gemacht und der ist rechtsgültig. Du kannst nachher deine Zahlungsmethode morgen, wenn sich alles wieder beruhigt hat, immer noch ein bisschen ändern. Tut mir leid, aber die Engineers sind gut, aber das Budget zu wenig. Es ist so, wir haben einfach mal nachgefragt, ganz kurz, was war. Wir können praktisch nicht mehr Maschinen aufspinnen. Also es ist, wir haben massiv mehr Ressourcen dran geschmissen. Aber es ist, Black Friday ist einfach so, wir werden einfach gehämmert. Es ist 12, macht, also wenn du unsere Statistik anschaust, 12 macht einfach, hat einfach einen riesen Spike drin. Da wird der ganze Tag nicht mehr so hoch wie auf die Nacht um 12. Darum sind auch wir jetzt da. Also es ist wie so. Ja? Minus Cash. Ich schaue mal, was mir da auf Galaxis so gelaufen ist. Das ist ein Tisch. Schau mal, das Geschirr will niemand. Ah. Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Ja. Was wer will das? Guck mal, es ist grau und langweilig. Es ist so gesprenkelt. Es ist schrecklich. Jawohl. Nein, ich komme es deprimiert. Komm, wir schauen die Mitte. Das ist ein bisschen spannend. Jetzt zum Beispiel, schau. Ein Rucksack. Das ist aber nicht schön. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, gehst du noch mal schnell mit mir rauf, bitte? Ja. Noch mal einen? Da, siehst du. Und jetzt hat vorhin einer gesagt, Digitec-Redaktion sieht genau wie ein Starbucks, nur mit schlechterem Kaffee und weniger Apple-Produkten auf dem Tisch. Haha. Ha. Und ich weiss auch nicht, ganz ehrlich, was habt ihr alle mit Apple-Produkten? Ich meine, es ist, ja, früher haben sie immer gut funktioniert, sie haben ewig gehabt und so, aber ey, die Zeiten sind vorbei, das stimmt doch gar nicht mehr. Das stimmt wirklich nicht mehr. Ja, da erstens und zweitens. Dominik hat sein Laptop, Entschuldigung, dass ich unterbrochen. Ja, du darfst. Weißt du, dein Laptop hat jetzt nicht einmal, wie viele Monate hat es gehabt, was er in Service bringen musste? Etwa 4 und dann noch etwa 4 Monate oder so. So scheiße. Nach etwa 4 Monaten hat sich da unten der Bildschirm so gelöst. Da, und dann konnte ich so draufdrücken und dann hat es einfach einen schwarzen Streifen gegeben. Das ist doch übel.
Das ist auch, ich habe es auch nicht so optimal gefunden, aber die haben es dann relativ gratis gefixt im Apple Store. Also von einem grässlichen Ort. Die müssen einen Starbucks holen, damit ich mich so tarnen können, dass ich einer von denen bin, dort in dem Store. Inne. Du hast einen Starbucks geholt? Ja, es hat gerade einen Starbucks. Nein, es hat einen Apple Store. Du hast den Laden geholt in Apple Store rein? Ja, ich bin einfach reingegangen. Du bist der Hulk. Genau. Ich bin in den Starbucks reingegangen, habe einfach alle Baristas genommen und denen die den Apple-Leute angeworfen. Wie man das so macht. Den nehmen wir noch. Gerade zahlt und dann kommt bevor Error 502, ja, mit Tobias Giger, mit Fehlern musst du rechnen. Wie viel Provision wird euch von den geplanten 14 Millionen Umsatz an euch ausgezahlt? Peter 4, leider nichts. Provision! So wie Künstler! Ey, wir haben es. Ich will auch Provision. Provision! Ich will auch einen Bonus. Ich will Provision, Bonus. Ich will alles! Ich meine ganz ehrlich, es ist was haben wir, jetzt ist 20 vor 1 in der Nacht. Ich meine ganz ehrlich, ich hätte gerne Provisionen, Bonus und irgendwie etwas Cola-artiges. Scheiße, warte, ich komme mich schnell holen. Provision. Ich brauche ein Gocki. Ja, hast du irgendwas? Ja, ich habe eins, aber ich weiß nicht. Ja, du bist so gemein. Dann, was haben wir noch? Baristas. Wir haben Emoji-Token, wir brauchen keine Baristas, wir haben Simon für so etwas. Er ist lüter und unanständiger wie jeder Barista, aber unterhaltsam. Ich mache Produktplatzierung. Dominik, ich habe mein Mate 20 Pro seit deinem Artikel, dass es verkratzt ist und es ist immer noch ohne Kratzer. Gehen deine Geräte, alles nicht gut. Matthias, nein, gehen sie nicht. Also mein P30 Pro hebt jetzt dort, hebt seit einem halben Jahr wirklich gut. Und ich bin jetzt nicht nett zu ihm. Gibt es eine dritte Flasche? Haha, sie hockt da. Nein. Witz. Ja, ich wünsche, es gibt eine dritte Flasche. Dann würde ich mich der klauen. Philipp ist wieder dran. Philipp! Hey Philipp, Philipp, brauchst du ein Hobby? Es ist 20 vor 1 in der Nacht, natürlich hat er kein Hobby, wenn er um die Uhrzeit noch wach ist. Wir sind ja komplett hobbylos da. Schreibt der Namen richtig, dann ist er kein richtiger Barista. Der Simon schreibt den Namen gar nicht, er schreit einfach. Also der Dominik hat keine und ich habe jetzt eine Butterbox. Das ist eine Folie, nicht? Ich habe eine Folie, ja. Das ist ein D-Brand-Skin, den ich drauf geschmissen habe, weil ich gefunden habe, so ein bisschen matt-schwarz sieht ein bisschen cool aus. Und es kostet irgendwie 10 Stutz. Und es rutscht nachher nicht mehr so fest. Dominik, was will der? Jetzt, Leute will eine Sommerlehrstelle als Kaffeemacher EFZ mit mindestens 500 Franken pro Monat ohne Lieferung am Arbeitsplatz. VAQ, ja, komm vorbei. Ja, einmal lange. Peter 4, lass jetzt. Das gilt auch für deinen Kollegen, ehrlich. Mhm. Viel Spaß beim Wachbleiben. Angie, wir haben viel Spaß beim Wachbleiben. Chris, es gibt D-Brand Skins für den Tesla Cybertruck. Ich weiß, gib mir einen Tesla Cybertruck und ich mache dir einen Skin drauf. Ja, die Bestellung ist ersichtlich. Easy, deine Antwort. Wunderbar. Ey, ich muss noch schnell ein Kompliment an die Community geben. Ich finde es wirklich mega cool, wenn ihr euch gegenseitig helft und so. Und uns damit auch helfen. Merci vielmals. Genau, ich mache da Gesicht für euch. Bing! Das ist so gut. Ja. Und ich teste jetzt immer wieder den Warenkorb. Das ist immer noch nicht. Das Problem. So. Hast du gerade Alkohol gezeigt, Dominik? Ja, das Biermaking-Kit habe ich gezeigt. Hm. Warte mal, jetzt sind wir bei Galaxus, sind wir irgendwie unten. Schau, da kannst du noch mit, eine Wullendecke. Schau mal, die hässliche Lampe. Wow! Okay, wenn du auf 70 Jahre bist, Albtraum-Ästhetik schon, so Plattenbau, Deprimierung, Desolation. Okay, das ist deine Lampe. Die Lampe hingegen ist gut. Welche Lampe? Die Lampe. Sorry, ich steht bei mir im Wohnzimmer. Ja, es ist auch so ein bisschen, ja. Ja, es ist okay. Sie ist schlicht. Sie Leonie hat gesagt, ich soll dich kaufen. Sie ist okay. Die Leonie hat immer recht. Also wenn noch die Leonie sagt, kaufe der Lampe, dann kaufe der Lampe. Das haben wir jetzt gelernt. Ja, ich habe Durst. Ich auch. Ich habe meinen Tee oben vergessen. Dann haben wir hier WK. Jetzt haben wir einen totalen Fehler. Was ist los? Oh, wir sind komplett down. Gehst du mal schauen, wie wir da sind? Also lieh schnell. Ich gehe mal schnell schauen, wie wir da sind. Ich bin vorhin. Jetzt sind wir wieder da. Sind wir da? Oh Mann. Bleibe ich. Gang ich, bleibe ich. Ich gehe noch vor. Oh Mann. Ja, was haben wir denn da? Oh, schön. Der Peter 4. Ja, das ist schön. Das ist schön, dass du da so ein bisschen kommentierst. Das finde ich wirklich nice. Hey, Leute, beruhigt euch ein bisschen. Was haben wir da? Was ist eigentlich das? Smart Garden. 150 Stutz. Hast du denn da dein eigenes Bewässerungssystem? Wow, es geht mega langsam. Ja,
das ist eins funktioniert. Ja, und jetzt haben wir einen Fehler. Das ist nicht gut. Was ist denn bei Digitec? Ist es genauso schlimm? Wahrscheinlich. Gehen wir da mal auf den HP Elitebook. Das können wir wenigstens anschauen. Was passiert, wenn ich jetzt da in den Warenkorb tue? Ich zwar nicht. Ja. Scheiße. Ja. Ist jetzt halt so, wenn wir warten. Sie sind dran. Der Dominik ist jetzt gerade das Update am einholen, hoffentlich. Wenn es so ist wie vorher, dann sind sie sehr busy und wirklich hochkonzentriert und schwätzen nicht sehr viel. Oh, ich sehe gerade, wir haben den GoPro Hero 8 im Angebot. Ist ein okay Preis. Aber ganz ehrlich, ich verstehe irgendwie nicht so, warum GoPro so cool sein sollte. Und warum es gibt ja die Leute, die ich jedes Jahr eine neue kaufen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es nie verstanden und werde es nie verstehen. What the fuck, was passiert gerade? Ich weiß auch nicht. Smart Garden leider zu niedrig für Tomaten. Ah, wirklich? Ja, okay, aber Tomaten, die wachsen ja einfach ewig auf. Aber das ist wahrscheinlich auch eher für Kräutchen. Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber es hat vorhin... Ah, da! Nicht ganz funktioniert. Doch, da. Wie funktioniert denn das? Ja, du musst ja dann doch selber irgendwo reingüssen. Das ist doch ein Seich. Ich habe eben keinen grünen Daumen. Bei mir stirbt eigentlich alles, was kein Kaktus ist. Ja, so ist es. Was haben wir denn da? Lorem Ipsum. Der Peter 4 ist ein bisschen anstrengender. Wieso, was macht er wieder? Er schreibt Sachen. Er schreibt Sachen. Kann man dort auch Weed abholen? Wahrscheinlich wenn du Weed mitbringst, ja. Du hast wahrscheinlich auch einfach jetzt alles geraucht. Gib es zu. Wir rauchen doch kein Hanfzigarettchen während einem Livestream, Steffi. Ich habe nichts von mir gesagt. Ich habe von ihm geredet. Ja, dafür habe ich Cola gefunden. Sehr gut. Schon 5 Sachen gekauft. Yay. Aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Ja, ich meine, hast du 5. Also ich bin jetzt gerade beim Engineering hinein. Alle unsere Server laufen stabil, also stabil, aber nicht gut. Die Suche zum Beispiel ist nicht optimal, Checkout ist irgendwie da und wir wissen noch nicht ganz konkret wieso, aber wir arbeiten dran. Mhm. Ja, und dann habe ich Cola geholt, weil eigentlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das noch relativ harmlos. Der Warenkorb ist ein bisschen... Was passiert, wenn ich meinen Roboterstaubsauger aus dem Haus lasse, um zu spazieren? Also Roboterstaubsauger müssen ja dreimal am Tag voraus, weil sonst werden sie einsam. Ja. Dann müssen sie sich miteinander unterhalten und dann planen die Weltherrschaft zu übernehmen und dann nachher saugen zu reden. Wenn sie aus dem Fuß hineinsaugen, das ist eigentlich nur, um deine DNA zu testen, um zu schauen, wo deine Schwachstellen liegen. Dominik, du hast wieder über die Roboter-Apokalypse reden? Na, sind wir wieder so noch? Weit? Immer noch? Sind wir wieder die so weit? Ja, die kommt. Hä? Die kommt. Die kommt ganz sicher. Jetzt sag mal, alles wird immer gescheiter. Und ja. Alles dort immer, schaut einfach, was hast du das Gefühl? Dann geht er ran und sagt, oh, möchtest du das Licht ausschalten? Weißt du, was du nächstes Mal sagt? Nein, weißt du, was du möchtest? Du möchtest ein Messer ins Gesicht, weil die kannst du ja auch nicht mehr auseinander in deine Hände. Ist doch ganz so gut irgendwie ein Laser drin in den Bau, aber das Hirn aufschlitzt. Weißt du, wahrscheinlich bist du auch der, der den Laser eingebaut hat und das Messer. Ja. Ich würde nie. Mm. Das ist brillant. Ich bin ja der Meinung, dass man ein Gerät finden muss, das du über das Internet kannst irgendwie auf den Kopf schlagen kannst. Stabil, down, souverän, ja. Auch down ist stabil. Das nächste Mal ein Gruß am Engineering und wir drücken alle Daumen. Hey, danke vielmals, machen wir. Töbel, ich weiss, da hinten schaut jemand mit. Kannst du das schon? Mehr Facts, weniger Gelaber. Vanya, was für Facts hättest du denn gern? Ja. Stell eine Frage, wir geben dir eine Antwort. Wir tun auf alles antworten, wo wir eine Antwort haben. Weniger Spam, mehr Fragen? Gibt es Rabatt auf alle PC-Komponenten am Cyber Monday? Tendenziell weniger. Und auf das können wir auch wirklich nicht Auskunft geben, weil heute ist Black Friday und nicht Cyber Monday. Da tendenziell wirklich weniger. Ja, definitiv. Was ist das? Was muss ich machen, wenn ich bestellt habe und Geld abgehoben wurde, aber die Bestellung nicht in der Liste erscheint? Ein Printscreen merkt das und wenn es morgen immer noch Bestätigungsmail oder irgendetwas geht auf deinem Profil, lädst du am Kundendienst an. Dann schauen wir. Aber ist in meinen Bestellungen drin? Ja, ja, ich bin. Dann ist durch. Ja, alles gut. Könnt ihr. Sehr verlaufen, stabil nicht.
Oh, ich kann das nicht lesen. Aber können dir die Brand Skins anbieten? Jan, nein, können wir nicht. Aber du kannst mit deinem Handy bei uns in den Shop hineinlaufen. Wir schneiden das Skins recht. Wir haben nur Carbon Print schwarz. Also das ist so um Folie für vorne. Also shout an Team Goldfinger, please fix the checkout. Goldfinger ist aber nicht Goldfinger vor Ort. Goldfinger ist nicht vor Ort, es ist nur Detachement. Also wir haben nur Pickendienst anwesend. Goldfinger selber ist auf Standby daheim. Was ist die beste Größe für einen Teddybär? Da kann ich dir sehr gut Auskunft geben. Die beste Größe ist so. Das ist die beste Größe. Das sind ungefähr 40 cm. Ja, das ist die beste Größe für einen Teddy. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, verstehe oft das. Ah ja, easy. Klingt gut. Kein Problem, kein Problem. Go, go, Engineering! Ja, Cheerleader! Hell yeah, Engineers, man. Ich kenne die Blocher von mir und das ist ein Fakt, das tut mir sehr leid für dich. Sie sind ganz sicher gut zu Kind und Tier. Hoffentlich. Hoffentlich, glaubt es. Sie sind es gar nicht. Wir haben mehr als schwarz. Okay. Okay. Wenn es down ist, wieso ist Pike nicht am Start? Pike ist am Start, aber sie haben es einfach noch nicht gefixt. Weißt du denn dafür Frage? Das ist genau wie die Führer. Ah, Dominik, Pike. Das ist eine für dich. Eine für mich, weißt du, Pop? Ein Digitec Connect erklären. Ja, das ist ganz einfach. Es ist ein Handy-Abo. Es ist nicht das schnellste, dafür ist es ziemlich günstig. Ja. Und du kannst Leute so, also quasi eine Family machen. Also wenn ich es jetzt kaufe, könnte ich Steffi draufnehmen, würde beide irgendwie weniger zahlen oder Boni überkommen. Irgendwie so etwas. Jawohl. Warte mal, ich habe ziemlich sicher. Aus eigener Erfahrung, 40 cm sind wirklich sehr passend beim Teddy. Der Stefan Sachser, gell? Das ist so. Guter Mann. Was haben wir denn da? You Dreamer, du! Ja! Nein! Ja, hör auf! Es ist jetzt in deinem Kopf rein! Was bist du für ein Assi, Mami? You Dreamer! Fuck! Madlena ist wieder in Aktion. Rush Bros bezahlen heute einmalig für das Mobile. Lena erklärt das für euch. Hört auf die Lena, die weiss, wie Digitec Connect funktioniert. Da macht wenigstens jemand von uns. Galaxus hat meinen Warenkorb gelöscht, ja. Nein, Galaxus hat deinen Warenkorb nicht gelöscht. Die Datenbank hat einfach deinen Warenkorb nicht angenommen. Das ist eine völlig andere Sache. Das ist das Problem. Ist das auch schon fünfmal passiert? Ja, wir haben ja zwei Picket-Teams. Die einen fixen sind, die anderen löschen die Warenkörbe manuell. Schau da, funktioniert überhaupt nicht. Oh, warte, Marc sagt Knock Knock. Knock Knock. Who's there? Wir beide anschauen gleichzeitig. Brack ist besser wie dich. Caparina, wieso bist du da? Wenn du Brack besser gehst du zum Brack Livestream. Ganz zum Brack Livestream. Gehst du posten, ist absolut kein Problem. Dann ist es einfach rot-weiß anstatt blau-weiß. Ja, da haben wir auch kein Problem damit. Also ganz ehrlich. Ja. Dann gibt es Testforce. Ja, kannst du den Testforce im Livestream. Die sind auch ganz lustig. Die werben mit dick alten Männern. Das ist der Paul Inspector, oder wie heißt der? Das ist bei uns, das ist echt geil, wenn du bei Digitec vor dem Haus zur Tramhaltestelle rauslaufst, laufst du in ein Brack-Plakat rein. Das finde ich super geil. Das ist richtig. Das wäre immer das Brack-Marketing-Department, ist eine geile Aktion. Ja. Aber ich muss sagen, der Brack-Service ist ja schon nicht schlecht. Das ist schon so. Mm. Den haben wir auch noch angebracht. Digi, 500 Euro, ja. Was lachst du? Das ist der Witz, das ist der Knock-Knock-Witz, der Marco und Digi. Who's there? Digi 500 Loading Error. Ja, da können wir jetzt nicht viel dafür. Sonst können wir noch mal schauen. Wir müssen jetzt... Wow, jetzt geht es voll ab, Batsche. Nicht so viel. Langsam, Kinder. Habt ihr keinen Modus, um die Trolls im Chat zu muten? Wir haben wir schon, machen wir aber absichtlich nicht, weil wir die ganzen Teppe bei uns haben. Ja. Weil irgendjemand muss ja unser Niveau runterzüchern. Ich bin gegen Zensur. Peter 4, die schönsten 20 Sekunden an dem Stream. Könnt ihr bitte nochmal ruhig sein? Können schon, wollen nicht. Kannst du deine Fresse heben? Geh doch einfach raus, wirklich. Weißt, du musst uns gar nicht zulassen. Du musst uns weder zulassen, noch musst du uns schauen. Es ist voll okay. Ich bin nicht beleidigt. Und er sowieso nicht. Nein. Er ist sich gewöhnt, dass die Leute das sagen. Ja, echt im Fall. Also du kannst mir auch... Schick mir ein E-Mail mit einem Foto von dir, wo du mir den Mittelfinger zeigst. Dann schick dir ein Retour. Dominik ist zwar ein bisschen off-topic, weißt du schon mehr wegen Matrix Pro? Ja!
Ich weiss ganz viel wegen Metris Pro. Was willst du denn bitte wissen? Weil es ist jetzt nämlich so. Warte mal, ich komme gerade wieder. Was machst du? Ich hole mein Matrix Pro. Also gut. Ja, der Dominik holt schon sein Matrix Pro. Alles Zeiten von Digitec. Der Peter 4 ist mehr zurückgeblieben als Zeiten von Digitec. Best joke ever. Geil. Okay, Jana, willst du wissen? Oder Yves? Was ist Yves? Release absehbar. Schau, wir sind das ist jetzt auch noch eine Frage. Ich habe eine Frage, und zwar, warum gibt es Melectronics und Digitec, wenn beides dem Migros gehört? Schau, es ist so, wir gehören nicht zu 100% dem Migros. Also ich habe die Frage ganz anders beantwortet. Weil irgendwelche Leute, die bei den Migros Krawatten tragen, die teurer sind wie alle unsere Kleider, die wir jetzt auch haben, zusammen, finden, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Das ist so weit von uns, außerhalb von unserem Kompetenzbereich, das ist gar nicht mehr lustig. Aber ja. Schau, wer, da. Matrix Pro. So. Ja. Jetzt erzählst du ein etwas. Ja, kommt auf die Frage an. Ja, hat er inzwischen, weißt du, Peter 4 ist wieder ein am Weg. Peter, du Spack, hör mal auf. Einer, der Peter 4 heisst, ist eh gestraft. Ja, der hat sich wahrscheinlich selbst gegeben. Er ist der vierte Peter. War er ist so erfolgreich, gewesen, dass es drei Sequels gibt. Also, jetzt geht das Thema um Bier. Das Bier, wer für Bier? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade 51% meinte, aha, jetzt habe ich Meidli gelesen. Ich so, haha, die 49% sind Buben, oder was? In der Schweiz sind wir schon statistisch gesehen, da habe ich mal ausgerechnet. Nein, ich meine von der Person. Ich so, 51% bin ich Meidli und 49% bin ich Bub. Ja, ich weiss, ich habe es so gelesen und ich bin nur leicht irritiert gewesen. Ich bin jetzt irritiert? Ja, das ist okay. Ach so, ja. Dann ist gut. Okay, okay, super. Was haben wir sonst noch? Punk IPA, nein. Punk IPA? Nein. Alter, Punk IPA ist ein hervorragendes Bier, wenn du einfach ein Bier willst. Wenn du einfach reingehst und sagst, ich will ein Bier. Weil das ist das Problem von der Stadt Zürich. Das ist das Problem von der Stadt Zürich. Du gehst in irgendeine Spute rein und sagst, willst du ein Bier? Und ich denke, ja, soll es ein bisschen fruchtig im Abgang sein? Nein, ich will jetzt einfach ein Bier. Wenn du in die Lenkknelle reingehst und ein Bier bist, kommst du einfach etwas. Du bist ein Punk, du bist am nächsten dran. Okay, weißt du, der Tölpel hat wieder einfach einen geilen Kommentar abgelassen. Sind froh, dass ihr die ersten drei Peter nicht überschätzt. Das sind wir. Warte, Yves, warte, gehst du mal bitte rauf? Yves Jan, Yves Ili hat gefragt, ist das mit den Google Play Services? Lass jetzt. Google Play Services. Wie habe ich es gemacht? Muss man noch mal hingeben, wie sie es aufgeschrieben haben. Wir machen da noch ein Video drüber. Ja, also es ist absolut möglich mit den Play Services. Also meine, das läuft wirklich. Ja. Und da hast Google Play Protect. Du musst aber ehrlich sein und sagen, du hast schon ein Weile gehabt. Also ich habe lange gehabt. Ich habe wirklich lange gehabt. Also nur schon kurz. Also wir haben dreimal ein Video angefangen, mehrere Stunden gedreht, weil wir gefunden haben, jetzt aber schaffen wir es sicher, jetzt aber sicher. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, Dominik, mach es selber. Und dann ist der Dominik wirklich 5 Stunden oder so. Wie lange? Ich bin, weißt du, am Mittwoch oder so? Dienstag. Bis am Abend. Dienstag bin ich am Abend nach dem Arbeiten heimgegangen und gefunden, jetzt hocke ich an und mache, bis es geht. Und ich bin nach dem Eis bin ich in tatsächlich ins Bett gekommen und ich habe es tatsächlich angebracht. Und es ist eine elegante Lösung und die elegante Lösung kann jeder von euch daheim nachmachen. Ja. Es gibt keinen Grund, wieso das Google Services nicht laufen sollte. Es gibt keinen Grund, warum die Methode nicht funktionieren sollte. Wir stellen es euch zur Verfügung. Oh ja, natürlich stelle ich es euch zur Verfügung. Nächste Woche. Genau. Und dann kommt die nächste Frage. Ich bin auch für Dark Mode, ja logisch. Du bist, musst noch runterscrollen, das sind nicht mehr die neuesten Fragen. Ja, ja, aber wir kommen in den Rückstand. Der Peter 4 ist ja drum. Easy. Es ist nicht so. Also, Karl Johnson, ist P30 Pro nicht sowieso noch mit Google? P30 Pro, ja. Ja, aber also, wir haben von Mate geredet. P30 Pro, das da. Ja. Oder? Mate30 Pro, das da. Genau. Google Services, keine Google Services. Also jetzt schon? Also jetzt schon, jetzt noch bauen. Erst nachgerüstet. Wo stehst du zur Verfügung, das Video? Das wird auf dem Digitec-Channel sein. Das und auf digitec.ch. Genau, und auf digitec.ch. Und kommt nächste Woche am Dienstag. Dienstag, ja. Dienstag haben wir abgemacht, machen wir das. Ups. Gut, weiter. Der Philipp ist später. Uba. Sehr gern, Karl Johnson. Wen gibt es vier Abend für uns, sobald wir fertig sind? Ja, also eigentlich bleiben wir sicher mal so lang, hoffentlich mal, bis es hoffentlich wieder stabil läuft. Ja, also stabil ich oder wenn ich habe so viel Koffein in das, ich kann jetzt eh nicht schlafen. Ah, schau da, der Walter White.
eigentlich kein Ding. Ja, Wall to Wall. Das stimmt nicht ganz. Es ist mir doch etwas länger gegangen. Weil haben wir zuerst auch gemeint. Und es ist doch relativ lang gegangen, ja. bis der Dominik es dann geschafft hat. Ich habe dann aufgehört und gefunden, ich bin nicht. Nein, ich habe wirklich gesehen. Ich habe es also, gesehen. Walter, den du vorschlägst, war mein erster Versuch gewesen, und der funktioniert hart nicht. Den haben wir. Wie geht es den Jungs im Hintergrund? Engineering, wie geht es euch so? Schreib mal jemand irgendwie im Ding rein. Fragen. Bitte im Engineering nachfragen. Wir wollen uns gerade wieder überbewegen. Der Armin grüßt. Der Dominik, Steffi, der Manu und meine Mami, ihr seid die Geilsten. Wow! Der Matteo Palermo, was ist eigentlich der Sinn von dem Livestream? Das fragen wir uns jede Sekunde von dem Livestream auch und trotzdem hocken wir da. Ja. Wir sind hier angestellt worden, ja, um euch zu unterhalten, während ihr euch über den Shop aufregt. Genau. Der Urech 482, hol dir mal den Chuck noch. Look, das ist eine gute Frage von der Birds. Huh? Where are the good sales? Das, I wish I'd know. I have absolutely no idea. I'm sure there are somewhere. There are somewhere. I mean, like the P30 Pro is like a very good sale, I think. Very, yeah, it's amazing. And on Galaxus, the Dyson. Pretty good. That's pretty good. Hairdryer is not bad. Otherwise, there's a bunch of fun things. There are some fun things. But Talina, I don't like Talina. No, hell no. Screw to that. Be honest, I asked that myself too. All right, let's go have a look. Ooh, look at that. Look at this. The Sony Alpha A7 III. There is a good deal. There is a good deal. There is a really good deal. That is my favorite camera in the world. Oh yeah. And normally I was always like, when a new camera was released, and I was like, oh, I need a new camera. And for this baby, ever since I've been using this, it's the best. It's the best, and I don't need a new one. So this is also a good sale. Right, the Eve Mind, the livestream is einfach nur geil. Yves, du bist auch einfach nur geil. Merci, dass du da bist. Dass ich mich vom PC verpasst habe. Ah, oh, der PK hat den Verkauf verpasst, das tut mir leid. Der Livestream ist einfach nur geil vom Yves. Danke euch zwei, ist super unterhalten bei uns. Bis der Checkout wieder geht. Ah. Oh, wir danke, zahlen all die Leute. Freut uns. Was steht da? Coculada. Oh. Wir zahlen all die Leute. Ich komme nicht zum Chat. Also lass jetzt, mach Vorauskasse. Mach ja. Du kannst es nachher immer noch ändern, wenn der Server wieder stabil läuft. Mach Vorauskasse, das Problem ist gelöst. Vorauskasse, wir müssen es glaube ich immer wieder wiederholen, wenn neue Leute reinkommen. Ich würde so sagen. Ja. Dann weißt du, wieso kann man momentan nicht mit Rechnung zahlen? Mach Vorauskasse. Wird es von dem Stream ein Highlight-Video geben? Nein, tendenziell nicht. Du kannst einfach den ganzen Zeichen noch mal schauen. Ganz ehrlich, ich würd wirklich niemanden machen, der Zeichen noch zusammenzuschneiden. Also, obwohl es gibt ja am Ende des Jahres gibt es ja das Best-of und das schneidet wahrscheinlich unser neuer Cutter, der Armin. Hoi Armin! Hoi Armin! Bist ein Held. Er ist super. Und vielleicht können wir ins Best-of, who knows? Ich weiß es also, nicht. Ich glaube schon, dass wir im Best-of sind. So viel Blödsinn, wie wir erzählen, wenn die Kamera läuft, noch läuft, dann schneiden sie es nachher raus. Ich bin ziemlich sicher, wir könnten eine Woche, vielleicht einen Alltag. Aber vielleicht wären wir zensiert. Ich meine, jetzt können sie es nicht stoppen. Es ist niemand da, der uns stoppen kann. Da heisst es einfach, ich das Wort Fuck sagen, ohne dass wir. Fuck you, fuck them, fuck this, fuck that, fuck him and fuck all of the everything. Hell yeah! Das ist richtig befreiend. Nee. Nächstes Thema. Vorauskasse geht nicht. Schau, Jan Heidenreich. Erstens, wieso bist du noch wach? Du musst mal arbeiten, Bub. Ja. Yep. Zweitens, was ist mit dir? Ah, schau jetzt da, wo sind denn die zwei von letztes Jahr, wo der Black Friday läuft? Die sind noch gangtraumatisiert vom Ausfall. Ich muss euch leider mitteilen, dass die zwei nicht mehr bei uns arbeiten. Der Thierry ist zu der CS gegangen und der Sandro macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Die zwei waren Helden. Der Thierry ist wirklich in Ewigkeit hat er bei uns gearbeitet. Voll, ich arbeite seit über 4 Jahren da. Der Thierry ist über 10 Jahre da. Der ist in der Firma aufgestiegen. Und es ist auch so, allgemein war es so, wenn du etwas nicht gewusst hast, egal was es war bei uns in der Firma, der Thierry hat es gewusst. Und wenn er es nicht gewusst hat, hat er gewusst, wer es weiss. Und eine der lustigsten Personen war einfach der Sandro. Er ist immer noch lustig, er ist einfach nicht mehr bei uns. Genau. Sandro! Thierry und Sandro, wenn ihr zuhört. Thierry, dich auch! Hey! Ganz viel Liebe!
hat der Philipp wieder zu... Der Philipp hat wieder irgendwas erzählt. Meint ihr nicht, der Job besser würde laufen, wenn wir nicht die Bandbreite mit dem Stream würden belegen? Andere Internetleitung. Ja. Das hat sich erledigt. Oh, warte. Jetzt bin ich verrutscht. Die verkaufen die Anzeigen von der Bruchte sind lustig. Zuerst von der 83 oder... Lorax, da habe ich mich eben auch schon gefragt. Da habe ich mich wirklich auch schon gefragt. Das ist wirklich lustig. Recht, ich weiß nicht ganz genau, was los ist. Das ist einfach mit unserem Problem zu tun. Normalerweise ist das nicht so. Ich komme auch nicht raus. Twint ist down. Also es war auf jeden Fall down vor etwa einer halben Stunde. Ja, aber das ist nicht unser Problem. Das ist wirklich nicht bei uns, das ist Zix. Wieder, letztes Jahr war es auch Zix, wir waren es nicht. Dieses Jahr alle von so. Nein, wir sind das ja definitiv nicht. Mit den Zahlungen selber haben wir nicht. Wir geben den Auftrag für die Zahlung, geben wir an Zix weiter und Zix verarbeitet und das und sagt, dass es funktioniert und dann finden wir, es okay für uns. Ich versuche es jetzt seit 40 Minuten zu bestellen. Mein CC ist belastet, aber die Bestellung wurde abgebrochen. Jetzt versuche ich es mit Bar. Nein, Vorauskasse. Vorauskasse. Leute, macht Vorauskasse. Also schau, wir müssen einen Timer stellen, sonst alle 5 Minuten wiederholen. Ja. Twint ist down, ja. Don't spam, ja, exactly. Wissen wir. Six Overload, exactly. Jawohl. Wenn ich das Geld heute noch überweise, kommt die Ware dann morgen schon? Tendenziell nein. Weniger, vielleicht nein. Ja, wir wissen es nicht. Nein. Armin Doblo, mag Six nicht. Six mag die auch nicht, Armin Doblo. Hallo Armin! was haben wir denn da noch? Vorauskasse. Das geht auch nicht. Müsste gehen. Eigentlich schon. Hey shit, ihr seid wirklich gute Kommentatoren. Kommst du wirklich nicht noch? Warum alle 5 Minuten announce, dass immer noch nicht funktioniert. Ja? Warum Six, warum nicht Datatrans? Ja. Schau, wir sind transparent. Ich meine, wenn wir euch sagen, es funktioniert und es funktioniert nicht, macht keinen Sinn, oder? Der Jim Moriarty irgendwie enttäuscht. Ich bin auch enttäuscht, dass enttäuscht hat ein bisschen mehr Tee drin, wie du geschrieben hast. Ja, und ich bin voll neidisch auf deinen Nachnamen, falls der stimmt. Jim Moriarty ist James Moriarty, der hat den Künstlernamen. Er hat zu viel Sherlock geschaut. Ja, nein, aber vielleicht heisst er ja wirklich so, who knows. Ich glaube nicht. Aber ich will auch Moriarty, weil der Moriarty ist der geilste Bösewicht ever. Das stimmt, außer im neuen Sherlock, dort ist er ein bisschen pfeifen. Ja. Mit dem Benedict Cumberbatch, das ist wirklich ein Fuck. Aber sonst ist er ein guter Bösewicht. Meine Bestellung ist scheinbar durch. Obwohl, für mich. Was tun, falls ich das gleiche x-mal bestellt habe? Kundendienst. Ja. Easy peasy, kein Problem. Okay, irgendwie, das haben wir schon gehabt. Oh, da, ja. Herzli! Super Bösewicht, gell? Ja, also, look, kommst du vorbei. Herzli, mit, gesehen? Herzli. gibt es denn eine Mahnung? Vorher oder später wird es schon irgendetwas geben. Ich glaube. Das kann nicht. Ja, mal. Oder die Bestellung wird gar nicht erst ausgelöst. Das müssen wir nachher fragen. Nein. Ich habe übrigens dort einen Bounty und das andere Brügeli-Dings da für dich geholt. Ein Brügeli und ein Bounty, ja, das esse ich nachher dann vielleicht. Damit du nicht böse wirst, wenn du Hunger bekommst. Ich werde nicht böse, wenn ich Hunger bekomme. Wohl, ich werde böse, wenn ich Hunger bekomme. Das ist wieder eine von deinen Behauptungen, die Steffi mir umstellt. Peter, nein. Voll nicht, Mann. Peter 4, wir lieben dich auch ein bisschen. Nein, voll nicht. Nein, nochmal. Peter 2, jetzt haben wir... Oh, Peters vermehrt sich. Zellteilung. In der Nacht essen macht dick. Ich bin ja so schon dick, weißt du das Gefühl? Ich bin nicht dick. Also, what the fuck? Das ist jetzt ein Hakenproblem. Deine Bestellung mit Bauer. Vielen Dank für deine Geduld. Wrong number heisst der. Geil. Wrong number. So, on the stream. Klaut ihr Süßes von uns? Ja, Luca, das haben wir von dir geklaut. Jawohl. Du weißt genau, wo wir das herhaben. Ich habe im Fall auch schon das letzte Mars Bar geklaut. Ich kaufe neue. Eins. Oder auch nicht. Also, jetzt nochmal zum Wiederholen. Erstens, danke vielmals für alle, die hier mitarbeiten. Sagt das unsere Ingenieure, sagen die Leute wie Luca, die Fragen auch noch beantworten und vielleicht mehr hilfreich sind wie wir. Das ist noch schnell der Fall. Jawohl. Aber schon schnell hilfreich wie wir. Und Vorauskasse, wichtig. Funktioniert, ja. Mach Vorauskasse, kauf dir ein MacBook.
Genau. Kauf dir kein MacBook. Mur, kauf dir voll ein MacBook. Kauf dir kein MacBook. Oder kauf dir ein Sony A7 III. Oder das P30 Pro. Genau. Scheiße, wir sind wie so zwei, wir sind so voll Werbung, Dominik. Ja, nein, also, sorry, ja, mal. Klar ist Werbung, aber es nein, ist wir machen so, voll Werbung. Ja, klar ist Werbung, aber es ist wirklich geiler Shit. Es ist wirklich geiler Shit. Schau, oh nein. Das ist immer noch deine Drohne. Ja, nein, es hat aus wie ausgeraut. Ich habe schon gemeint. Haben wir schon irgendwas ausverkauft gehabt? Nein, doch. Ich mache nochmal so Pupp. Okay, schau jetzt, ich habe versucht, die zu bestellen. Ja, dann probier es doch nochmal. Ich probiere nochmal. Ich leide mit euch mit, ich probiere es mal bestellen. Ich noch mal ein scrollen und schaue, ob es irgendetwas gibt, was ausverkauft ist. Was? 2x4 Terabyte. Ey, schau jetzt. 4 Terabyte? 2x4 Terabyte. Ironwolves sind geil. Mein nächster High läuft auf den Ironwolves. Hey, Synology? Was ist bei Synology? Synology ist das neue 18 Plus. Das ist ein super geiles Ding. Ich weiß nicht mehr, wie viel mehr zahlen. Das ist ein 4B. Das ist super grossartig. Das ist noch günstig. Also ist okay günstig. Synology ist immer ein teuer, aber funktioniert dafür. Funktioniert super gut. Ich meine, es läuft auf Synology daheim. Also ich versuche jetzt nochmal. Jawohl, jetzt warte mal. Ja, der Warenkorb funktioniert irgendwie immer noch nicht. Wie soll ich etwas... Wenn es gar keine Möglichkeiten gibt zum Bestellen. Meine, was? Der Andreas Leisibach meint, wie soll ich etwas chaotische Lebewesen... Der Jano 97 ist der Zellteilung immer noch dran. Also wir haben einen biologischen... Was? Ist das viel Moment, das... Dein PC ist weg und alle Raspberry Pi. Du macht diese als Servers. Jawohl! Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Look, ich habe vorher schon erklärt, unsere Server sind ein Hamster in einem Rädchen. Und wenn wir mehr Leistung brauchen, dann lassen wir einfach noch die Redaktionskatze dort rein und dann kommen wir die Hamster. Wir haben schon den ersten, der durchdreht. Schau das, ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ich drehe durch, weil ihr nicht shoppen könnt. Ich muss auch mal kurz sagen. Morgen am Eis. Es ist morgen am Eis. Ja, ich muss auch mich schnell ein bisschen bremsen, damit ich nicht durchdrehe. Weil ich meine, es geht immer noch um Shoppen. Ich wiederhole es. Shoppen. Shopping. Unglaublich. Chill jetzt. Was haben wir bei euch jetzt? Was hast du für ein Synology mit was für Speicherkapazität? Ein 1817 Plus habe ich mit einer Serie von 4 TB Platten drin. Ironwolves sind super geil, ja. Und Scheiß kann ich voll empfehlen. Schau mal da, der Yves sagt, Luxusproblem sagt man dem. Das ist voll so. Ich habe wirklich viel Liebe für dich. Das ja, aber es ist ein maximales Luxusproblem. Internet Explorer sagt, Digitec ist down. Internet Explorer sollte einfach gar nichts sagen. Für das Baby ist Shoppen serious business. Was ist da für ein Kommentar, Alter? Gaming, bla, da interessiert mich nicht. Ja. Ist das schon früh shoppen? Ja, das ist definitiv sehr früh shoppen. Und, ja, hart. Aber trotzdem denke ich, die 2080 TM ist ja schon geil. Ich gebe so auf, gibt halt kein Geld für euch. Spende ja den Rest des Jahres genug an euch. Okay. Und wenn du gefallen hast, tut mir einen Gefallen und spende irgendetwas an irgendeine Charity von deiner Wahl. Scheißegal was. Sechs Autorettung von Hintertupfiken, es ist mir Schnurz. Tu etwas Gutes mit deinem Geld. Ja. Hey René, du musst mir keine Angst haben, von wegen, dass du 20 Grafikkarten kaufst. Schau, schreibst du dem Kundendienst, falls es dann wirklich so ist. Das ist kein Problem. Du kannst Bitcoins meinen. Ja. Und Leute, vergesst nicht das mit der Vorauskasse. Tönt nicht via Twin zahlen oder so, es funktioniert nicht. Und der Thiago meint Hashtag Nice Schwanz, Bro. Du hast noch kein Baby wieso ohne Shoppen du, gehört. Wieso schaust du Leute in Schritten morgen am Eis? Was ist mit dir? Was? Was schreibst du? Ja, der Thiago Diaz meint Hashtag Nice Schwanz, Bro. Ich habe einen Schwanz hineingemalt. Hast du ihn noch nicht gesehen? Nein. Merci! Endlich hat man was gesehen! Du stoppst mich und du hast mich einfach nicht gestoppt und ich dachte, ich sage jetzt einfach mal nichts und schaue, ob es den Patrick sieht und er hat es einfach nicht gesehen. Und niemand hat es gesehen bis jetzt. Wow, du... Also ich habe nebendran eine Katze gemalt, ich dachte, um es ein bisschen auszugleichen. Hast du eine Pussy nebendran gemalt?
wir sind jetzt unzensiert. Das ist nach dem Eis, alle Kinder schlafen, wir können nicht Jugend, dürfen nicht jugendfrei sein. Hashtag Band. Oh gut. Oh. Whatever. Ah, aber der Yves Illy, ich bin für eine Stiftung, wo die zwei sich mit uns am Morgen am Eis umschlagen. Ich bin auch davon, dass wir Charity sind, die bekommen, die nichts anderes macht für uns. Und ja, nein, wirklich so schlimm sind wir nicht. Alles gut. Sogar der Peter Vier ist von uns. Zum Glück schadet ihr keine Werbung. Nein, voll nicht, Mann. Werbung? Ja, was für Werbung? Nein. Jacko 011 meint, die Müdigkeit fängt an. Was fährt an? Alter, weißt du nicht, ja, wir sind da schon müde da reingelaufen. Wir haben eine ganze Woche geschafft und jetzt finden wir uns Livestreamen noch. Und ich weiß, was Gefühl, wir sind top. Scheiße, ich bin voll auf Koffein. Bist du wirklich müde? Ich bin voll nicht müde. Ich habe über Koffein oder ganz über das Fall. Ich habe schon ausgerechnet, wie viel Koffein mich am Tag drin bin. Das ist nicht gut. Du spinnst mit Koffein, das ist nicht normal. Irgendwann hast du einen Herzinfarkt. So. Dann bist du tot. Das ist mir voraussetzend. Adstream, meinst Lajana? Lajana meint Adstream. Könnt ihr bei dem Angebot auf Digitec sagen, dass es drei Glühbirnen sind? Das sind dann drei Glühbirnen. Ja, ruhig, hättet ihr gern. Ja, der Peter Fisch wird fleissig, der Peter 2 auch. Wow! Wieso geht morgen auf 49 Einheits? Wieso geht der Shit nicht? Weil der Shit nicht geht. Ganz einfach. Sind ihr noch nie an einer LAN gewesen? Mal, aber es ist schon etwa 15 Jahre her. Ich nicht. Es war super. Ich mag mich erinnern, ich war mit dem Kollegen Christian im Keller unten. Da waren wir etwa 10. hoch dort. Und dann sind wir Kebab kaufen zu Nacht und zwei. Und am nächsten Morgen haben wir dann noch zum Morgen gegessen. Das war nicht eine von meiner feinsten Stunden. Fabian Schlegel, ihr seid super. Shopping und Unterhaltung am Viertel auf Weiss. Merci! Und gratis Tipp, wenn ihr noch mehr Livestream von uns wollt, lasst sie uns wissen. Wir machen es vielleicht auch mal bei Tag. Also, der Thiago Diaz fragt, was macht ihr hauptberuflich? Ja, Journalisten. Genau. Ich bin Videoredaktorin. Und ich bin einfach nur ganz normaler Redakteur und Trottel, der manchmal in die Kamera faselt. Genau. Wie jetzt zum Beispiel. Ja. Es ist aber vergewöhnlich, wenn ich vor der Kamera bin, ist Steffi dahinter. Aber jetzt ist aber die Kamera da und braucht niemanden. Ja, und darum können wir beide vor der Kamera sein, haben wir gefunden. Und weil der Dominik nicht so gut ist mit Selbstgesprächen, bin ich da zum Helfen. Ja, weil der Simon, unser lieber Simon, Der schläft jetzt wahrscheinlich in den Sack. Ja, schlimm. Oder ist irgendwo am Saufen. Wahrscheinlich singt er irgendwo ein Lied jetzt. Ich bin der Satz, Simon. Der Simon hätte nicht können da sein. Mega schade. Die den Simon nicht kennen, der Simon macht Videos für Galaxus und ist Part vom Team Digitec Plays. Er ist ein geiler Sieg. Ja, halt. Mehr Livestream. Paralyze meint mehr Livestream. Ja. Doch, Dominik macht da. Warte schon. Uiuiui, ui, jetzt haben wir viel verpasst. Ich habe volles Gesicht für das Radio, aber das haben wir nicht dran, meine Huren Grinde in die Kamera reinzustecken. Ja, Edgepad. Ja, echt im Fall. Rush Wars Pro, Gurke. Avocado Bro. Oh, schau jetzt da. Die letzte LAN von uns war ein Release eines neuen Spiels, das wir eine Woche durchgezockt haben. Leider musste Mitte Woche ein Monteur bei uns was reparieren im Haus. Der meinte, es riecht nach Leiche. Das tönt nach einer guten LAN-Party. Also, zwischen ihnen mal duschen wäre im Fall auch okay oder so. Und das Deo. Und by the way, kein Axe-Deo. Nein, Axe-Deo ist einfach gar nicht. Das ist Gift. Nimm Roll-On. Ich sage so einfach ganz viel Hass für Axe. Jawohl, check out. Vielen schreit ein Herzli zurück. 50% Rabatt auf Kingdom Hearts 3. Das ist ein vierter Kingdom Hearts. Es ist gut. Sicher fürs Radio, wo man dich eh nicht sieht. Ja, Thiago, das ist die Witz an der Sache. Ein Gesicht fürs Radio, weißt du? Ja. Oh mein Gott, ist dir noch nicht aufgefallen? Wenn du den Witz musst erklären, ist er nicht mehr lustig. Ja, wirklich. Nein, den erklären wir dir jetzt nicht. Du kannst es ja googlen. Ja, googlest mal Face for Radio und dann schaust du, was passiert. In Duschen in dieser Woche hat niemand das Haus verlassen. Das habe ich auch nicht angenommen. Aber im Haus hat hoffentlich eine Dusche. Mindestens eine. Baschkim hat sehr schon Nachtdienst. Nein, hat er nicht. Er ist nicht da. Wenn die Server nicht gehen, selbst tue, dann kaufe ich halt woanders. Crazy 4, hau rein, wo auch immer sie am besten passt, mach. Schau mal, Michael. Serjan, die Legende. Serjan, der ist auch schon ewig da. Ich glaube, er ist länger da wie ich. Moller ist definitiv länger da wie ich. Mehr als 4 Jahre definitiv. Serjan. Roger Solberger, da habe ich vorhin gesagt, das sind 3 Glühbirnen. Ja, sind es. Also. Go, ihr macht das gut. Es ist ein Satz an 3 Glühbirnen. TV China hat, ich versuche es mit Samsung Korea, okay. Heute am Tag frei? Nein, leider nicht. Ich habe morgen um 10 Uhr einen Dreh. Ich habe am 8. den ersten Termin wieder morgen.
Scheissdreck. Ja, wird so kurze Nacht. Du, Achti ist Shit. Also ich muss auch, ich muss auch vorbereiten. Und ich, das Blöde ist, ich habe mal einen Dreh, wo ich noch eine Kamera vorher muss testen muss, weil die gestern nicht funktioniert hat. Und ich kann mich ersetzen. Das ist hart. The worst possible thing, was passieren kann bei einem Dreh, ist, wenn du mit etwas arbeiten musst, das du nicht getestet hast. Und wo noch nicht mal physisch vorhanden ist, wenn wir jetzt einfach noch abholen im Shop. Das ist nicht okay. Ja. Nein, jetzt haben wir mich daran erinnert. Es kommt okay. Hey, was ist, wenn die Dusche kaputt war und der Monteur hat die müssen reparieren? Dann gibt es immer noch Waschbecken. Ja. Wo habt ihr den Luca Fontana gelassen? Der Luca Fontana ist hoffentlich im Bett. Ja, ist der eben auf unserer? Ja, hoffentlich ist der geschlafen. Also, wenn er jetzt noch machen ist, hat er spätestens mal ein Problem. Der Luca war mein Held. Mit ihm habe ich gedreht gestern. Er ist super. Du bist in DM2602, du bist auf der Wache im Militär. Ja, schön, können wir dich ein bisschen unterhalten. Hast du einen Schnupf? Hallo, wieso geht meine Bestellung nicht durch? Vorauskasse, Servermühe, ja. Bla bla bla. Ja, spul 5 Minuten zurück im Stream, dort hast du Antwort. Genau. Wieso sind die Server nicht wie letztes Jahr? Dort war doch alles super. Nein, letztes Jahr war schlimmer. Da hast du recht, wir haben einen Hinweis bekommen, es hat mal abends, was ausverkauft ist. MIFCOM. Hey! An alle Leute, die die Sony A73 gekauft haben, ihr habt so recht. Also weißt du, sonst noch weg. Der MIFCOM Savage RTX. MIFCOM hat einfach den furchtbarsten Namen aller Zeiten für ein Gaming-Label. Ja. Hey, was hast du denn PC? Ein MIFCOM. Ja, das passt an eine LAN-Party, dort MIFT es aber auch ein bisschen. Ja, aber weißt du, MIFT, ich denke dann so, also das kleine Häsli da, wie das geheißen? MIFI? Nein, ich denke an die LAN-Party vom anderen, der eine Woche lang in seinem eigenen Keller von seinem eigenen Saft gehabt hat. Schau mal. Wow. Ja, nicht schlecht. Ey, geil. Philipp Vorauskasse geht immer noch nicht. Man müsste eigentlich. Warte, was ist bei Galaxus? Oh, bei Galaxus gerade. Was haben wir denn da? Seht ihr etwas? Da ist sie. Ich weiss nicht, was das ist. Wow, schau, wir haben so. Oh, da sind wir gar noch nicht gesehen. Oh, wow! Wow! Barbies! Ich würde die Zapcreation Baby Bones. Das ist creepy, Mann! Ich hasse Babys, Mann! Wieso gibt es Babys? Kann man das mal jemand erklären? Das ist so grusig. Ich finde hart, dass man so etwas braucht. Und dann starrst du dich an, wenn du schläfst. Oh, brauchst du Handeln? Nein, oh, schau, dann kannst du das Ganze. Warte, bis wohin kannst du Handeln machen? Mach mal bitte auf. Wie schwer kannst du die Handeln machen? Bist du jetzt uns gemacht? Ah, das bringt nichts. Das bringt nichts, das ist das Licht. Oh, wow. Schau dir das mal an. Oh, schön. Ah, das ist geil. Also, ich bin jetzt gerade privat am shoppen. Tag Mac, wir sagen Luca sicher sagen wir einen Gruß von. Oh, du bist. Oh, ich weiß, wer du bist! Wer, was, wer? Der Luca war ja mal bei einem, der sich im Kino Keller gemacht hat. Ah, du bist der geil, sich mit dem Kino im Keller. Hey, der Luca schwärmt im Fall heute noch von dem Artikel. Ich will auch kommen. Und schau, da bin ich von Black Bart pflegen. Da kannst du dich so einrollen. Du hast doch das Zeug, findest du gut? Ja, ich bin von Twitter von Digitektor angebracht worden, zum Status von momentanen Server tanzen zu fahren, aber ich wüsste ja selber nicht, dass die Vorauskasse nicht funktioniert. Ja, von mir aus. Also, wir wissen auch nicht alles. Ja. Und vor allem die Situation ändert sich mehr oder weniger sekündlich. Also, es ist wieso. So. Um Gottes Willen. Look, fünf Leute. Hey, gib dir das mal. Fünf Leute haben für 1000er die komische Uhr gekauft. Aber du. Ich wüsste schon, dass die mit dem Raspberry Pi kannst für 20 Stutz nachbauen. Nein, wieso? Das sind die Leute, die das nicht können. Leck doch mir, ey. Nein. 1000 Stutz. Ja, weißt du, Dominik, wenn man es eben hat? Ja, man hat es. Ja, also gut, für 1000 Stutz nehme ich 5. Schau mal, und da eine Siebträgermaschine. Ist das Lili Bianca? Nein, eben nicht. Das ist Lady Mechanica. Die sieht ein bisschen aus wie die Lili Bianca. Aber die Lili Bianca hat eben so. Aus. Nein, die Lili Bianca hat da Holzdinger. Nicht alle. Es gibt ja so unholzige Modelle. Ja, nein. Der Daniel Götze meint, die Uhr ist genial. Welche Uhr? Ja, die hier, die komische Uhr hier. Bist du einer von denen, der die gekauft hat? Sie ist ja schon genial, aber ich meine, für 1000 Stutz ist sie cool. Völlig überrissen. Die kannst du nachbauen. Absolut. Der Dominik macht da eine. Könnt ihr fragen wegen Vorkasse? Soll ich schnell fragen? Ja, nein. Du bist schon. Ich bin dran. Ja, du bist dran. Also, ich rutsche jetzt mal in die Mitte vom Bild. So, hallo, liebe Liebenden.
Wer so eine Uhr verkaufen kann, ist genial. Gute Nacht, Sam. Gute Nacht, Mimil. Uhr auf Leasing. Okay, gut. Oder Pampers. Ja, wir haben so Fick, ja, Caparina. Du auch. Dann haben wir, die Uhr ist doch voll teuer, ja, ist sie. Aber der Raspberry Pi kostet 80 Stutz. Ja, schau, du kannst für die Uhr brauchst du nicht viel, du brauchst einen Raspberry Pi Zero und der ist ungefähr 20 Stutz. Dann kaufst du noch ein bisschen Holz dazu, lässt es kurz auslesen, dann kannst du ins Dynamo zu Zürich gehen und danach musst du einfach kurz programmieren oder du kannst ein Dings nehmen, fucking hell. Sag mal, wenn es ein Raspberry Pi ist, wo man Kabel einstecken kann, mit den Anschlüssen der Seite, wie heisst das Vieh? Mein Hirn macht nicht mehr mit. Tiefkühltruhe, flüstern. Jawohl, ja. Die Steffi kommt wieder. Ich höre sie. Baschi, mein nächstes Projekt, ja, es ist wie so... Scheiße, ich säckle immer. unsere Helden, du... Machst du mir ja, ist gut. Unsere Helden vom Engineering sind jetzt gerade fix am Deployen in 10 Minuten, wenn es funktioniert. Müssten wieder. Ja. Engineering, ihr seid die Geilsten. So ist es. Jawohl. So ist es. Also, 10 Minuten. Übrigens, auch noch lustig im Fall. Es kommt immer wieder so eine Frage, einfach, die Frage ist der Nachkommenfall. Es kommt immer wieder so eine Frage, hey, ich möchte auch deinen Job oder so irgendetwas. Das ist ungefähr möglich, weil wir haben da unten haben wir so Jobs. Wo haben wir? Offene Stellen oder so? Wo haben wir Jobs? Die sind irgendwie so, sind da unten. Also, Stellenangebote, weitere Stellenangebote. Ah, das ist jetzt, ja. Ja, da. Also es ist, wenn du willst, deinen eigenen Job können querfinanzieren können, kannst du da draufklicken und dann sollte theoretisch, gesetzt auf alle Seiten funktioniert, no? Dann kommst du auf unsere Stellenangebote. Genau. Und manchmal suchen wir jemanden, meistens suchen wir irgendwelche Engineers, sehr oft solche Produktmanager. Ah, schau jetzt da. Schau da, in 10 Minuten werden also alle zum Checkout vom rot-weißen Mitbewerber umgeleitet. Ja, who knows? Übrigens, die Fotos, die ihr hier seht, die sind alle von Thomas Kuhn, unserem Fotograf. Wir haben einen Fotograf und er macht super Bilder, die auch langweilige Meetings aufs Mal aussehen, so ob es Spass machen. Er kann das gut. Dann UX-Designer, Teamleiter, Warenausgang, Gruppenleiter, Logistik, Head of Digital Marketing, Media, wow. Digital Media Designer. Die Peters sind wieder dran. Peters Kinder hören. Junior Recruiter. Hey, schau jetzt da, ich habe mich bei Digitec beworben, aber erst vor 3 Monaten das Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Also schau, bei mir war es so, ich habe mich im Juli 2015 beworben gehabt und ich habe im September etwas gehört. Und also ich meine, da waren auch noch Leute in der Ferien und so, aber ich muss auch noch daran denken, die Leute da haben auch immer noch einen normalen Job, den sie machen müssen. Und ja, es geht auch manchmal eine Weile. Es ist so scheiße, ich verstehe dich völlig, weil ich dann schon gedacht habe, oh, sie waren blöd. Die sind blöd. Aber also, irgendwie sind sie ein bisschen cool, aber sie sind ein bisschen blöd. Aber dann haben sie mir dann gleich geklappt, zum Glück. Aber eben, ich verstehe dich völlig. Ah, schau mal, wie hat funktioniert? Schau jetzt. Ich will zwei drin. Ich brauche zwei Laptops. Ah ja, das sind die anderen Peters, ja. Peters sind wieder da. Also die Ära Peter, 1 bis 4, lebt noch. Sag mal, ist jetzt die Original-Trilogie sind Schulferien? Ah, schau, der Yves sagt wieder etwas Schlaues. Da war so ein kleiner Hinweis, gewesen, Peter. Dass Peter noch nicht ganz der erwachsene Mensch ist. Ja. Meinst du, hat er den Stimmbruch schon? Ich weiss im Fall nie, wenn Schule... Ich habe nicht einmal, als ich in der Schule war, gewusst, wenn Schulferien sind. Das sind die Tage, die nur dann, wenn es mir gesagt wurde. Du bist am Montag Morgen in der Schule gestanden, du bist von verschlossener Tür gestanden. Nein, das nicht. Zum Glück nicht. Nein, weil die Mami hat mich dann schon bremst. Du so, ich muss in die Schule. Deine Mutter so, Tochter, ja. Spinnst du wieder? Es war eben so gewesen. Ich bin eben in die Schule gegangen, um meine Kollegen zu treffen. Früher, als ich ganz klein war. Und ich keinen Sinn gesehen, warum ich dieser alten Frau vor mir zuhören soll. Das ist eine sinnvolle Frage. Ja. Die Einfrage, du hast ja eigentlich alle neuen Handys in der Hand gehabt, Matrix Pro for President oder auf ein anderes Wort, das Galaxy 11. Wenn so die aktuelle Generation Galaxies irgendein Hinweis ist, dann würde ich das 11 überspringen und ich empfehle im Moment wirklich Huawei. Das Matrix Pro konnte ich noch nicht ausgiebig testen, ich bin einfach hauptsächlich damit beschäftigt, Google Services nachzurüsten, aber du kannst dich darauf verlassen, ich teste es garantiert, weil das, was ich davon gesehen habe, war mega, mega interessant gewesen. Und Urech 84, welches Handy sollst du kaufen, das können wir dir nicht sagen. Du musst sagen, was du brauchst. Jo. Und dann kann der Dominik dir vielleicht sagen. Genau, sag mal, was du für Ansprüche an ein Handy hast und ich sage dir, was du willst.
Green Monkey Farbe, wie viel kostet Digitec? 6.30 Franken. Hey, die Enya arbeitet noch bei uns, Peter Sieber, und danke vielmals. Die Enya ist eine coole. Die Enya ist super. Sie hat immer wieder andere Haarfarben. Ist sie im Moment ins Blau, gell? Weiß nicht. Müsste blau sein. Was ist schon länger nicht gesehen? Ja, sie wird zudem sie muss immer rumlaufen, glaube ich. Immer gern live. Danke, ihr zwei. Bitte, Dani. Immer gern. Sind sonst noch irgendwelche Fragen? Haben die alle Twint ist im Moment offline? Ja, das ist nicht unser Problem, das ist Zix. Ja, das ist immer noch so. Bitte versuchen nicht mit Twint zu zahlen. Es bringt nichts. Also, Urecht, du hörst einfach auf mich. Dann sage ich dir, kauf, wenn du heute ein neues Handy brauchst, Petris Pro. Fertig. Das ist so, du, egal was du von dem willst, es macht es gut. Das ist so. Weil, und ich, schau jetzt. Da, Petris Pro. Er hat leider auf dem schönen, shiny Screen so einen schwarzen, langweiligen Kleber. Es war ja schon unter schwarz. Also es ist wie so... alles schwarz. Ja. Immer schwarz. Danke, Peter. Wo bleibt eigentlich der Digitec Dark Mode von der Jay Lunout? Okay, ja. Ich kann im Warenkorb nicht bestellen und zahlen. Es geht etwa so noch 5 Minuten, dann sollte das Problem hoffentlich behoben sein. Ja, Engineer ist dran im Moment. PK, wieso nicht das neue iPhone? Also gut, das iPhone ist ein wunderschönes Gerät und ich habe recht Freude daran. Ich bastle gerne an meiner Technologie um. Also es ist nicht, ein iPhone ist etwas, das ist aus der Kiste raus und es funktioniert und es funktioniert auf ewig. Und wenn das in Anspruch an ein Telefon ist, dann hol dir ein iPhone, weil Android wird dir das nie können bieten. Hingegen, wenn du so ein bisschen rumdrücken und immer basteln und so weiter und so fort, wenn ich das so gerne mache, dann bist du halt bei Android und dann schaust du halt einfach das gute Leistung aus dem Android-Phone bekommst. Und wenn du halt ein iPhone hast, musst du halt auch bedenken, wenn du daran interessiert bist, Daten mit anderen Leuten auszutauschen, die allenfalls nicht Apple-Nutzer sind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Es geht schon, es ist einfach ein bisschen anstrengend. Ja. Green Monkey meint, ich habe mein eigenes Dark Mode auf Digitec und von CSS sehr einfach. Schick mir da. Ja, voll. Schick mir da, weil ich bastle über dich ein User-Script zum. Vielleicht kann ich noch helfen oder so. Kannst du ja gerne mal vorbeikommen, bist herzlich eingeladen. Gib einen Kaffee. Er ist nicht besonders gut, aber ist gratis. Gib vielleicht ein Goki, das geht immer. warte mal, Petris Pro, der Yves hat das hier Petris Pro. Der René fragt, ob man immer noch per Vorauskasse zahlen soll. Ich würde empfehlen, ja. Jawohl, einfach. Definitiv. Sind einfach nur sicher gehen. Der Master XXL fragt, besitzt ein Mate 20 Pro, lohnt sich ein P30? Das P30 Pro lohnt sich auf jeden Fall. Die Kamera ist massiv besser als die vom P20 Pro. Die restliche Systemleistung, nein. Das ist wirklich, wenn du Kamera vorne willst, dann ist es da. Und wenn's, ja. Es ist auch umständlich von Android zu Apple. Naja, aber dann kannst du eben über Google gehen. Ja, du kannst Google kannst du relativ gut auf Apple Lab synchronisieren, aber ja, es ist ein bisschen mühsamer. Aber mit Google läuft es eigentlich easy, okay. Also ist jetzt nicht das Einfachste, aber auch nicht mega kompliziert. Es ist machbar. Es ist einfacher als umgekehrt. Darf ich euch ein Foto vom letzten Black Friday aus dem Lager, Großteillager zuschicken? Na, logisch, Spaß geben, ja. Ich schicke einfach. Nicht fragen, mach einfach. Bis zur Vorauskasse kommt man leider gar nicht. Eben, der Fix wird deployed, kommt. Jep, nehmen wir Fuß, Fabian. Oh wow. Ist das gegen mich? Die was Frau denn? Dort hätte nicht mal Guru-Testfragen bestanden. Was für Guru-Testfragen? Wenn das gegen mich ist, dann ist Wrong Number out. Manu, heute zusammen, ich will ja nicht nerven, aber ich glaube, jede Minute, die wir 7 Jahre kostet, momentan im Geschäft 20.000 Franken etwa. Du, wir haben keine Zahlen für das. Und aber wir haben da nichts mit den Zahlen zu tun. Es ist aber wieso, es kostet Geld. Ja. Natürlich kostet es Geld. Alles kostet Geld, junger Mann. Oder junge Frau. Nein, Manuel ist wahrscheinlich ein Das Nervenste, von Apple zu Android oder vice versa, ist, dass man eventuell Apps neu kaufen muss. Das stimmt. Tatsächlich, was Manuel sich holt. Dass wenn du von Apple zu Android oder anders unterwegs bist, dass du zum Teil Apps wieder musst neu kaufen. Das stimmt ja, tatsächlich. Das stimmt. Ja, logisch. Rush Wars Pro, ich weiß nicht, wer ihr seid. Rush Wars Pro, wir wissen auch nicht, wer du bist. Also das ist Steffi, ich bin der Dominik und du bist? Dominik und die Frau. Dominik und die Frau. Die Frau heisst Steffi. Merci viel. Ich zeige jetzt einfach mal. Ja. Was, willst du mit dem Mittelfinger zeigen? Ja, voll. Mach. Nein. Sicher? Da? Nein. Die Frau. Nice. So, Frage Matrix Pro. Stimmt es, dass es wieder ein MicroSD-Slot hat? Hat es einen MicroSD-Slot? Schauen wir doch gerade mal schnell an.
Zählt es als Bestellung, wenn der Betrag auf der Kreditkarte reserviert wurde? Eigentlich musst du eine Bestellbestätigung bekommen. Aber mach, wenn es auf der Kreditkarte, mach einfach mal einen Printscreen, das ist schon mal MicroSD. Wenn das geht. Ist ein MicroSD-Slot. Eve ist ein MicroSD-Slot. Oh, schau, der TechMag, ich weiß nicht, hat sich eingeladen, um mal vorbeikommen. Hat mal ein Upgrade-Game im Kino. Melden, yes. Das von mir können wir Glück aufziehen. Wow, yes, wir bringen ich bringe Kuchen. Ich kann Jogginghaus machen. Ja, voll. Ich kann nicht viel, aber Jogginghaus kann ich. Wir kommen jetzt. Ja, voll. Danke viel mal. 10 Minuten sind nur um Fußkasse, funktioniert immer noch nicht. Philipp, schau jetzt. Also, das ist so, 5 Minuten ist so ungefähr ein Wert gewesen. Vielleicht sind es 10, vielleicht sind es 15, wer weiß. Das look. Engineering ist am Arbeiten. Ja, schau, die Leute arbeiten wirklich mit hochroten Köpfen. Wieso hast du die Nadel in deinem Portemonnaie? Es ist keine Nadel, es ist ein SIM-Tool. Und in meinem Job ist es so, dass... Ich habe auch ein SIM-Tool im Portemonnaie. Natürlich. Das brauchen wir. Bei unserem Job musst du da. Da ist die Sparlesung, wenn wir es nicht haben. Cool. Ich muss mal schnell schauen. Ob das bei mir geht? Gell, Mann, gib fix, please. Ja, eh. Wisst ihr noch, ob es andere GPUs als 2080 im Sale wird geben? Nein, absolut keine Ahnung. Schau, alles, was wir machen, ist, wir sind da und erzählen dir etwas. Versuchen, wenn irgendetwas schief geht, also versuchen, euch Informationen zu holen, weil die Engineers sind gerade da hinten, darum sind wir da. Und euch etwas zu unterhalten, natürlich. Ja. Zoran hat gefragt, macht Logistik Nachtschicht bei euch? Nimmt mich Wunder. Nein. Weil es bringt ja auch nichts, weil die Lastwagen dürfen die Nacht fahren. Wir haben Maschinen jetzt. Ja, schon. Wir haben schon. Ja, das Lager schon, aber es muss ja vom Lager irgendwo zu den Shops kommen oder zu der Post. Ja. Aber sie machen es. Gute Nacht zusammen, Mr. Germ oder so. Switch Screen. Switch Screen. Ja, sorry. Flump, da. Nein, da. Tut es leid. Hallo, da. So, da. Jetzt besser? We want to see the people. You want to see the engineers? Well, they're working, so... And we can't show them? No, that wouldn't be fair, because they need to concentrate now. Every time I go and ask them, I actually feel bad because I'm stopping them from working. Yep, and it's not very bad. But I'm doing it for you guys. So, jetzt haben wir uns auf Grossbild, warum auch immer. Hast du umgeschaltet? Ja, voll, die wollen jetzt uns auf Grossbild sehen. Wer hat das gesagt? Ja, alle klein. Warum? Das kann nicht, vielleicht sind wir noch zu klein gewesen. Sind wir so schön? Uh-uh. Okay. Wieso kann man bei Digitec Valve Index nicht kaufen? Weil man es nicht anbietet. Kann ich überhaupt irgendetwas kaufen? Ja, Monika, ganz viele Leute kaufen ganz viele Sachen. Wenn du es nicht hast, machst du einfach Fußkasse und gut. Was ist das auf dem Whiteboard hinter euch? Ein Penis. Nein, jetzt, du musst einfach sagen, sie sollen röteln, Dominik. Ja, ratet mal, was es ist. Es. Du bist so ein Spielverderber. Und du gewalttätig. Ja, weißt du noch mehr? Ja, unbedingt. Ich kann richtig davon. Gut schlagen. Das stimmt, sie boxt. Jetzt sind die Frau und der Mann ja gross. Danke, jetzt hast du wenigstens Frau und Mann benutzt und nicht nur meinen Namen nicht gesagt. Dankeschön. Nein, sorry, bitte. Sie habt ihr das Foto per Mail gesendet? Jawohl, ja. Danke, zeig mal. Ich muss sagen, warte, schau mal schnell in unsere E-Mail rein. Da. Vorauskasse geht immer noch nicht. Ja, scheiße. Hä? Was kommt dein Foto? Sie arbeiten. Alter, komm. Wow. Okay, ich kann das Foto nicht zeigen, weil es ist echt kompliziert. Dürfen wir aber nicht. Nein, aber ganz ehrlich, ich sehe das Lager voll mit Samsung-Fernsehs. Ein Büssi. Ja, voll, ein Büssi. Schau jetzt da, wir haben Antworten, mit was hinten dran ist. Ein Büssi. Perfekt, das ist ein Büssi. Wir haben sogar zwei an, das sehen wir nicht. Update aus der Logistik. Sie arbeitet heute von 5 bis 22 Uhr und Spitzentagen auch mal von 4 bis 23.30 Uhr. So. Checkout, kurzfristige Besserung in der heutigen Zahl, Checkouts aktuell wieder flappy. Gut, ja, Checkout ist halt so eine Sache im Moment. Könnt ihr die Plastikfolie von der HP mal dahinter euch wegnehmen? Nun sieht man ja jede Person. Das kann ich machen. Der Frau. Okay. Gehst du etwas Neues bezeichnen? Hä? Was gehst du zu Hause? Geh wegnehmen. Sie gesagt, ich soll ihn wegnehmen. Aha. Aber krass, dass ihr das seht. Ich bin leicht beeindruckt.
Könnt ihr den Plastikfolie drauf? Das habt ihr Instagram? Ja, haben wir. Beide. Also meins ist öffentlich, Dominik Berlacher. Wer ist auch das? Öffentlich, Stefanie Tresch oder Steffi Tresch. Ja. Wer ist zuständig für neue Angebote? Das Produktmanagement. Ja. Ja, also neue Category Management, weil wir bei uns ist ein der Rangwahn ausgebrochen. Ich meine, ich bin ja technisch gesehen Senior Editor, ich bin aber Journalist. Die goldige Tasse vom Adi. Haben wir goldige Tasse? Ja, Mann, wir haben eine goldige Tasse. Tatsächlich. Ja. Wieso eigentlich Vorauskasse und nicht rechnen? Weil Vorauskasse das einzige ist, wo unser System nicht belastet, wenn man eine Bestellung abgibt. Ja. Ja. Denen. Weil man sonst noch angeboten hat. Der und der Playground Cup war nice gewesen. Werden wir gerne weiterleiten. Haben wir denn sonst noch Fragen? Schau jetzt da, Dead Games, Bestellung nach 100 Mal probieren, endlich raus. Wow! Wir freuen uns. Die Frau macht viel mehr als Dominik. Erstens, die Frau hat nach wie vor einen Namen. Wie heißt denn du? Ich bin Steffi, hoi zusammen. Genau, und es ist mir eigentlich auch gleich, wer da mehr macht. Ehrlich gesagt. Weil, ja, okay, er redet auch nicht mit dir, sondern gerade mit denen vorher, weil sie immer die Frau ist oder so. Die Frau, Mann. Die Frau macht sehr viele Videos. Leute auf Twitter aus. Oh ja, Twitter. Da haben wir nicht Twitter offen. Schau mal bei dir. Twitter an. Tweet. Leute, Flip. Ja, das ist der letzte Kommentar. Wir haben immer noch 169 Zuschauer. Das funktioniert irgendwie nicht. Bonsoir, votre site tombe systématiquement à la validation du paiement pour digitec.ch. Pourrez-vous m'aider, s'il vous plaît? Maxime, non. On est en train de le fixer, mais on ne sait pas. Via YouTube, ihr Geschäft, 80% Black Friday, Kam Huang meint etwas. Okay, schön, Wörter. Bei Digitec sind gerade viele Nintendo-Spiele im Angebot, wie Luigi's Mansion, Let's Go Pikachu, außerdem eine Hammerpreis für Switch Lite, bla. Okay, haben wir zur Kenntnis genommen. J'espère, pour l'instant, c'est surtout. Er wird einfach ein Prozess, so. IDK, who will win the fight for data, bla bla bla, Wörter. Okay, gut, wir haben Twitter akzeptiert und angeschaut. Schön, wir haben Twitter zur Kenntnis genommen, Twitter. Ah, da hat jemand gemeint, etwas sei jetzt durch mit sei in Bestellung vorhanden, aber ohne Bestellbestätigung. Wäre im Fall noch kritisch. Bestellbestätigung ist schon, braucht ihr eigentlich? Ja. Ich glaube, dann ist die Bestellung nicht durch. Den haben wir da. Logisch, dass wir Zuschauer niemand zuchecken. Ja, weißt du, das war unser grosser Plan. Ja, ich habe eigentlich organisiert, dass die Seite nicht funktioniert heute. Ah, darum sind die Hamster nicht drin? Ja, voll. Nur damit ihr alle uns zuschaut. Weil eigentlich haben wir ja am Morgen um 2 nichts Besseres zu tun, als da oben zu sitzen auf der Arbeit in einem leeren Raum. Hallo ihr zwei, hat die Frage zum Digitec Connect Angebot schon wieder. Es steht, es kann nur ein Code pro Anschluss eingelöst werden. Ist damit gemeint, dass einer pro Nummer oder einer pro Nutzergruppe? Merci und gute Nacht. The fuck? Ich check nicht mal die Frage. Sorry. Ja. Das Luca, kannst du antworten? Das ist es bitte. Pinky and the Brain, ja voll hart. Gibt sicher Nachtzuschlag. Schau, ich bin jetzt einfach nur noch die Frau. Du bist einfach nur die Frau. Hey, ich bin Steffi. Ja, Mann, Rush. Hey. Ich bin auch eine Frau. Obwohl, wer sagt eigentlich, dass ich eine Frau bin? Was? Ja. Also wenn du keine Frau bist, dann nie fragen. Du hast schon mal von... Es gibt so OPs, hast du schon mal gehört? Also bist du ein Stefan? Allenfalls schon. Also Steffi, lass es. Also ich habe mir schon immer... Es hat schon viele Leute gesagt, dass ich eine sehr tiefe Stimme habe für eine Frau. Das erklärt auch dein Bart, den du manchmal hast. Da. Also eigentlich habe ich so einen Schnurrbart. Jawohl. Ganz also schlimm. Und manchmal zwirbeln sie ja. Genau so. Also eigentlich habe ich so Katzenschnauz-Dinger so. Es ist mehr so. Und so Öhrli. Schon? Ja. Da. Hey Steffi Untermann. Oh, besser. Danke. Ja, lieber die Frau Gleichberechtigung. Die Anatomie. Steffi, die Anatomie sagt, dass du eine Frau bist. Die Anatomie sagt, dass ich eine Frau bin? Mm. Ah. Das ist eine Idee. Revolutionäres Konzept. Shit. Aber schon ein bisschen assi. Können wir wieder weg von voraus...
Vorauskassung fragen, Dominik, Stein, Aufgabe, Gang und Frage. Soll ich bin ich dran? Ich ja, gehe mal. Ich war letztes Mal. Ja, beweg deinen Arsch. Du ja. Musst auch rennen. Ich renne von jedes Mal. Es ist morgen um fucking 2. Ich renne jedes Mal von unseren Leuten aus der Community. Ja. Beweg deinen fetten Arsch. Ja, du musst mir nicht erzählen, was es so gut ist. Also, ich habe gesehen, ich habe jetzt versucht, Dominik ein bisschen dazu zu bewegen. Ich bin sicher schneller bewegen für euch. Hey Steffi, die Bestätigung per Mail muss nicht sein. Okay. Wenn die Bestellung unter Bestellungen ist, kannst du ja die Bestätigung ja ausdrucken. Ja, ja, das schon, aber du musst trotzdem eine Bestellbestätigung haben. Das findest du schon auch in deinem Benutzerkonto. Da hast du recht, Urech 84. Danke vielmals. Well, danke Philipp. Sehr viele Peter ja dabei. Ja, das ist so. Wann geht die Quotenfrau schlafen? Jetzt noch nicht. Das Bild ist besser geworden. Cool. Nice to know. Steffi, wann kommt der neue Produkt? Es ist so, dass wenn etwas leer gekauft wird, dann rücken andere Sachen an. Erst dann. Also das heisst, die Leute müssen shoppen. was haben wir denn da? Könnt ihr euren Namen aufschreiben, Steffi? Also ich bin eben Steffi mit PH und IE. Das können wir so später noch machen. Jetzt geht nicht. Braucht ihr eigentlich? Was brauchen wir eigentlich? Was? Habe ich gerade den Faden verloren. Dann sind und bei einigen nicht und deswegen die Produkte rausgekommen sind, tun dann nochmal zusätzlich die gleichen Produkte rein. Was ist die Wie ist das, wenn bei der Mehrheit der Leute Server down sind und bei einigen nicht? Was? Wartet zusammen, gerade der Dominik zurückkommt. Hör auf geilen. Niemals. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Erstens. Da hinten, das Mikrofon ist da. Jawohl. Erstens, Sie sagen, ein gewisser Frust macht sich so langsam breit dort hinten. Weil es ist morgen um 2 und es funktioniert nicht. Und ja. Der Fix hat nicht ganz so gefrucht, wie man es gerne hatte. Ferner sagen Sie, das müssen wir wieder da hinten montieren. Das ging gar nicht, dass wir die Plastikabdeckung von der Bildschirm abnehmen. Das hat der Röni gesagt. Röni! Hallo! Ich kann nur unsere Community. Ich bin nur unserer Community nachkommen. Haben wir das schon der Jan Heidreich, Steffi. Das Nachklicken funktioniert momentan auch nicht. Ich denke nicht, dass es vor dem Morgen noch neue Angebote geben wird. Ja, shit, hä? Also, es sieht so aus, als... Röni, eine schlechte Nachricht für dich, das nicht mehr montieren. Ich habe es kaputt gemacht. Ja, Steffi zu schliessen. Gut, was haben wir sonst noch? Goldfinger immer noch am Schlafen, definitiv. Die sind noch nicht da. Ich bin Gillette, Abdi und rasiere euch. Nein, sicher nicht. Ich habe einen Barber für so etwas. Also, schau. Zum Beispiel, wenn ein Staubsauger ausverkauft ist, aber man hätte unbedingt wählen, aber der Server ist ja down und der Frust wäre sehr gross, tun ihr dann noch mehr Staubsauger rein? Cosmo und Wanda-Fan. Du kannst immer so frech sein und einfach nachfragen im Kundendienst. Und wenn du ganz lieb bist, who knows? Ich will es versuchen. Ja, versuch es mal. Schreibt einfach ganz lieb, hey, ich unbedingt den zu diesem Preis wählen. Es ist jetzt weg, könnt ihr irgendetwas machen. Wieso nicht? Probieren kann man es ja. Das Schlimmste, was ich könnte sagen, ist nein. Also Cosmo und Wanda-Fan fragt nach unserem Instagram-Namen. Ich habe gesagt, Dominik Berlacher. Willst du schreiben? Ich habe gesagt, wir schreiben später. Ja. Also wenn du nach unseren Namen suchst auf Instagram, findest du uns. Mach einfach, ist einfacher. Schon 2 und ich arbeite morgen an der Kasse. Ja, du, bei Microspot tut alles gut. Ja, schön für den Microspot. Ist gut. Dann ja, merkt das niemand, dass ich posten kann. Wir können eigentlich, wenn wir jetzt bei groß sind, könnten wir den Stream eigentlich hier haben, dann könnten wir da ablesen. Dann müssen wir lieber so auf den Laptop. Da gross, meinst du? Ja, das stimmt. Also, wir machen jetzt für uns den Stream hier eine gross. Dann können wir uns selber zuschauen auf dem riesigen Bildschirm. Das ist ein bisschen awkward, sehr, muss ich sagen. Können wir nicht? Aber eigentlich müssen wir... Aber dann muss ich mich hier einloggen, das will ich... Ah nein, muss ich nicht, sorry. Stimmt aber nicht. Genau. Ich bin langsam weg im Mühe, glaube ich. Ja, langsam merken wir es. Ah, schau jetzt da. Es ist schon noch blöd, dass das Bild ist ein falsch. Jetzt können wir da... Wirklich nicht sogar... Der Chat. Okay. Genau. So. Am Anfang habe ich eben noch meinen Chat schriftlich geantwortet, ein bisschen, aber das ist jetzt vorbei.
Oh, easy. Wow, schau, jetzt haben wir euch richtig gross drauf. Jawohl. Also eure Fragen. Der Sound ist weg. Immer noch. Gibt es das... Der Sound ist weg? Bei uns nicht. Also ist der Sound immer noch weg? Matthias, Benedikt, kannst du bitte noch mal kommentieren? Ist der Sound weg? Warte schon. Warte, das machen wir so. Immer noch. Sound ist da. Danke. Ja, jetzt mehr spätestens, jetzt ist er sicher da. Kannst du bitte... Chat wieder? Ja. Da. Da war eine Frage zu... Kannst du mal aufscrollen? Zum iPhone habe ich gesehen. Wo war jetzt das? Gibt es das iPhone 11 Pro heute noch günstiger? Uff, keine Nein. Ahnung. So funktioniert das nicht. Später gleich. Ich habe keine Lust. Ja, schon. Da hast du richtig. Absolut recht. Ja, es ist schwierig, es ist gar. Das Problem ist, wir sind auch nicht da, um uns persönlich zu promoten, sondern um ein bisschen euch zu unterhalten, um ein bisschen allenfalls Hilfestellung zu bitten, um das Engineering ein bisschen zu entlasten. Wir schinden eigentlich nur Zeit, dass die Engineers arbeiten können. Genau. Du hast jetzt zwei Bestellungen drin, Dominik, was machst du? Irgendjemand hat geschrieben, oder er hat zwei Bestellungen drin, das ist voll okay. Schreibst du dem Kundendienst raus, du willst zwei Sachen. Ja, voll. Zweimal das Gleiche, whatever. Microsoft hat keine Ahnung, wenn solche Kundendienste haben. Schlimmste Firma einfach. Lass jetzt. Ich meine, Microsoft ist okay. Seine Konkurrenz. Wenn man keine Konkurrenz hat, müssen wir uns nicht mehr anstrengen, dann wären wir auch schlechter. Könnt ihr euch nicht so ein schwarzes Loch sein, wenn so ein Server down sind? Wir könnten, aber just because we can does not mean we want to. Ist der Kundendienst jetzt auch aktiv? Hoffentlich nicht. Ist der Kundendienst jetzt auch aktiv? Hoffentlich nicht. So viel ich weiß nicht. Nein, voll nein. Nicht. Weil ich meine, nur schon. Oh nein, das darf ich nicht sagen. Nein. Oh, darf ich nicht sagen. Okay. Wie lange müssen wir eigentlich streamen? Ich habe von Rachkasse auch eine Mail. Jo. Aber wenn du keine bekommen hast, schau in deinem Kundenkonto nachher. Und zwar unter, ich weiß gar nicht auswendig, in deinem Profil rein. Kannst du. Ist wieder da, nicht? Wie lange müsst ihr eigentlich streamen, bis der Server wieder funktioniert? Ja, ungefähr. Ja. Also bis einfach das Schlimmste vorbei ist, bis wir wissen, es ist stabil, dann gehen wir heim schlafen. Also du gehst auf dein Profil und danach unter Bestellungen. Einkaufen, Bestellungen. Oder hey, Michael oder Keller, der Server ist der Konkurrenz momentan besser? Ja, easy, dann zu der Konkurrenz. Ja. Also wirklich, nein. Look, wenn look, es ist wenn so, du etwas willst, posten dann post es. Ist einfach, es ist du kannst uns zuschauen und woanders bestellen. Ja, das ist voll okay, Mann. Es ist easy. Dominik, meinst du, wird es das Jahr nochmals mit dem Matrix Pro Anfang nächstes Jahr? Handgelenk von Pete das Jahr. Am Dienstag bringe ich den Hack raus, wie ich es angebracht habe, Google Services drauf laufen zu lassen. Wir haben auch ein Video dazu. Ja, es ist wirklich... Können wir Livestream ein bisschen mehr über die aktuellen Neuigkeiten bei uns von Hauskassen News reden? Nein, du weißt es ja schon, das müssen wir gar nicht. Wieso müssen wir dir etwas erzählen, was du uns gerade erzählst? Bing mal. Bestellungen sind im Konto aufrufbar, leider keine Einzahlungsstellen vorhanden. Mm. Ich hoffe, am Morgen kann ich die Vorauszahlung auslösen. Ja, hoffen wir auch. Aber in der Regel kommst du dann ein Mail über. Ja. Also morgen gehen wir schlafen. Ja, wir gehen morgen schlafen. Morgen haben wir noch einen harten Tag und nachher sind wir dann pennen. Ja, ich habe morgen einen richtigen harten Tag. Also heute eigentlich. Es ist immer noch Donnerstag, bis ich geschlafen habe. Schau, Dominik, jetzt kannst du mal gross reden. Was haltet ihr vom China-Trump-Konflikt? Oh. Der Trump! Eines von unseren Lieblingsthemen. Okay, also, was haltet ihr davon? Es ist, Donald Trump hat mal beschlossen, dass jetzt China und im Spezifischen Huawei eine Bedrohung ist für etwas. Er weiß es selber nicht so genau. Weil der Trump hat ja einfach eine an den Waffeln. So weit würde ich nicht gehen. Also ich meine, China, wir reden jetzt nicht über China, das ist ein bisschen gefährlich. Wir reden auch über China, aber jetzt fange ich mal in den USA an und noch kurz über China reden. Also, es ist so. Den hat Trump gefunden, dann macht er es jetzt mal, weil er gefunden hat irgendwo im Internet gelesen, dass China Bedrohung ist. Und das hat recht gut getönt, weil er auf eine Seite gepasst und sein Name ist in dem Text gesprochen, also hat er dann gelesen. Wahrscheinlich war es ein Satz gewesen. Ja. Weil ich meine, mehr kann The China is the evil. Ist dort der Schneller nicht gefunden, der tönt gut, ich bin orange. Hell yeah. Und dann hat er einfach mal ein Handelsembargo verhängt. Huawei hat gefunden, ja, schön für dich. Und da ist jetzt die aktuelle Situation. Mhm. Die Sache ist, es wundert nicht, dass einer Größen, wenn ich Größe habe, schon gefragt. Ja, okay. Dann ist da noch der Game Tier aktiv und wenn ja, was? Nein, ich sicher nicht.
Alles, was ich game, also ja, ab und zu ist, oh nein, jetzt oute ich mich, das ist mega übel. Wie war's? FIFA. Es ist langweilig, es ist tot langweilig, aber das ist das Einzige, was ich mache, ist FIFA. Und dann habe ich noch so Quiz-Games ab und zu, aber auch nicht mehr, nein. Der Michi Keller meint, warte bis Microsoft Surface durchkommt, Fotodisplays sind immer anfällig. Woher willst du das wissen? Das stimmt gar nicht. Soweit ich das beurteilen kann, sind Fotodisplays nicht anfällig, sie fühlen sich verschrottig an. Also empfehle dir das Galaxy Fold und so, ja, es ist einfach, ganz ehrlich, es ist einfach viel zu teuer. Ja. Und ich würd einfach noch warten, bis die Technologie und das Ganze einfach ein bisschen ausgereift ist. Ja, warten, also zwei Generationen oder so. Ich meine, schau, Samsung hat schon das zweite Phone, kurz nachdem sie das erste auf dem Markt gebracht haben, schon das zweite angekündigt. Das kann einfach nicht gut sein. Nein, das zweite kommt. Es ist okay, aber es ist einfach, es fühlt sich komisch an. Wir haben das Video dazu gemacht, könnt ihr gerne schauen. Boah, sicher wieder so. Es ist einfach... Nein. Dominik, du geile Sau, spielst du? League of Legends. Du bist geile Sau, offenbar. Nein, ich spiele nicht League of Legends. Ich spiele eigentlich gar kein Videospiel. Also ich weiß, es wäre so völlig, ich wär völlig Stereotyp, wenn ich so noch ein Gamer wäre, aber ich bin ganz fies, aber ich bin kein Gamer. Ich spiele etwa die, spiele mal ein bisschen Injustice 2, dann gelegenheitlich so ein Counter-Strike auf dem Handy. Was spiele ich noch so? Mad Max auf der PlayStation. Mad Max Fury Road! Ja. Witness. Fotodisplay kannst du knicken. Ja. Endlich durchkommen mit Vorkasse. Viel Glück noch und Peace out. Hey, super, yes. Joel. Wir freuen uns. Schlaf gut. Und dann war es 5G-Antenne und in Bern ist niemand gestorben. Ich glaube auch nicht, dass 5G jemand sterben wird. Es sieht auch komisch aus, wenn es zugehabt ist. Absolut richtig Yves Fold. Es sieht wirklich scheiße aus, wenn es zugehabt ist. Und meine Theorie dazu ist, also es ist ja einfach dann so, oder? Also es ist wie, wie wenn du so im Schattenspiel den Schwan machst. Okay, jetzt habe ich gemeint, es ist ein anderes Wort im Fall. Nein, wenn du das erste Mal mit Schwan angefangen hast, habe ich gefunden, es kommt etwas anderes. Ganz sicher nicht, das Wort haben wir schon benutzt. Also, kommentarlos. Also schau, und dann habe ich einfach gefunden, da kommt doch einfach Dreck rein. Wenn ich das in meiner Handtasche, wo ich esse, nass ich alles durcheinander. Schön. Ich sehe einfach, ja, das ist ein zusätzliches Problem, finde ich. Und zumal halt der Screen ist ja nicht dann so fest wie der, logischerweise, weil den kannst du ja nicht biegen. Du kannst es versuchen, wenn du halb bist, schaffst du es vielleicht. Aber ja, nicht, wenn Steffi heiß ist. Geht nicht. I tried. Der Schad, wir können uns weniger angiften, einige. Ja, können wir voll machen. Aber es ist tatsächlich so, ich habe keinerlei Hinweis darauf in all meinen Tests, dass ein faltbares Display anfälliger ist, okay, wie ein Herz. Dann steht Steffi, wie viel gibst du mir für Zalando aus? Also erstens Steffi mit PA wichtig. Zweitens, keine Ahnung. 3,40 €. Ja. Motor Racer, besser für Galaxy Fold. Einverstanden. Ich finde, das Racer sieht interessanter aus, aber die Specs sind schlecht. Haben wir eine Wachablösung? Nein, haben wir nicht. Schön wär's, nein. Bestimmt. Dominik, Lieblingsserie, das ist doch mal ein gutes Thema. Mr. Robot. Sehr geil. Ja. Die unsere Videos schauen, wissen das eigentlich. Ja, also look, Mr. Robot ist so seit 2 Jahren ungefähr. Also das ist wie so. Gibt es eigentlich ein Wundervoll noch? Nein. Hey, ich sehe irgendwie nicht die neuen Sachen nicht. Ich muss doch ein bisschen weg. So. Mandalorian, nein, Mandalorian ist gut, aber ist nicht das Beste. Gibt es eigentlich Valley das Ubuntu Phone noch? Nein. Silicon Valley? Ja, ist mir empfohlen worden. Ich habe es sogar irgendwo noch, aber ich habe es noch nicht mal angefangen. Was? Bezahlung bei Aurig funktioniert ebenfalls relativ zuverlässig. Hey, ja, voll, da haben wir auch selber nicht dran gedacht. Ach, stimmt, ja. Steffi, was? Steffi mit PH? Mit PH. Du musst schlafen, Urrecht 84. Hey, wie Peter! Ah, jetzt komme ich raus. Jetzt geht es. So, jetzt Moment gegangen. Es ist morgen am 2. Der Dominik ist auch müde. Hey, ich spüre es hart nicht mehr. Tamplet. Salut zusammen. Hoi, Tamplet. Tag ist super. Tellerrand, du hast absolut recht. Pfeffi. Pfeffen. Steven. Würdest du dich digitalisieren lassen wollen oder mit Stil sterben? Ob du dein Gewissen willst,
Dann gibt es eine virtuelle Version von dir. Nein, voll nicht, Mann. Wenn ihr schon eigentlich genug, wenn es sie in echt gibt, dann brauche ich die nicht noch virtuell. Nein, wirklich nicht. Silicon Valley ist so gut. Okay, ich will es schauen. Jawohl. Happy Birthday, Raff Keller. Oh, Tschernobyl. Ja, ich habe angefangen, aber ich weiß im Fall mega, es ist mega, mega. Ich hatte nicht fertig schauen. Irgendetwas, ich weiß, dass der KGB hat das gemacht, ist einfach einer hinter der Tür gestanden, ist ein Rum reingekommen, aus. Und irgendwie hat mich das so komisch verwünscht. Oh, habt ihr auch mehr Cumulus für euch vorbei gekauft wie andere Migros-Angestellte? Nein. Wir haben sowas von null Migros-Bonus. Wirklich nicht, Boni, sorry. Wir haben wirklich nichts, oder? Nein. Einfach nicht. Nicht. Wir nicht, also, es gibt ja, glaube ich, auch andere Migros-Leute, können dann so auch die Migros-Club-Schulkurs machen, das können wir auch nicht. Fifi spielt aber nur FIFA 15. Das aber Stranger Things! Stranger Things, absolut richtig! Absolut richtig, Stranger Things ist der Burner. Geiler Sound, geile Story, einfach alles, coole Effects, alles was es braucht. Findet sie gut. Jawohl, tue ich. Ist das ein Rode Procaster? Ja, voll. Ja, ist es. So, ich glaube, jetzt hat es geklappt. Bestellung im Profil, aber noch kein Mail. Sehr geil. Yep. Kann man so machen. Gut. Tommy und Fe. Bist du echt ein St. Galler Peter Sieber? Ja, ich bin St. Galler und Gnazi bin ich Rorschacher Seebub. Jetzt weisst du es. Haben die meisten, die bei euch arbeiten, eine Lehre oder einen Uni-Abschluss? Ja. Ja, voll. Beides. Ja. Irgendwie, also respektive Skizzonige und Skizzonige. Ja! Ja! Röne, Roger, du bist auch so super. Gut. Oh. Stranger Things. Da kommt bald, ich freue mich auch. Fargo. Ah, ich muss sagen, mit Fargo habe ich habe die ersten etwa 3 Folgen geschaut und aus keinem Grund aufgehört. Fargo ist ziemlich gut gewesen. Also die Schauspieler sind großartig. Das hat mir nicht gefallen. Ich muss sagen, ich habe nach der ersten Folge, ich habe nicht mal die erste Folge fertig geschaut. Das Problem ist, wenn du mich am Anfang nicht packst, ich bin so schnell gelangweilt. Ja. Ich bin gerade fort. Digitech Merchandise. Lieber nicht. Nein. Ich meine ganz ehrlich, also es ist allgemein so, wenn du Merchandise kaufst, also wenn du, sag mal, Band-Merch kaufst, dann laufst du quasi als Werbeplakat für die Band rum. Willst du wirklich als Werbeplakat für Digitech rumlaufen? Da will ich ja nicht einmal ein und ich arbeite da. Haus des Geldes, ja, aber ja. Dort habe ich im Fall nach einer Weile aufgehört. Ja, es ist wie so, die erste Staffel war der Wahnsinn gewesen. Und dann war die zweite, die mich... Irgendwann habe ich einfach aufgehört, weil es dann einfach so etwas abgespaced wurde. Und so ein bisschen, Breaking Bad. Breaking Bad. Oh ja. Ja. Oh ja, Breaking Bad. Da hat es einfach wirklich sehr viele Fans. Es ist einfach eine grossartige Serie. Ja. Sie, absolut geile Serie. Vor allem dort, wo noch geht, die anderen, wo seinen Sohn entführt haben. Grossartige Serie. Westworld. Letzte Staffel von Game of Thrones. Uff, schwierig. Von der Story her interessant, die Umsetzung ist schlecht. Ich weiß nicht. The Good Place, doch, ist geil. Aber Dominik hat auch nicht so gern so, wie soll ich sagen, Comedy. Ich bin mega Comedy-Snob. Ja, also ich habe es gut gefunden, bin nicht auf dem aktuellen Stand, muss ich sagen. Welche Figur bei Dragon Ball Z wolltest du sein? Ja, Vegeta. Ich kenne Dragon Ball Z nicht, ich kann das nicht mögen, sorry. Ja. Suits bis zur vierten Staffel ist gut. Ja, ungefähr. True Blood, es hat mich dort angepisst, als ich gemerkt habe, dass die alle mit dem verdammten Südstaaten-Akzent reden und einfach nur Sex haben. Der Simon Hess hat 8 Bestellungen für das gleiche Produkt im Profil. Yay! Sehr gut, du kommst... Kundendienst schreiben! Du kommst mal einfach 8 PCs über und irgendwie... Avatar, Herr der Elemente! Fuck yeah, Mann! Wow, habe ich letztens wieder geschaut. Avatar ist so geil. Aber habt ihr den Film gesehen? Der ist offenbar nicht gut. Nein, der ist wirklich ganz schön. Vor allem, sie hat sich Penis haben. Wo du Prinzessin, Mondprinzessin, wohin sie ist, geht das Haar und dann ist es wie so ein Penis. Ich fand das funktioniert. Ohne Scheiß. Super. Hey, ich bin seit 2 Stunden und probiere zu bestellen und nichts geht. Gibt es ein Update? Nein, sie ist wüsste. Was läuft eigentlich in unserem Chat? Wir haben so einen internen Chat, ich kann mal nachschauen. Meine Mutter war ja eine gar nicht so schönen Altstädten. Altstädten ist super. Ich habe mal dort geschafft. Ich habe so 5 Mikrofon-PCs gespielt. Ja, dann ist. Holy shit. Mifcom-PCs. D-Deal, Sony, XM3. Oh, der XM3 ist Aktion. Steffi. Was? Auf D-Deal ist der Sony WH1000 XM3 der neues Cancelling. Fuck, ist mega günstig. Ja, eh. Hey, mega geil. Merci für den Tipp. Geil, geht auf D-Deal, ist super. Die Kopfhörer sind geil. Ja, Friends? Nein.
Friends? Nein. Halt nein, Mann. Nein, kann wirklich nicht. Nein. Breaking Walking Bad. Dead, man, Walking Dead. Habe ich so bis etwa vor die 7. Staffel habe ich geschaut. Nachher ist es irgendwie einfach. Irgendwie einfach blöd. Oh, schau, da habe ich noch Fragen von Facebook. Danke, Rinalda. Rinalda ist vom Social Media Team und hilft auch, Fragen beantworten. Und wir haben halt überhaupt nicht auf Facebook geschaut. Der Remo Ledermann fragt, ihr dürft heim, wenn es wieder stabil läuft. Habt ihr genug Red Bull? Leider nein. Ich hasse den Red Bull. Aber wir haben nicht genug. Dann der Tom Ryder, Black Friday. Noch, was ist da für eine Frage? Ah, es gibt verkaufte Produkte, werden laufend ausgestaut. Nada, Sony, Alpha 7A3, oh, ich kann nicht mehr reden. Egal. Aktion beendet, nichts nachgelegt. Look, es heisst nicht, dass wenn etwas ausverkauft ist und das gleiche Produkt nochmal kommt, dann würde ich keinen Sinn machen. Sondern es kommen neue Produkte, es geht um das. Und ja, schaut morgen wieder vorbei. Mehr kann ich auch nicht sagen. Was hat es am Dienstagmittag zum Dessert gegeben? What? Der Flo 316 fragt das. Dienstagmittag zum Dessert? Wann war es Dienstag? Weißt du? Vor ein paar Tagen. Heute ist es Donnerstag oder Freitag oder so. Es war Black Friday, hat ja Freitag. Das weiss ich doch nicht. Ich esse gar kein Dessert, meinst du? Am Dienstag waren wir am Essen. Die Formen in der Migros, oder? Das weiss ich doch nicht. Ich kann nicht, ich weiss knapp, wann ich heute Mittag hatte. Hast du uns dann mal gesehen? Kannst du uns vielleicht zeigen? Ja, nächstes Mal komm einfach vorbei und sag hoi. Wo habe ich in Altstädten gearbeitet? In meinem Büro. Und je weniger ich über das Büro verliere, desto besser. Frage zu Digitech Connect 12. 12 Monate Daten Flatrate. Wieso frage ich dich immer zu dem, Mann? Ja, wenn ich das kaufe, zahle ich da wirklich nur 10 Franken pro Monat für unlimitiert schnelles Internet im Voraus. Also schnell ist so ein bisschen. Schnell ist relativ in dem Bezug. Ich meine, schau, Digitech, wenn du angestellt bist mit 10 Stutz, dann kostet es 10 Stutz, wenn alles andere ist. 10 Stutz pro Monat unlimitiert, ja. Ja, wenn du 10 Stutz unlimitiert, dann ist 10 Stutz unlimitiert. Irene vom Brandmanagement bei uns intern fragt, wann gehen wir ins Bett? Wird's später. Ruhiger? Nein, es wird nicht ruhiger, wir sind immer noch da. Twitter ist offenbar am Brennen, check mal Twitter. Check mal Twitter. Wow, unser interner Chat da läuft ab. Ja, ich schaue, einen Moment bitte. Haben wir noch irgendwelche sonst Fragen? Hey, an die lieben Leute von Facebook, es tut uns leid, dass wir nicht auch den Facebook-Chat angeschaut haben. Also ich versuche jetzt hier aus unserem internen Chat eure Fragen rauszuholen, weil wir können einfach nicht alles wie machen. Ja, es ist okay. Vor allem ich nutze eigentlich praktisch kein Facebook, darum es tut mir leid. Der Julien Baïs, der meint, «Bonjour, impossible de finaliser une commande redirection datatransfer digitech.ch, car pas blanche solution, on n'a pas encore.» Oh Yves, deine Bestellung will immer noch nicht durch. Oh, das tut uns leid. Scheiße, probier es weiter. Ja, und sonst mal morgen. Sagen, also wenn niemand etwas kaufen kann, ist man morgen immer noch da. Könnt ihr noch mal fragen? Du bist da? Nein, ich komme, ich frage mal im Chat. Du bist hart. Ist der René drin? Nein. Gut. Twitter sieht dasselbe Artikel bestellen, gar nicht was tun. Wenn es immer noch ein Problem ist, morgen, und wenn du tatsächlich immer Sachen bekommst, einfach einen Kundendienst anrufen, die regeln das. Cool. Also mein... Schau, der Fabian Schlegel ist durchgekommen. Probiert yes, einfach immer wieder. Es läuft langsam. Ja. Wie meine ich, der Digitech Connect ist nicht. Also, was du musst wissen, Rush. Steffi und ich haben ganz andere Ansprüche an ein Mobilabo. Erstens, wir brauchen mega Roaming, weil wir sind recht oft international unterwegs. Und zweitens, wir brauchen wirklich einen Datendurchsatz so hoch wie noch irgendwie möglich. Also, und wir sparen da nicht bei so etwas. Also, ich zahle etwa 100 Stutz im Monat für mein Mobilabo, und Steffi auch etwa. Aber das ist einfach, wenn wir professionell. Würde ich es so sein, dass wenn wir Daten transferieren müssen, dann darf es nicht an unserem Abo liegen, sondern es muss einfach daran liegen, dass das Phone dann halt langsam ist. Wie ist der technische Stand für neue Produkte? In Feed geben, immer noch erst morgen. Ja. So wie es aussieht, ja, sorry. Ja. Von deinem Fernseher gibt es noch 40 Stück, dann kauf 40. Yes, ist jetzt gegangen mit Verauszahlung, was ja, ihr seht. Jawohl, es kommt langsam. Peter Sieber, ist das ein Schulungsraum? Nein. Es ist nur so, der Raum, wo wir jetzt gerade sind, oder der Bereich, wo wir gerade sind, der ist relativ neu bei uns. Daher ist er relativ leer noch. Ja. Schaut, in einem Jahr wird das Pumpen voll sein, wenn es so weitergeht mit uns. Es ist einfach, wir kommen in Space rüber und dann sieht es so leer aus wie jetzt. Und dann plötzlich sind ganz viele Menschen da rein und
Es ist voll und ja. heiß und laut. So funktioniert das immer. Hat Galaxus und Digitec dasselbe Kundendienst? Ja. ja. Ich wollte nicht 40. Was? Und nicht 40 kaufen. Schau, du brauchst jetzt einfach 40 Fernseher, das haben wir jetzt beschlossen. Fertig. Wo seid ihr in Zürich? Ja. Zürich West? Ja. Danke für euch super und alle. Ich wünsche, dass ich nicht zu lange mehr mache, wir auch nicht. Ja. Danke vielmals, Fabian, und gute Nacht. Gute Nacht, ja. Kommen Produkte, die nicht mehr erhältlich, nicht mehr zurück? Nein. Also, Podcast Shadow Road Procaster? Nein. Wenn weg, den weg. Ja. So, mehr Fragen zu Produkten oder uns, könnt ihr irgendwie fragen. Ist der Roman Föhrlibuch Pfingstrad 60? Ah, Pfingstrad, ja, sorry. Da bin ich gerade selber ein bisschen so was, will ich Lukas Batsch, es geht langsam wieder, es kommt langsam, sehr geil. Ja. Hey, liebe Engineers, danke vielmals für sind Helden die Arbeit, ihr seid Helden, merci vielmals, ihr redet uns da den Arsch. Jawohl. Also, schau, ich habe jetzt da Facebook. Team, ich habe eben die Oculus Rift bestellt. Betrag wurde von der Kreditkarte. Crashy Moose meint. Schau, jetzt mach voraus, Kasse. Mhm. Kann ich mich auf morgen fragen, Kreditkarte wurde eben belastet, aber keine Bestellung sichtbar. Geh halt immer auf Wohle, ist unser Lager. Ey, Sam, komm doch einfach vorbei, Kaffee. Wenn du Auftragsbestätigung hast, ja. Ja, dann bist du auf sicherer Seite. Dann also, dann, ja. musst du es bekommen. Alle Wasser auf Facebook meint, was für eine Scheiße, über 10 Minuten an der Kasse, aufs Mal kommt die Meldung, der Preis hat sich geändert. Vier Ausrufezeichen, meint alle Wasser. Ah, das kann natürlich sein, dass unter Umständen haben andere vor dir das Zeug ausverkauft zu dem Preis, weil Black Friday ist limitiert. Wenn du also 100 Stück hast und du bist der 101. Käufer, dann kann es sein, dass du halt jetzt mehr zahlst. Es tut uns mega leid, das ist Pech, das ist wirklich Pech. Und wenn es jetzt so ist, falls das Zeug immer noch im Shop ist, dann ist es ein Fehler und dann würde ich mich beim Kundendienst melden. Kann man auch via Mail eine Bestellung stornieren? Ja, easy. Doch. Was? Kann man per Mail? Mal sicher, Mail an den Kundendienst. Kann man über... Ja, voll. Ja, mach Mail an den Kundendienst. Ja, kein Problem. Wie machst du das? Wie machst du was? Aha, wie machst du das, dass du durchkommst? Hey, immer wieder probieren. Die, die es schaffen, lange zum einfach wieder zu kaufen, drücken. Ja, es wird lange, früher oder später wird es funktionieren. Was? Also, ich habe ein Rode NT-USB vom Kollegen bekommen. Schau, es ist grundsätzlich so, du kannst es probieren. Es kommt halt immer noch darauf an, was, wie es kaputt gegangen ist. Also, wie du garantierst, sicher, los, einschicken. Also, ich komme Update aus dem Engineering über. Danke, Thomas. Deploy eines weiteren Fix für Shop Checkout 2:10 Uhr. Also, wir sind bereits. Es hat noch ein Fix rausgekommen. Der Kundendienst wird morgen der schlimmste Tag vom Jahr haben, sagt der IFR. Ja. Schau, ganz ehrlich, unser Kundendienst. Das ist ein harter Sicher. Das ist ein harter Sicher. Ich meine, wie oft werden die beleidigt, ganz im Ernst? Schau, wenn ihr morgen schreibt, sind doch einfach lieb, weil wenn ihr lieb sind zum Kundendienst, kommen wir vielleicht auch mehr von ihnen über. Weil, ich sage, wie mit euch, wenn ich lieb mit euch rede, fühlt ihr euch auch besser, oder? Das ist recht simpel. Ich meine, sie können wirklich am wenigsten etwas dafür. Ja, voll. Euer Customer Care ist legendär, danke viel. Wo kann man Haustier kaufen? Ich habe mal gehört, man kann es auf tutti.ch kaufen. Schau, wenn du Haustier willst, wenn du bei uns willst, geh in dein nächstes Tierheim oder einen Hund und nimm dir, adoptier dir dort ein Viechli, weil die haben keine daheim. Und ich meine, schau, jetzt zum Beispiel im Beispiel von Hunden. Hunde haben immer das Gefühl, sie müssen dem Menschen gefallen. Und wenn ein Hund in einem Tierheim ist, dann hat er das Gefühl, er hat versagt. Dann muss er dir extra gut gefallen. Mhm. Ja. Da hat jemand schreibt Hilfe. Habt ihr mir einen Tipp, was ich machen kann? Kreditkartenzahlung ist offenbar durchgegangen, aber die Bestellung nicht. Wenn du keine Bestätigung bekommst, mach noch Kunden in den Ja. Der Sam meint, wo du Kaffee kannst trinken. Ja, findest du jetzt 60, kommst vorbei, schreibst du mir ein Mail. Kein Problem. Jetzt mal eine Freude fragen, das ist böse gemeint. Kann man nicht irgendwie den Server testen, ob sie Leistung gestanden hat, bevor der Black Friday da ist? Wir testen, also der Black Friday Server-Testing geht mindestens einige Wochen vor dem Black Friday los. Wir machen ganz dedizierte Lasttests, ganz viele Lasttests. Aber wir rechnen halt schon damit, dass es gewisse Ausfälle wird können geben, weil die Last, die wir haben, ist erstens nicht kontrollierbar, weil dann drückst du vielleicht drüber, drückst vielleicht einmal oder hast das oder selbe. Es ist so viele Variablen, die zusammenspielen.
Wir sind heute uns aber relativ sicher gewesen, dass wir so gut, wir haben glaube ich so gut wie schon lange nicht mehr. Und es ist einfach so, dass ich meine, jedes Jahr werden mehr Leute aufstellen. Und es ist, ja, ich weiss auch nicht, wie es bei anderen Shops ist. Ich habe irgendjemandem gesagt, im Microsoft funktioniert alles gut. Ich weiss nicht, ob die nicht so viele Leute haben oder was sie machen. Also vielleicht haben sie einfach die besseren Server, das ist schon möglich. Das ist wenn, sie besser, möglich. Wenn sie schlankere Serverkonfiguration haben, dann... Ist euer Büro im Prime Tower? Nein, weißt du, wie geil? Nein, es ist gerade nebendran, es ist gerade gegenüber. Oh, schau, der Christian, endlich habe ich meinen neuen Roboterfreund. Oh. Roboter sind so cool. Ja. Wieso ist das Produkt auf Galaxus teurer als auf Digitec? Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist komisch. Sollte eigentlich nicht sein, weil es ist... Es ist auf Galaxus.de. ja, sag mal, welches Produkt das ist, dann schauen wir es mal schnell an. Jetzt gehen wir wieder fragen. Ja, fragen dich ein bisschen mehr Sachen. Jetzt haben wir ein Update bekommen, also es ist jetzt recht aktuell. Also, ich weiss nicht. Warte, ich sehe da ihr Login. 2.10 ist aktuell, der Diffix ist deployed. Ja, es ist aktuell. Roboter sind uns untergegangen. Das stimmt eben schon. Ulrich hat eben schon recht. Die Roboter-Apokalypse kommt. Die Roboter-Apokalypse kommt garantiert. Du nicht und Dominik seine Ängste fördern. Ich darf dich mal in Peking Garten einladen, nimmst du das Mavic 30 Pro mit. Es ist Du kannst auch einfach, du kannst einfach so zu uns vorbeikommen. Ich meine, es liegen noch mehr Handys bei mir rum. Also das ist wie so. Muss man wechseln. Ja. Fix hat leider nicht geholfen. Ja, er hilft wahrscheinlich. Ja. Refresh. Wieso passiert nichts, wenn ich jetzt auf jetzt Zahlen drücke? Weil Six Down ist vielleicht? Muss ich immer wieder drücken? Ja, drückst du ein bisschen mehr, dann... wird es besser. Ja, bestimmt. klick. Nein, warte einfach eine Minute, dann probier es nochmal. Ja. Jawohl. Bestellung ging durch. Danke ans Team. Elias, merci, werden wir weiterleiten. PK, was haltet ihr vom Tesla Cybertruck? Seht schon Blade Runner Wagen ähnlich? Was? Der Cybertruck von der Tesla. Ich finde den mega geil. Tesla ist Cybertruck. Immer cool. Hast du den Cybertruck schon gesehen? Nein, zeig mal. Aber Tesla ist sowieso geil. Also mein Rumba hat schon die Kamera zum Navigieren. Also der weiss schon, das ist der Tesla Cybertruck. Wie es daheim aussieht. Ja, creepy, Roger, creepy. Das ist ein Pickup von der Tesla. Der Tesla Cybertruck ist mega geil. Cool. Ich will unbedingt einen. Das ist geil. Ich will den mit den drei Motoren. Tesla ist echt cool. Ja, Tesla ist mega geil. Cybertruck. Ja, Cybertruck. Yesterday langt es wirklich, wenn man immer wieder im Checkout auf... Oh, ich theoretisch ja, praktisch musst du halt herausfinden. Es ist wie so, ja. Ist wie so im Moment, probierst du einfach. Also das ist... Ich habe jetzt gar nicht mehr versucht zu bestellen, ehrlich gesagt. Ich schaue mal nochmal ja, schnell mal in unseren Kopfhörer Chat rein. Dann mache ich doch schnell in unseren Chat rein. Können wir dem kurz helfen? Deploy auf QA abgeschlossen, neue Peak, einen erfolgreichen Check gemäß Monitoring. Yo, der Fix scheint zu greifen. Muss sagen, zwei Artikel habe ich günstiger gefunden als bei der Konkurrenz und bin ja glücklich, dass es klappt. Natürlich da. Wir sind auch froh. Mhm. Wann gibt es einen Cybertruck im Store? Also wir werden den wahrscheinlich nie haben. Wahrscheinlich wird ein Tesla in etwa 2 oder 3 Jahren haben. So. Keine weiteren Updates momentan? Ah, er meint Cyberpunk im Real Life. Ja, fände ich schon auch ein bisschen geil, aber ganz ehrlich, irgendwie in echt. Jetzt musst du dir vorstellen, du bist nicht der Johnny Mnemonic oder du bist nicht irgendwie ein Rick Deckard oder so etwas. Dein Leben ist einfach ganz normal, es geht ganz normal weiter. Es ist einfach, das Wetter ist scheiße, es ist dunkel und die Luft ist verschmutzt. Ja. Es ist irgendwie kacke. Der Rico, ich bin müde, will aber das Produkt. Ja, ich bin leider ein bisschen müde. Ja, ich will auch das Produkt haben. Rico, bist du ein Furry? Oh. Lass jetzt, wir müssen ernsthaft miteinander reden, wenn du ein Furry bist. Weil dann hast du ziemlich sicher hure warm mit deinem Fursuit. Vielen Anwendungen. Vielen Entschuldigung dafür. Hm. 3 Motoren. Ja, Mann! Der Stefan Betscher hat voll recht. Der 3 Motoren ist aber geil. 2,9 Sekunden von 0 auf 100 ist aber schon recht sexy. Cyberleber und der Tag gehört dir. Wow, weißt du, ich will das Cyber. Wow. Aber jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Oh, müsst ihr morgen nicht arbeiten oder in die Schule? Das ist schwierig. Ihr seid recht hardcore, dass ihr jetzt so wach sind, ja, wenn ihr morgen etwas machen wollt. Also wir könnten da jetzt alle kollektiv beschließen, dass wir schlafen. Schau da, der
El Silvan, könnt ihr bitte alle mal schnell Pause machen? Ich mache dann meine Bestellung und gehe jetzt mit. Nice! Ja, Mann. Schaut da mal, nope, okay. Nächstes Jahr bitte wieder vorhanden. Ihr schaltet das Angebot auf und jeder schickt eine Liste mit Bestellungen. Ja, das können wir machen. Das ist, wir machen nächstes Mal so kleine Kärtchen, so C5-Kärtchen, oder? Also A5 und C5-Kuvert. Und dann könnt ihr uns die schicken. Also mal, also wir arbeiten mit dem Walmorn. Wir arbeiten ja, ja, ich bin morgen um 8 Uhr, habe ich den ersten Termin. Ich komme so auf die 9 Uhr. Ja. Homeoffice gibt es für Journalisten nicht. Ich bin ein Furry. Haha! Student Life. Jawohl. Fuck. Das ist gemein. Das ist hart. Ich beneide euch recht. Also alle, die ich bin krank. Oh nein, Luca, immer auf alles Gute. Alles Gute, gute Besserung. Oder bist du krank? Aha, also wenn du krank bist, dann wünsche ich dir gute Besserung. Gute Besserung. Mal, ich muss arbeiten, aber für was gibt es Kaffee, oder? Ja, wenn dir bei dir das funktioniert, schön für dich. Und Aisha ist eine arbeitslose Millionärstochter. Okay. Geil, ich will auch. Ich will auch eine arbeitslose Millionärstochter sein. Oh wow, nur an ein Weihnachtsessen. Das ist geil. Ja. Aber das ist auch relativ streng, ja. Mit viel Alkohol vermute ich mal. Viel Glühwein. Morgen gleich Samstag. Ja. Oh Scheiße, Roger. Oh, du hast natürlich recht. Gut, Schlaf Scheiße. Wird überbewertet. Das stimmt. Ferien? Wow, fett. Nächstes Mal Dominik, ja, Galaxy jetzt, weil ich eine Ferien habe. Galaxis Gate, Digitec nicht. Wahrscheinlich will mehr Leute auf Digitec sein. Autsch, der Jaylen hat seine Weisheitszähne. Halt. Schau dir mich an, Keller, wie stelle ich mir das vor? Mann, alle am Arbeiten mit Espresso-Infusion im Arm. Ja, und es ist nur lustig, wenn es wahr ist. Haben die anderen Cybermanden ja, haben wir. Und nein, es ist etwas anderes. Also, der Unterschied ist einfach, dass es ein anderes Zeug gibt. Nein, Galaxus geht genauso wenig. Gokolara ist im Fall auch schon länger dabei. Hoi. Oh, der Gal Johnson ist wieder da. Soll das ein Witz sein? Ich habe die ganze Zeit probiert, das Handy bei euch. Ja. Und jetzt ist es wieder zum Standardpreis. Green Monkey, ich habe überhaupt nichts gegen Furries. Sie sagen nur, sie haben relativ warm in ihren Fursuits. Ja. Und Gal Johnson, es ist eben so, wenn du mit deiner Bestellung nicht durchgekommen bist, weil alle anderen das Handy auch entwählen, kann es sein, dass die limitierte Stückzahl, die wir halt haben, ja, dass das halt aufgekauft wurde und jetzt wieder der Normalpreis drin ist. Es tut mir mega leid. Ich empfehle, mach so, schreib ein ganz liebes Mail an den Kundendienst. Vielleicht kann man ja etwas machen. Es tut uns mega leid. Ja, das ist scheiße, würde mich auch nerven, extrem sogar. Halt. Ganz ehrlich, dass du so eine Geduld hast. Ich meine, was willst du denn eigentlich kaufen? Ich meine, wenn du zweieinhalb Stunden lang etwas kaufen willst, dann ist das wichtig, weißt du es? Das P30 Pro, oder? Wenn das P30 Pro ist, verstanden ist, ist es nicht. Wie lange bleibt es reserviert? Gar nicht. Warenkorb ist keine Reservation. Ja. Verkauft ihr mal Fursuits? Nein, Fursuits. Also wir haben ganz viele Verkleidungen, aber wir sind auch ein bisschen beschissen. Und Fursuits sind sowieso so. Schau, es ist ja, ein Furry ist ja, wenn du einen Fursuit kaufst, ist es ein Ausdruck von deiner Persönlichkeit. Wenn wir jetzt reingehen und sagen, wir haben 10'000 grüne Katzen, die wir anbieten, oder grüne Affen, die wir anbieten. Ich meine, es ist 10'000 grüne Affen, das ist nicht die Idee von einem Fursuit. Kokolade, das tut uns mega leid, dass du nicht durchkommst. Das ist echt gacki. Vielleicht, wenn ein paar Leute von euch aufgehen, kommst du nicht durch. Komplett Nachschub gibt es keinen. Wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Also der Roger Solberger ist durchgekommen. Es gibt also immer noch Leute, die durchkommen. Also schaut, es ist halt einfach so, dass unser Shop im Moment einfach wirklich... Ja. Ich meine, ich sehe, wie viele Leute da kommentieren. Es ist jetzt wie einfach... Ein Eisgestürm. Und mich, ja, es ist jetzt einfach so, tut es echt Wieso leid. Geht Twinten das Zahlungsart, weil sie ja wahrscheinlich Zigs und Banken mehr haben? Schaut, weil es ist ja nicht nur unser Shop, der mit Twin arbeitet, sondern alle anderen auch. Ja. Von dem her versuche ich wirklich nicht mit Twin zu arbeiten. Mach Vorauskasse oder Rechnung oder zahle bei Abholung. Mal den Browser zu tun und wieder auf den Roger Solberger, das hilft nicht. Es ist nämlich nicht, das Problem ist nicht auf deiner Seite, das Problem ist auf Serverseite. Ja. Merci Green Monkey, ich hoffe, ich habe auch mal ins Bett. Wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir so lange da sind. Wir haben gemeint, wir machen eine ganz kurze Veranstaltung, um 1:30 sind wir wieder fertig und dann machen wir uns im Nest. Ja, es wird richtig schlimm, Mann. Es wird recht schlimm, richtig schlimm. Ja, laufen Kreditkarten eigentlich? Ich würde mich nicht darauf verlassen. Definitiv nicht. Also ich würde es jetzt so machen, wenn ich ehrlich bin, ich würde Bestellung bei Zahlen bei Abholung machen. Karin Fust auf Facebook fragt, welche Funktion habt ihr beiden eigentlich? Wir sind Journalisten. Ja, also ich mache Videos und Dominik schreibt Text. Ja.
So, gute Nacht, zwei Yves. Hey, gute Nacht. Ja, viel Energie, danke, du hast. Schlaf gut. Deine Kommentare sind immer lustig. Ja. Merci vielmals, schlaf gut. Karl Johnson, okay, krass, ich komme nie mehr um 0:00 Uhr. Wir hoffentlich auch nicht. Ja. Ja, das ist. Du, es gibt eben Leute, die sind durchgekommen und andere halt nicht. Nein. Es sind hart im Leben, wenn sie so da sind. Peter, mach dich bis morgen durch. Nein, wir machen jetzt nicht mehr bald Schluss. Sobald bestätigt ist, dass alles wieder gut ist, auf unserer Seite machen wir Sense. Ja, bitte gerne für die Unterhaltung, Manuel. Immer gerne, hebt euch Sorge. Ja. 3 Uhr ist Teufelszeit. Gibt es dann Teufelsprodukte mit Teufelspreisen? Nein. Jemand hat es geschafft, nach 2 Stunden 20 Minuten mit Rechnung. Ja. Wow. Yeah. Gute Nacht! MSCCC, geiler Scheiß, gute Nacht, schlaf jetzt gut. Jetzt hat es keine TVs mehr, echt? Echt? Geh mal auf TVs. Ja, warte mal, wir können ja da theoretisch geh umschalten. Komm, ich komme gleich wieder. Ja, ich schalte mal schnell um hier. Keine TVs mehr heisst es. Müsste da sein. So, schauen wir mal schnell. Jetzt müssen wir aktualisieren, Kategorien. Und dann können wir da mit unseren schönen Filtern, die wir hier haben, voll geil. Was hat keine TVs mehr? So ein Hure Kabis. Fake News. Fake News. Oh, ist doch Kaugummi. Ja. Dafür Kaugummi. Ja. Ich danke dir. Du hast aber nicht dein Mikrofon gekauft. Habe ich nicht vor. Colin 149, endlich Pause. Haha, ja, ey, gib das. Gut, MG Channel, 2 Stunden 20 und hast es geschafft. Sehr geil. Oh mein Gott, endlich Januar 97, gut. Ah. Christian Kählin, gute Nacht. Inception. Ah ja, voll. So gut. Schau, was ich gemacht habe. So gut. Also, jetzt ist wieder besser. Hans geschafft, Philipp, yo! Jawohl, ja. Juhu. Danke, irgendjemand 88, es geht nun. Okay, also. Kannst du bitte? Ich kann. Danke. So. Gut. Ja. Hans geschafft, okay, es scheint zu funktionieren. Zu Infinity and Beyond mit Digitec und Schwarzer Freitag. Ich Hans, bam, Philipp, ich Hans, bam. Peter Sieber, gute Nacht, schlaf gut. Ja, gute Nacht, hey. So gut. Jawohl. Sarah, bitte abholen. Sarah hat es geschafft. Ich werde Karl Johnson. Es geht aber jetzt. Probier es mal. Hey, guter Tipp, Sarah, auf Galaxus versuchen. Weil ja, Galaxus cool. Ja nicht so überlastet ist. Guter Tipp. Tommy, hast du bei jetzt durchgekommen? Habe ich vorausgekassen, habe ich jetzt den Artikel. Jetzt auf Safe, auch wenn ich erst in 2 Wochen zahle. In einer Woche zahle. Du hast eigentlich, glaube Vorauskasse kommst du erst über, wenn du zahlt hast. Also, ja, das wenn du eine Woche zahlst, Monat verkaufst, schon klar. Moment schon. So die Leute im Kundendienst auch. Philipp, gern geschehen. Für das sind wir da, glaube ich. Und um unsere Meinungen zu verschiedenen Fernsehserien geben. Offensichtlich. Gute Nacht, PK! Lustig, dass du PK heisst. Das ist echt verwirrend. Das ist PK, für die, die es jetzt nicht verstanden haben, PK sagen wir halt immer Pressekonferenz. Wenn wir an eine PK gehen, dann gehen wir an eine Pressekonferenz. Also gute Nacht, Pressekonferenz. Jawohl. Juhu, es ist weitergegangen. Es geht langsam. Ja, wohl, langsam. Hey, weißt du, liebste Engineering, geht. Danke vielmals. Engineering, ihr seid absolute Helden dahinter. Ja, wirklich. Ja, hey. Also, wenn wir mal schauen, wie es ein bisschen. Komm, wir schauen doch mal, wie es aussieht. Was? Warte. Nein, warte noch schnell. Ah. Ich wollte da. Ich schaue jetzt mal. Ja. Genau, muss ich umschalten? Ja, bitte. Ich schalte um. Da, fump. Aha. Voilà. Jetzt gehen wir noch mal. Nein, nicht hin. So, fort. Wie sieht es aus? Was haben wir noch mal gemacht? Wie sieht es aus? Dann müssen wir einfach mal MacBooks haben wir ein paar. Schau mal, der hässliche Acer Nitro will niemand. Mal, 20 Leute haben den gekauft. Ja, doch. Hey, ja, wahrscheinlich hat er easy Leistung. Ja, er hat schon easy Leistung, aber ist auch easy hässlich. Ja, voll. Aber es ist eben schon so, dass... aber sag mal, schon, sag mal, sag mal. Was? Ich will nur wissen, ob noch P30 gekommen ist. Alle P30. Das P20 ist noch da. Mhm. Das P20 Pro ist auch ganz geil. So. iPhones sind noch oben. Du, was ist los? Ah, ich habe ein Ding. Ich
Ich habe den Ding ausgeschaltet. Jetzt. Mach das fort, das habe ich nicht gern. Echt. Du da nicht Sachen verändern. Wohl. Nein. Sicher. Das ist meine Maus. Revolution, das ist nicht deine Maus. Das ist meine Maus. Das ist viel seine Maus. Ich brauche, ich habe sie die ganze Zeit gebraucht. Jetzt, wenn du deine Kopfhörer spielen, würde ich es nochmal probieren. Ja, du weiter scrollen, ich will wissen, was nicht mehr da ist. Ja, das ist ja ganz unnötig, das Zeug, das nicht mehr da ist. Also, was haben wir nicht mehr? iMac Retina, oh, das war ein schöner. Gewesen. Der MIF kann man schon lange wieder. Oh, der HP Omen. Ist auch weg. Schade. Der 2080 Ti ist weg. Sony Alpha 3 ist weg. Canon EOS R ist weg. Ja gut, das Canon EOS R ist schade. Der Luca ist im Fall immer noch da für euch auf anderen Channels. Der Luca ist einer von unseren Social Media Helden. Und er beantwortet regelmäßig Fragen auf Facebook, Twitter, wo noch? Können wir Fragen auf Instagram schon reden? Instagram, was nicht. Luca, können wir Fragen auf Instagram? Sag mal etwas. Danke, Luca. Ja, also gut. Dann haben wir da. Also diverse Smartphones. Oh haben mein Gott, der Keg 12 hat gesagt, ich kann riesen Schöppen. Wow. Fuck. Alter, komm mal klar. Oh nein. Komm mal klar, ey, nein. Was bist du für einer? Es ist morgen um was halb drei. Was ist das für ein Wort? Es ist morgen um halb drei und du hast wirklich das Gefühl, dass das einigermaßen. Also, hat man dir nie Anstand oder so etwas? Also weißt du wirklich so. Was würde es Mami sagen? Weißt du, man findet aus, wem seine Mami ist und schickt einen Screenshot davon. Nein. Mol. Aber ja, merci, gell? Ich habe jetzt auf einen Livestream aus der Serverabteilung gehofft, wo alle am Schwitzen sind. Oh, also ja, das willst du wirklich nicht sehen. Nein, und das ist auch etwas, was wir nicht können zeigen können. Lorex, wieso ist Origin offen, weil ich es vergessen habe zuzumachen? Ist so? Hm. Da unten. Da, Origin. Ja. Wir haten doch nicht, nein, Alex. Wir sind doch mega lieb. Ja, also gut, okay, wir finden es schon manchmal die Leute ein bisschen blöd. Aisha, ich bete für bessere Angebote morgen. Amen. Mach du das. Ich glaube im Fall nicht, dass der liebe Gott sich mit aktiv mit der Schweizer Marktwirtschaft auseinandersetzt. Der Stefan Betschert sagt Danke an die Technik. Wir sagen auch Merci an die Technik. Die machen da gut. Wie musst du im Custom Care? Ich melde mich auf Empfehlung von der Steffi vom Livestream. Hä? Hey. Aha, ja. Sag das mal bitte, Carl Jones. Ich habe es vorhin gesagt. Ach so. Schau, ich weiss nicht, ob es wird funktionieren. Aber ich meine, versuchen kannst du es. Weil ich meine, was kannst du verlieren, kannst du sowieso nicht. Du schreibst einfach ein ganz liebes Mail und sagst, ja. Kannst du auch mich erwähnen, aber ich weiss nicht, ob das etwas bringt. Aber ich weiss, im Gegenteil. Hey, ich bin ganz eine Liebe. Das stimmt. Meistens. Eben. Wechsel dir einfach bis Freitag 23, 9 Tage baut aus. Das funktioniert. Es ist bis Freitag, dann ist die Woche nicht ruhig und Cyber Monday haben wir das gleiche Spiel nochmal. Genau. Aber dort machen wir keinen Livestream. Nein. Einfach so nicht. Also ich habe gemeint, ihr hättet so unfreundliche Leute, aber so gerechtfertigt und schlagfertig argumentieren. Ja, das können wir. Schlagfertig sein können wir ein bisschen. Jetzt funktioniert, könnt ihr fragen, ob mein Nachrücken wieder funktioniert. Kann ich auch schauen. Ich sehe das Log. Ja, bitte mach mal. Ich schau mal, was im anderen im internen Chat so läuft. Nichts. Sind auch geschlafen. Mhm. Ich glaube, wir brechen langsam so unsere Zelt. Nein, sie sind einfach nicht geschlafen. Ich sehe, Rinaldo ist noch online. Die Einzige, die geschlafen ist, Irene. Weil sie ist um 6 Uhr schon aufgestanden. Oh Gott. Irene, du bist eine Heldin, wenn du so lange wirklich da aktiv geholfen, mitgeholfen hast und so. Merci vielmals, der Luca ist noch online. Hey, ihr seid Helden, vielen Dank für eure Unterstützung. Die es nicht wissen, das sind unsere Social Media Guys. Die beantworten Fragen auf Facebook, zum Teil auf YouTube, aber da nicht mehr so, wie sie gefunden haben, wir machen das ganz gut. Hast du gehört, wir haben es gut gemacht. Ja. Ich komme gerade aus dem Engineering News über. Oh, super. Checkout erholt sich, glaube ich, gerade sehr cool aus im Moment, meint der René. René, wir meinen das auch, unsere Zuschauer bestätigen das. Uhu. Sehr geil. Scheint alles wieder zu funktionieren. Der René ist ein sehr bärtiger. Sehr bärtig. Sehr heldenhaft. Sehr, ja. Ich habe mal gefunden, gerade da, ich gleiche ihm ein bisschen oder umgekehrt.
Außer dass der Dominik immer eine rote Nase hat, hat der René nicht. Das stimmt. Ja, aber so kann ich es nicht. Aber seit du beim Barber gehst, hast du auch nicht mehr so einen unordentlichen Bart. Ja, er macht das gut. Er macht das gut. Ja, ein guter Barber. Alle, die einen Bart haben, sollten eigentlich zu einem Barber gehen. Danke an die Techniker, die beiden Stoßdämpfer vor der Kamera. Bist gerne gesehen. Genau für das sind wir da. Top. Okay, gute Nacht, Karl. Ja, alles ist ins Bett und geht's. Hey, Azriel, ich glaube wohl nicht, dass so viele Leute ins Bett sind, wie sorry, du meinst. Aber Azriel Dreamer, God of Hyperdeath, ist der mit Abstand Death Metaligste Nickname, den wir die ganze Nacht gesehen haben. Der Philipp ist ja immer noch da. Philipp, lass jetzt. Da hast du die Frage schon viermal gestellt. Kannst du es im Chat schreiben, René? Also, Philipp, wir schreiben es schnell im Chat. Der René meint, der Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er auch noch den grösseren Ranzen hätte. René, da bin ich mir nicht ganz sicher. Du machst ein bisschen grösser als er ist. Ranzenvergleich. Komm mal da hin. Ja, René, komm mal da rüber. Hey, ich habe es jetzt geschafft, auf Vorauskasse, soll ich jetzt noch auf Rechnung ändern? Nein, voll nicht. Dann mach das morgen. Nein, schau, das wird nur kompliziert. Wenn es geklappt hat, dann ist es doch gut. Wieso kommt meine Rechnung nicht, wenn er mein Geld nicht... Der Röhne ist sich sicher, dass er eine grössere Ranze hat. Er ist sich sicher. Kein Ranzenvergleich, Röhne, bist du sicher? Der Name ist von Undertale. Ich weiss, dass dein Name von Undertale ist, aber es ist trotzdem der most Death Metal Name, den wir heute Abend haben. Ranzenvergleich, der Stefan Wetschauer will einen Ranzenvergleich, Röhne. Oh nein. Frauen gefallen doch Dadbods. Also ich finde ja, mit der Frauen und Männer nicht einfach sagen, Männer haben gern das oder Frauen haben gern das. Ich finde, man darf die Leute ganz gut als Einzelpersonen anschauen. Ja. So ein Monty Python-Witz. So, wir sind alles Individuen, ich nicht, halt die Fresse. Monty Python ist super. Rush, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. Ja, haben wir geantwortet, viel. Der Sony Rabatt geht nicht. Nein, Sony Rabatt geht. Spannend. Frag mal. Ja, komm schon. Haben wir einen Sony-Rabattcode? Echt jetzt? Hallo. 15% auf Sony mit BF19 Sony. Aber das ist jetzt vermutlich etwas, das länger funktioniert. Keine Ahnung, du. Ja, kein Wunder funktioniert der Rabattcode, wenn die Kamera nicht mehr da ist. Also, weißt, ja, das ist wahrscheinlich... Also kommt davon, was du hast wählen, weil es vielleicht auch etwas anderes sein. Stefan Becher, Ritter der Kokosnuss, du hast einen guten Film geschnackt, Kollege. 15? Was 15? 14. 12. 6. 3. Pi. 2. Pi ist 5. 4. Pi ist gleich 5. Gute Nacht, Telleran. Schlaf gut. Jö, der Lego-Zug hast du Nexon. So geil. Das freut mich. Wir können mal Galaxus wieder anschauen, was bis Galaxus so abgeht. Also komm, dann machen wir... Warte schon. Ja, machst du mal Galaxus. Ich stelle ein. Dann schaue ich da so in den Chat auch auf YouTube da. Weißt du, da Stellenangebote drin, ehrlich? Ja, ja, gefallen. Wir sollten über Stellenangebote gehen. Ja, voilà, so. Dann umstellen. Ja, Stream. Ah, sehr gut. So, top. Wow, ey, Galaxus. Galaxus-Filme, sie sind ja crazy, wie viel Zeug da beliebt. Ah, oh, ist da neu? Nein, ja, da haben wir es. Also, neu haben wir es im halben Jahr. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich shoppe eigentlich gar nicht so viel bei uns. Respektiv shoppe ich einfach so. Einfach, ja, ich gehe an, ich bestelle und dann gehe ich wieder raus, oder? Endlich eine Folge, ich bestelle. Yes. Schau, jetzt hat tatsächlich Leute haben das gekauft. Das Klassik. Was ist denn das? Also jetzt muss ich jetzt wirklich schnell wissen, was da ist. Ah, es gibt nur ein Bild drin. Ah, das ist ein Scheiss. Das ist doch das, wo du beim Ludo gestanden bist. Das ist das magnetische Ding, das du am Shooter bist. Ah, da. Bin ich in Position, tricksen und einen gezielten Schuss zu holen. Ja, das könnte noch lustig sein. Das ist ja sicher ein gutes Trinkspiel. Twin können wir nicht empfehlen. Im Normalfall schon heute einfach nicht so fest. Ja. Pi ist 3,1 für 1 für 4. Ich habe beschlossen, dass Pi gleich 5 ist. Aber du hast recht. Wir haben noch recht viel Kaffeemaschinen. Hätte ihr noch geschärft stoppen? Ja, haben wir noch ganz viel. Klassisch ist geil, meint der Vape Code Play. Ey, sorry, eine Waschmaschine ist beliebt. Im Ernst jetzt? Ja, logisch, irgendjemand muss festmachen. Machen. Solange ich es nicht bin, mache ich recht. Ihr Eigentümswöhnler da. Ja. Oh, schau da, 29 Stutz, das ist noch viel. Ein Lifehide Pegasus 1. Aber sorry, ist 29 Franken, dann kannst du im IKEA für 10 Stutz kaufen. Ja, das ist ein viel, ja. Nicht? Aber schon da ist sag mal, hat jemand die 70 Jahre Albtraumlampe gekauft?
Oh! Aha! Wer kommt? Der Röne kommt! Der Röne kommt! Der Röne kommt! Nein, der Röne kommt an! Warte, schaut uns aber auf gross da. Der Röne kommt! Der Röne kommt tatsächlich! Steffi, einer von unseren Helden! Da haben wir einen Engineering! Der Röne! Ich gehe aus dem Bild! Schau jetzt da! Jetzt grosser Anzubegleich! Ciao miteinander! Das ist der Röne und er hat. Mit seinem Team grossartige Arbeit geleistet. Ja, er ist einer von den Weißen. Und es gibt einen Ranzenvergleich. Mühsam. Aber. Wir haben es. Wir haben es, Leute. Wir haben es. Können wir schon sein? Sagen wir den 23,59, wenn es vorbei ist. Aber jetzt für die Nacht ist in Planung. Ich glaube schon, ja. Du glaubst schon. Du gehst jetzt heim? Nein. Du hast bis am Morgen Schicht. Ich mache jetzt noch so lange, bis es definitiv Entwarnung gibt für die Nacht und dann kann ich irgendwo liegen. Ja, sehr geil. Wunderbar. Da ist der Röne, für die wir nicht kennen, einer von unseren Engineers. Ja, und er bleibt für euch da, jawohl. Anwesend und hoffentlich gibt es nicht noch mehr Probleme. Was meinst du? Möchtest du schnell noch mal kurz ein Danke Röne und die anderen IT-Boys. Ah, haben wir es gehört. Ich dachte, es war schließlich. Alles gut, wir haben es gehört. Geil, Scheiß. Der Philipp fragt etwas. Was da haben wir schon drüber beantwortet, immer noch nicht. Es funktioniert alles. Der Nachrücken des Produkts funktioniert ja nicht. Der Kai meint nicht. Philipp will wissen, weißt, wenn wir etwas ausverkauft haben, dass neue Sachen reinkommen. Mhm. Was dort der Stand ist, funktioniert offenbar nicht. Weißt du? Mir ist kein technisches Problem, ganz spontan. Der Michael Keller meint. Kein technisches Problem, allenfalls irgendwo anders. Der Michael Keller meint, René, gut gemacht, Kaffee und Bett hast du verdient. Yeah! Nach so viel Red Bull schlafe ich vielleicht einfach nicht mehr. Nie mehr. Ich wünsche euch eine gute Nacht, geht auch schlafen. Sam, es sieht langsam so aus, als wir langsam gehen schlafen. So langsam. Und ihr solltet auch langsam schlafen. Der Philipp, danke, vielen Dank, René. Danke vielmals, René, und auch am Rest vom Team. Jawohl. Hat er gut gemacht. Und der Ranzenvergleich jetzt aber. Da will ich die Jacke abziehen. Die Jacke abziehen. Der Ranzenvergleich, der grosse Ranzenvergleich. Da. Hä? Schau jetzt. Ja, wer gewinnt? Ja, ich glaube, der René hat beim Ranzenvergleich gewonnen. Viel abgenommen. Ja. Komm, nimmst du 35 Kilo im Jahr ab, kann der Röni eine hohe freche Schnorre haben. Röni, sehr gut. Danke vielmals. So. So, da. Schön haben wir das auch gemacht. Ja. Gut. Also, was haben wir denn noch? Ich will zuerst ein Smartphone. Der Röni hat einen längeren Bart. Das sagt der Sam. Mit ganz langen Pünktchen. Gut. Hochgezogen. Ich glaube auch, dass er das gemacht hat. Nein, aber ich habe nichts gesagt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Schau mal, wenn ich aufstehe, ist es so. Ja, dann ist wie. Ich stand einfach gar nicht mehr. Ich bin seit gekommen, wir sind unterhaltsam. Also, eine Sendung aus S. Das ist auch nicht schwierig! Es ist einfach so, wir produzieren Sachen für Leute in unserem Alter und das SRF für Leute über 60. Nein, ganz ehrlich, SRF ist ein brutaler Kasten. Ja, nein, nicht mehr so wie auch schon im Fall. Ich habe noch mal mehr Gewicht gehoben und war schon stärker und auch schon jünger und vor allem unverletzter. Der Michael Keller fragt, Bestellung scheint durchgegangen zu sein. Ich habe Einzahlungsschein und so weiter, aber keine Bestätigungsmail. Bin ich safe? Du, wenn du einen Einzahlungsschein hast, dann zahlst du. Sicher, ja, zahlst und dann bist du safe, musst du es zu diesem Preis bekommen. Ist eine gute Frage. Der Jay, warte. Wo hat der Jay noch nachgefragt? Wo ist denn das? Sorry, habe ich verpasst. Kann ich da. Warte. Meine Fresse. Fuck. Wieso? Weißt du, liebe YouTube, könntet ihr nicht das so machen, dass wir dann auch auf den Namen klicken könnt und dann auch wieder zu der, dass der überall gehighlightet wird? Das wäre einfach noch clever. Und das wäre einfach nicht so schwierig. HDP, any hints for Cyber Monday? No, I'm afraid we don't know Jack yet. Für was bist du angehört? Gut, Carl Johnson, versuch's. Mehr kann er auch nicht sagen. Es ist brutal Kasten. Ah, fuck, jetzt ist die Bestellung aus der Übersicht verschwunden. Keine Ahnung, du im Fall. Also, Was hast du gesagt? Also, Röne sagt, dass keine technischen Probleme bekannt sind im Moment, aber das heisst nicht, dass keine neuen auftauchen können. Dum, dum, dum.
Nächstes Mal streamen auf Twitch. Wir streamen das gleichzeitig auf Facebook und YouTube. Oh, warte. Ich kann ja technisch den Twitch dazu nehmen. War noch kurz schnell. Michael Keller, ah fuck, jetzt ist die Bestellung aus der Übersicht verschwunden. Warte, jetzt muss man schon erklären, welche Übersicht genau. Also, hast du es in deinem Kundenkonto rein? Oder wo meinst du jetzt? Warte, ich weiss, ich habe vorhin schon etwas zu dir gesagt, aber ich bin auch nicht im ganzen Wach. Aha, du hast Bestellung scheint durchgegangen zu sein. Aha, ja, es dem wahrscheinlich im Fall nicht. Twitch is dead. Mm. Okay. Warum? Ja, Steffi, probier's. Sehr gut, Karl Johnson, alles Gute, viel Glück. Digitec Übersicht Kundenkonto werden bestellen und drin mit Einzahlungsschein, jetzt ist sie weg. Darf ich nochmal aktualisieren? Es kann sein, dass sich die Datenbank kurz ein bisschen aufgehängt hat, weil ich meine, die Datenbank wird im Moment massiv prügelt. Ja. Also es kann sein, dass es gewisse Fehler gibt. Einfach. Ja, und Karl Johnson, wir nehmen das auch alles überhaupt nicht persönlich. Außer da mit den Schöppen. Nein. Wieso? Schöppen ist einfach kein schönes Wort. Ich glaube, das ist mein Problem. So rein von ich denke dann eben irgendwie an Babys und da ist irgendwie. Da ist irgendwie hart nicht okay. Hey Thomas! Hey ho! Einer von unseren Ingenieurs läuft gerade durch, einer von unseren Helden. Hey, das hat genug Zeit gehabt, zum Rauschen zu legen und Hallo sagen. Also, das ist keine Situation, ein gutes Zeichen. Die Tür so ernst sein. Michael Keller, auf ja mega finden, es ist ein Fehler aufgetreten. Oh shit. Aber ja. Es ist wieder da, ja, ist gut dann. Okay. Ja, das ist gut. Ja genau, Patrick, du hast ganz recht, Bestellbestätigung, Ausdruck oder einfach lokal abspeichern. Das ist eine sehr gute Idee. Ich arbeite immer mit Screenshots. Und dann schicke ich sofort das Mail an den Kundendienst, die werden euch gut beraten, helfen lösen, was auch immer sie können. Ja, das ist schon die werden morgen alle Handvoll zu tun haben. Ich sage jetzt schon am Kundendienst. Viel Spaß, viel Erfolg und viel Kraft. Genau. Mr. Freedom HD meint, salut zusammen. Hey ho. Hello. Jo. Wow, bist du jetzt so neu da reingekommen? Crazy, Mann. Was machst du? Es ist 3 Uhr am Morgen. Es ist 3 Uhr am Morgen. Ich habe gerne geschlafen, Mann. Da, Michael Keller, bestellen bei Digitec neue Adventure-Reise von Adrenalin-Reise anstatt deiner Wahl. Okay. Jupp. Okay, dann. Moin, ja, das ist es. Jo, Matthias, ahoi. Geht ihr morgen shoppen? Voll nicht, Mann. Wir arbeiten morgen. Ja. Wir arbeiten morgen, das ist wie so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also wir haben jetzt auch recht über die Zeit geschäfelt heute. Jalen, jetzt fängt der wahre Gamer erst auch richtig zu zocken. Hey, Kokolade, alles Gute, schlaf gut. Ja, hey, schlaf gut. Ich hoffe, es klappt. Ja, auch dir, wenn es geklappt hat, mit einem mehr an Kunitsch, who knows, vielleicht klappt es, vielleicht nicht, man weiß nie. Schlaf gut. Gute Nacht, Jerome, schlaf gut. Ihr seid nicht die Einzige, der Stream-Shop ist down. Der was ist? Was? Cool. Haben wir es auf dem Shop? Da werden wir jetzt neu. Ich kann schon schauen. Nein. Wir sind sicher nicht auf dem Shop. Nein, sicher nicht. Wenn denn bei Digitec? Einen Moment. Nein, ist auf das Live-Shop. Ich weiß nicht, was du gemeint hast. Nein, mit von was redest du? Der Stream ist down auf der Streaming-Karriere incoming bei euch. Also, mein Stream ist so. Wenn ihr alle findet, wir sollten mehr Livestreams machen, einfach so, wo wir die Kamera in der Schweiz und ihr könnt vorstellen, wir geben Antworten zu allen. Ich glaube, da brechen wir rein. Ja, voll. Oder auch andere Leute. Ich könnte auch sagen, ich würde gerne mal mit Luca oder so reden. Das können wir vielleicht. Also, Luca Fontana. Unser TV-Experte. Ich sage Experte, weil er ist einfach so krasses Wissen über TVs. Luca, du bist grossartig. Ja, Luca. Ah, Steam-Shop, nicht Stream-Shop. Wir sind doch nicht im Steam-Shop. Ah, Dead Games. Ich bin sonst in der Nacht immer so allein, cool, so eine Abwechslung. Ah, was machst denn du Dead Games? Wieso bist du so oft, also bist du am Game oder was machst du? Bist du ein Nachtdienstler? Ich kann mir auch einen Screenshot von der Bestellung schicken. Ich habe 25 Bestellungen, die sehen funny aus. Ja, schick mal, Patrick. Warte. Was ist denn jetzt? 2 Stunden wird es gekauft, drücken, das iPhone ist weg. Natürlich habe ich keine Bestellbestätigung. Dann hast du auch kein iPhone. Sorry, Jerry. Sieht nicht genau aus, ob du heute dein iPhone bekommst. Also wegen dem Rabattcode musst du eingeben und der Kundenservice regelt hat es geheißen. Ja. Merci für mal, Ivan, Tempo. Kundendienst, die haben wir uns zu tun. Sorry. Jawohl, ja.
So, jetzt haben wir wieder einen Haufen Rest Fragen zu Rest in peace, iPhone. hat niemand sonst Fragen zu nicht? Also, ich schaue mal schnell, was da Patrick, schick mir per E-Mail. Dominik.bayerloch@digitec.ch mit K. Steffi, red nicht schlecht über die Nachtschichten. Das sind die, die sonst immer denen helfen, die krasse Überstunden schieben, dass am Morgen um 3 Uhr noch streamen. Oh nein, niemals würde ich schlecht über Nachtschichten reden. Ich habe einen mega guten Kollegen, der ewig lang im Nachtdienst geschafft hat. Ich weiss nicht, wie er es gemacht hat. Du hast auch Nachtschichten? Ja, ist voll hart. Ah, crazy. Nein, und das ist recht hart, weil er hat einfach immer erzählt, also erstens hat er crazy stuff in der Nacht erlebt. Toll, es spinnt, die Welt spinnt im Fall im Dunkeln. Ja. Und nein, überhaupt nicht. Ich habe sogar einmal ein Doku gemacht über Leute in der Nacht. Also ich habe sehr viel Respekt für euch. Kairi Hearts, bekommen wir eure Insta-Namen? Ja, mein Insta-Name ist Dominik Bayerlocher. Alles zusammen. Und mein... Und ich Steffi muss nachschauen. Steffi ist, glaube ich, entweder Stefanie Tresch oder Steffi Tresch. Sorry, aber immer mit PH, wichtig. Immer mit PH, genau. PH und ihr. Steffi Tresch. Steffi Tresch, genau. Ja. Und sonst Serendipity eingeben. Beste Wort auf der Welt. Ja. Han auch gerade gestreamt. Ah, cool. Drei Kissen abgeknackst. Wie lange sind wir schon an? Ja, seit... Scheiße, seit dem 11. Nein, seit dem Viertel von 12 ungefähr. Ja. Wir haben ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Ja, Mr. Freedom, ich gratuliere herzlich zu den 3000 Subscribern. Geiler Scheiß. Wow, cool. Hoffentlich kommen wir noch mal über 10 oder 20 oder 30 oder 100.000 dazu. Ja, das... Bist du auf einem guten Weg? Top. Antikern und Nachtschicht ist ungesund. Ja, ist. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Ja, ich meine, wir sind auf die Leute angewiesen, die in der Nacht arbeiten, oder? Ich meine, cool. Wer von euch will nicht. Ja, zum Beispiel, will nicht frische Brötchen am Morgen? Oder Autobahnbaustellen, die willst du auch nicht bei Tag haben, die sind genau. Nachts schon schlimm genug. Oder auch nur schon Tanki oder so, wenn du zwitzt am Abend. Also, ich meine, das ist vielleicht noch nicht Nacht, aber es ist schon auch spät. Willst du noch schnell unbedingt deine Butter posten, damit du am Morgen kannst, das Butterbrötchen essen kannst? Ah, das Butterbrötchen. Du hast Hunger, gell? Nein, ich habe einfach... Du willst einfach ein Butterbrötchen? Nein, das ist schlimm. Du bist jetzt seit einer Minute über ein Butterbrötchen am 5:04. Nein, das war nicht eine Minute. Dein Zeitding ist einfach völlig... Also machen wir es so. Ja. Wir sind jetzt noch 10 Minuten da. 10 Minuten, weil wir haben nur noch 78 Zuschauer momentan. Ja, und wir haben auch Mühe. Ja. Auch noch, aber jetzt machen wir es doch so. Hab nur 700 Abos. Hey, das sind 700 Abos. Das ist nichts. Da musst du dich nicht schämen dafür. Das ist ja, super. Hallo, du hast fast 1000 Leute. Ja, echt. Easy peasy. Du, jedes Mal, wenn du etwas machst, schauen 700 Leute zu. Stell dir das mal vor. Das ist cool. Ihr Name ist zu kompliziert. Please buchstabieren. Wähle jetzt mit. Ich bin dumm. Steffi Tresch. STEPHIETRESCH. Dominik, mein raus, geiler Scheiß. Wir haben Mühe, ja, wieso hast du auch Mühe? Also ich habe definitiv habe ich Mühe. Ich habe Mühe und ich habe abgekämpft. Harry für uns auf Digitec gibt es. Was? Sicher nicht gibt es Harry für uns auf Digitec. Ich kontrolliere das. Nein, sicher nicht. Das wäre wenn auf Galaxus. Jetzt gehen wir auf Galaxus schauen, wo Harry wo sind. Da haben wir die besten. Soll ich, warte, schalten wir nur auf den Ding. Auf den da. Harry wo. Wow. Shit, hast du das gewusst? Nein, aber ich brauche drei davon. Was? Wir haben einfach keine Gummifröschli. Ach, was ist egal, ja. Was? Das habe ich nicht gewusst. Hey, merci für den Tipp, Kairi. What the fuck? Zieh das mal rein, guck mal, das ist riesig. Schau mal doch runter. Das ist nur 600 Gramm. Da oben ist eine praktische 1,2 Kilo Box. Ja, aber schau, da siehst du, wenn du ein Höckchen hast, dann ist es... Dann haben wir es ein Lager, oder? Das heisst, es ist schnell da. Also, grundsätzlich wenn wir Höckli Sachen sind besser zum Bestellen. Das hier da ist, oh oh. Das würde ich nie bestellen. Nie. Und am besten tust du da sowieso, ich mache immer hier. Ab, nein, wo mache ich da vor? Verfügbarkeit. Immer gut. Hä? Schau jetzt da, das ist jetzt komisch. Was ist jetzt passiert? Haben ihr jetzt alle Haribo Sachen bestellt? Schau, jetzt ist da Verfügbarkeit, es ist kein Höckli mehr. Die Frechheit. Und das ist jetzt da. Das ist jetzt oh, die Tropifutti sind aber gut. Das ist komisch. Die sind gut. Welche sind gut? Ja, die Topi-Futti da. Ah nein, ich esse eigentlich nur, ein Gummifröschli. Und ab und das zu sind die Gummifröschli, die sind auch lang, oder mal? Aber 4 Stutz für 100 Gramm Gummifröschli ist ja völlig überrissen. Sorry, ich habe im Migros... Im Migros kannst du betrügt. Nein, im Migros sind fake Gummifröschli. Also alle, die im Migros Gummifröschli kaufen, haben böse Arsch offen. Ihr müsst zum Coop kaufen, weil...
dort sind die Original. Also der Jacko fragt, wird das Produkt 101686... Hey, weißt du was, Kollege? Sag doch einfach, red menschlich mit mir. Nein, aber das ist doch gut. Er hat Produktnummer gegeben. Cooler Master, cooler Master Mastercase. Hey, Jacko, das ist vernünftig. Cooler Master Mastercase H500 Iron Grey Midi Tower. Sehe ich das richtig, Jacko? Stimmt das? Rest in peace for voting Coop. Ja, wenn Coop bessere Gummibärchen hat, gehen wir im Coop Gummibärchen kaufen. Also, easy ehrlich, peasy. Das stehen wir drüber. Anti, das gibt grosse Bücher. Wir haben vorher René und ihn herausgefunden, dass er... Das gibt... Anti, du hast ein bisschen Angst. Kann das sein? Wegen... Bist nicht du die, die gesagt hat, wegen, das gibt grosse Bücher, wenn man in der Nacht isst? Mein Buch ist mir voll nicht gross. Jacko, also so steht Lieferfrist 4-6 Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmen wird. Die Sorte Gummibärli Felbio, welche Sorte? Jetzt bin ich, habe ich den Faden verloren. Du hast völlig den Faden verloren. Hey, Dominik, hast du mal gesagt, 10 Minuten machen wir noch. Aber ja. Wir machen bis um 3. Wir machen bis um 3, genau. Punkt es ist so. Ich empfehle euch dringend, dass ihr uns jetzt Fragen stellt, die nichts mit Black Friday zu haben, weil wir wissen nicht, wie wir den nächsten Livestream machen. Also wenn ihr euch schon immer mal fragen wollt, jetzt ist so der hier. Genau. Ha, so. Sehr schön. Ja. Bestellung ist im Konto, Bestellbestellung als PDF kann ich runterladen, aber Zahlungsinformationen für Vorauskasse fehlt noch. Wahrscheinlich. Also, look, du hast Bestellbestätigung. Alles easy. Einfach warten, da kommt schon noch. Kann man sie klären? Was kann man klären? Du wirst noch gelobt im Fall. Ich will flirten mit dir. Der V Nako ist am Flirten mit dir. Oh, heil Steffi. Schön. Ah, hey Steffi, du bist richtig attraktiv. Oh, danke schön. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Ja, wir sind noch 5 Minuten online. Und ja. Dann gehen wir heim und morgen werden wir katastrophal aussehen. Ja, weil morgen gibt es keinen Livestream. Heftige Drehs. Morgen gibt es definitiv keinen Livestream. Ja, morgen wird richtig Abend für mich. Also. Ich habe gemeint, wo die sortierten Gummibären. Du siehst, Mr. Freedom, wir sind einfach nicht im Ganzen so wach. Marco Walliser, nein, wird man nicht. Man wird nicht bevorteilt, wenn man ein höheres Level hat. Das ist ja. Eine reine Spielerei. Ja, das anders ist wirklich einfach Gamification. Steffi, du bist ein anders heiße Schnitt. Oha. Jawohl. Jetzt aber. Sonnenbrille den ganzen Tag. Ja, eh. Ich habe Depressionen, weil der HP oben weg ist. Akeno Taku, wenn du ein Gamer-PC willst, bau dann selber. Ja, ehrlich, geh an, bau selber. Ja, schreib mir ein E-Mail. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, warum du deine eigenen PCs bauen. Mach mal. Schau mal, die könnten. Steffi wird nicht mal rot. Steffi wird nicht rot. Steffi wird nicht rot. Steffi hat eine sehr Schamgrenze, wo wir wissen nicht genau, wo die liegt. Wir haben sie noch nicht gefunden. Ich würde höchstens so, wenn ich heiß habe. Das stimmt. Wenn ich Sport mache. Ist Steffi attraktiver als Digitec Black Friday Angebot? Ich würde sagen, ja. Mann, was für Melone! Hallo Hector, was ist das für ein Wort? Wir gehen mal schauen, was seine Mutter zu dem meint. Das Blut. Ist zu müde zum Rot absolut. Werden. Absolut. Mein Traumfrau. Oh, danke. Wie alt sind die? Ja? Das ist eine Frage, die ich grundsätzlich nicht beantworte. Ich bin ein alter, zynischer Mann. Ich bin uralt. Kann mich zum Essen einladen? Leider nicht, nein. Aber danke. Aber du kannst mir Essen vorbeibringen. Wenn du Essen vorbeibringst, gibt es Kaffee. Gummifrösch essen ist kein Sport, das stimmt, aber Boxen schon und das mache ich. Im Moment gerade Pause wegen Verletzung, aber ich esse nicht nur Gummifrösch, ich mache auch andere Sachen. Manchmal isst sie auch Butterbrötchen. Milf funktioniert nur, wenn du Mami bist. Das heisst, Mother, I would like to fuck und ich bin keine Mami. Wo sieht man deine Guides für so. PC-Bau? Akeno, schick mir doch einfach ein Mail und dann reden wir drüber. Ah, oh, Michael Keller, bist nicht so böse. Nein, es ist einfach so, ich glaube, mein Freund hat etwas dagegen, sagen wir es so. Kommt da niemandem zu nahe treten oder irgendjemand beleidigen oder so, nur zwischen denen mache ich das. Sind aber das in dem Fall nicht. Fein Akku, sind das Single? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe es jetzt gerade gesagt. Was du bist, weiss ich nicht. Ich kann steht nicht. Das unbekannt? Das ist ein schwierig. Steffi, du bist noch keine Mami. Sicher nicht, hallo? Wer ich weiss jetzt nicht. Mami. Habt ihr Rabatt im Migros? Nein, voll nicht. Leider nicht. Wir gehören wahrscheinlich nicht genug fest. nicht genug prozentual wir sind nicht zu den Migros, dass wir dürfen Rabatt haben. Nein. Also.
Wir müssen zwar ab und zu mal, ja, nein, wir haben wirklich nichts. Kein Vorteil. Ist nicht böse, nur logisch einladen. Michi, ansitzen. Mein Freund ist zum Glück recht gechillt. Niveaulos. So ja, bleiben dem Niveau. Ja, es ist morgen um 3, was erwartest du? Ja, haben die Rabatt im McDonalds? Wieso? Wieso wird jemand im McDonalds? Es gibt keinen logischen Grund, wieso du im McDonalds bist, außer du bist komplett besoffen und willst Pommes frites. Hast du unter dem Shirt der Schulter ein Tattoo? Der Dominik, hast du ein Tattoo? Ich habe ein Tattoo, ja, ich habe ein paar. Vielleicht. Ich mag mich erinnern, wo sie dein Penis-Tattoo auf dem Arm gesehen haben, wo wir zu Berlin sind. Oh, es war kein Tattoo gewesen. Ich muss das jetzt schnell klarstellen. Es ist ein Filzstift. Wir waren in einem Club gewesen, wo anstatt einen Stempel auf den Arm. Er einfach hat einen Penis drauf gemalt und das ist sein Job dort. Und er malt jedem einen anderen Penis drauf und er findet es super cool. Er findet das recht lustig. Das war in Berlin gewesen. Das war in Berlin gewesen, ja, das war echt gut gewesen. Zeig mir deine Tattoos. Später vielleicht. Nein. Zeig du zuerst deine. Die dürfen wir nicht alle sehen. Schau, jetzt hat noch eine Minute. Harry Potter. Jawohl. Oh mein Gott. Gut. Harry Potter, best ever Bücher. Die besten Bücher. Guter Job, sehr erfüllend. Nein, Moment, hart nicht. Es ist morgen um 3. Na, wir haben das jetzt gut gemacht. Haben wir das gut gemacht? Ja. Ja. Also ich hoffe, schau da, der Luca ist auch noch wach. Oder Trinaldo, einer von unseren Social Media. FKK-Stream. Hector, hör auf, dich auszuziehen. Ja, einfach wirklich? Nicht, Mann. Niemand will dich nackt sehen. Okay. Inklusive dich selber nicht. Also. So. Eragon, jetzt hört es auf. Also Eragon, jetzt müssen wir aufhören. Jetzt müssen wir über Eragon reden. Also da müssen wir jetzt aufhören. Eragon, nein, schau jetzt. Wir müssen jetzt leider gute Nacht sagen, weil wir müssen, der Dominik muss in ein paar Stunden wieder aufstehen, ich auch. Und gute Nacht. Warte, ich habe eine Frage. Akino, dominik.bayerlocher@digitech.ch und sonst über Instagram findest du mich auch. Gute Nacht, mein Sonnenschein, Bindli. Ich liebe dich auch, heiß. Ah, okay. Schlafet alle gut, ich hoffe, ihr habt alles bekommen. Ganz Sorge. Und ja. Wir machen gerne wieder mal einen Livestream, wenn ihr einen wollt. Und jetzt drücken wir den Kopf und dann sind wir noch 10 Minuten, 10 Sekunden am Blödo, weil der Stream reißt dann ab. Okay. Gute Nacht, schlafe gut. Tschüss, geht ins Bett, holt euch gut.